TV am Start. Wir gucken jetzt von Blazen Daniel das Zerstörungsvideo, KuchenTV, König der Trolle, Blazen Talks 1. Abmahnung ist auf jeden Fall raus. Ich habe extra meine richtig kranke Kamera angestellt. Übrigens, wundert euch nicht. Wenn das Bild weg ist, dann wurde die Kamera zu heiß. Ich weiß nicht, ob ich mit der streamen kann oder nicht. Wenn nicht, dann muss ich das irgendwann abändern. Genau, und ich würde sagen, wir gucken einfach rein. Hast du drin? Ja, du hörst, ne? Irgendwas machen wird. Ja, keine Ahnung. Dieses Video bezieht seine Quellen aus allen Kanälen von KuchenTV, auf denen er über mich redet. KuchenTV, KuchenTV, KuchenTV. Ah ja, okay. Bei Subs und so weiter mache ich jetzt immer einfach so, ne, weil es wird sonst... Ich bin gespannt. So doof. Für die Props und die Reichweite. Alter, krank, Alter. Was ist da los? Digga, Cinema, Mann. Sie dachten, ich wäre ihr Fischfleisch. Doch da habt ihr euch geschnitten, wie ich Clips neu. Okay, gucken wir uns doch erstmal hier die Stories an, die er reingepostet hat. Ich mach mal ein bisschen leise. Ich hab lauter gemacht hier mein Mikrofon, deswegen, damit wir uns beide hören. Wir müssen jetzt, glaube ich, sogar ein bisschen wegbleiben. So ist, glaube ich, ganz gut. Easy peasy. Marietalk, ich verstehe nicht, warum Blazen Daniel nicht der neue Drachenlord ist. Genau, der geschrieben, ruhig Blut. Man weiß ja schon, wie du nach meiner Mini-Antwort in deine Trigger-Anfälle kriegst. Stimmt übrigens tatsächlich, er hat recht. Ich bin mega getriggert, wenn er was macht, weil es ist so dumm. Dummheit triggert mich, Realtalk. Und er checkt es auch einfach nicht so. Du könntest ihm eine Arbeit darüber schreiben und er würde es halt nicht verstehen. Trotz Corona bin ich der, der sein Gesicht zeigt und noch ich ein Donnerwetter schlägt bei ihm der Blitz sein. Ach, kriegst du nicht klein, ich bin eine Welle, die euch mitreißt, euren Worten messe ich kein Gewicht bei. Egal, du willst sagen übrigens, dass das Video gut geschnitten ist. Guck mal, wie schlecht das gemacht ist. Warte, da, das blendet sich ein einfach so, dann kommt so ein Blitz. Und dann kommt's einfach nach vorne. Das ist nicht, das sieht richtig scheiße aus. Guck mal, wie viele Takes er gebraucht hat. Das siehst du ja da in den ganzen Fußabdrücken, ne? Bis mal einer dabei war, der nicht ganz scheiße war. Ja. Bin ich schon live? Tschüss. Jo, Leute, der Video-Strikes und Fans der Doppelmoral. Ich wisst ja sicherlich, dass es da gerade... Übrigens, er hat sich übrigens damit gebrüstet, dass das Video besser geschnitten ist als ein Kuchen-TV-Video, also Kuchen-Talks. Digga, dein Hemd. Ich weiß nicht mehr, ob das schwarz ist, aber das hat dir diese ganzen verpixelten Fehler, weil du es halt in der Farbe, also weil das halt eine Farbe ist, die mit weggekiet wird, so halb. Warum dann? Also trag doch was Ordentliches. What the fuck? Also checkt man doch vorher ab, ob das weggekiet wird oder nicht. Aber hier, guck mal, er ist ganz gelb um die Augen rum. Hier, Bruder, wenn du einen medizinischen Rat haben willst, du hast vielleicht hier Gelbsucht, einen Ikterus. Zu viel Bilirubin, Bruder. Eine Leberkrankheit, meine Freunde. Ja. Ich schied auch ein bisschen, ne? Weil hier ist mehr Abstand als da. Solltest du vielleicht einfach mal gerne. Ich glaube, du musst dich sowieso mal untersuchen lassen. Also, dann nimm das einfach direkt mit. Hat unglaublichen Beef mit KuchenTV. Ach du Scheiße, nein, oder? Oh, existiert dieses Foto wirklich, Mann? Von der Skala von 1 bis 10, wie gut wart ihr miteinander befreundet? Wenn du das so gegen unsere Freundschaft stellst? Eins vielleicht. Also Real Talk 1, wir hatten nicht viel zu tun, Alter. Oh mein Gott. Also damit hat er mich wirklich gefickt. Also das muss ich echt zugeben, Digga, dass du dieses Foto veröffentlicht hast, damit hast du mich gefickt. Chilliger Abend in der besten WG aller Zeiten. Geheimtipp für alle erlebnisorientierten Partytouristen. KuchenTV, Hashtag Braunschweig. Wie glücklich er aussieht. Vor allem, wo war das? Bei Timo oder was? Aber guck mal da sein Gesicht an. Und guck mal da sein Gesicht an, also jetzt wie er in dem Video aussieht. Hier komplett gelb unterlaufen die Augen, richtig blass und so. Und da noch so richtig voller Lebensfreude. Das ist so ein Filter, irgendwie der. Und die Frau um mir gibt. Ja gut, da waren wir tatsächlich leider wandern, das tut mir leid. Und da wollen wir der ganzen Sache nun endgültig mal auf den Grund gehen, was da denn... Was war das denn, Alter? Weiß ich gar nicht mehr. ...eigentlich los ist. Ihr wisst ja sicher... Junge, das ist auch so unangenehm, wirklich, wenn ihr mit Blazen Daniel chillt. Realtalk, guck mal, er hat hier mehrere Bilder gezeigt. Hier irgendwie aus dem Harz. Da wollen wir der ganzen Sache nun endgültig mal auf den Grund gehen, was da denn eigentlich los ist. Und dann das hier. Es ist so unangenehm, wenn ihr mit Blazen Daniel irgendwas macht, jetzt mal Realtalk, ne? Der will alle 5 Minuten Fotos mit euch machen. Also wirklich. Ihr könnt ja das Letzte sein. Cool. Das Ding ist, wir saßen da beim Essen so und Kern, die Stimmung war sowieso irgendwie schon ein bisschen komisch, weil ich kein Bockhöfchen hatte. Und dann sagte der, ja, lass mal ein Foto machen. Ich so, ja, weiß nicht, lass doch erst mal essen oder so. Ne? Und dann kommt so die Serviererin da, also die Kellnerin, und er drückt ihr so das Handy hin. Ja, können Sie mal ein Foto machen, bitte, können Sie mal ein Foto machen? Wo ich so denke, Alter, das ist so unangenehm gerade, ey. Sieht man aber bei mir auch an, ne? So, hilft mir... Hilfe. Aber da war der Bizeps noch nicht so da wie jetzt. Der hat jetzt auf jeden Fall ordentlich zugelegt. Übrigens im Montclair, ne? Nur noch, dass wir mal drüber geredet haben, habe ich mir jetzt extra angezogen. Ist. Ihr wisst ja sicherlich schon, dass er Fan meiner Musik ist und begeisterter Supporter meiner Person. Jemand, der sehr, sehr gerne austeilt, aber gar nicht so gerne ein... Was? Ich weiß, wir stoppen sehr viel, aber es soll ja auch lustig sein. Guck dir mal die Handbewegungen an. Wie kann man denn so ein Körperklaus sein? Begeisterter Supporter meiner Person. Jemand, der sehr, sehr gerne austeilt, aber gar nicht so gerne... Er macht voll die komisch. Er versteift so die Finger und bewegt dann nur so die Arme. Das sieht richtig unbeholfen aus. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das klingt irgendwie nach den Vorwürfen, die mir immer gemacht werden in Bezug auf Videos, die ich gestrikt habe, die... Ich muss jetzt die ganze Zeit auf die Hände achten. Und vor allem, guck mal, das wird auch halb weggekeyt. Du siehst hier den Hintergrund.
Du sagst, es ist besser geschnitten als ein Video von KuchenTV und dann hast du solche Fehler da drin. Digga, das kann nicht dein Ernst sein. KuchenTV aus dem Nichts gepusht hat, obwohl Frieden war und irgendwie so ziemlich verwirrtes Zeug. Das werde ich euch alles in diesem Video erklären. Denn in diesem Video soll es in erster Linie um die Guck mal, das ist übrigens auch, er sagt einfach, dass wir Frieden geschlossen haben, das stimmt gar nicht. Also das Ding ist, ich habe mein Video gemacht, er hat seinen Diss-Track gemacht, wir hatten uns ausgesprochen, ja. Digga, das heißt aber nicht, dass ich dich nie wieder erwähne. Wenn du wieder irgendeine peinliche Aktion bringst, natürlich mache ich mich darüber lustig. Was denkt der Typ denn, dass ich ihn nie wieder erwähne oder was? Also ich habe mein Beef mit ABK auch beiseite gelegt gehabt und dann haben wir wieder irgendwie Videos gegeneinander gemacht. Vielleicht ist Ruhe im Frieden, Frieden. Doppelmoral von KuchenTV gehen, mit der er ja eigentlich mich glänzen lassen möchte. Wenn man sich auf KuchenTVs Kanal ein bisschen umschaut, werdet ihr sehr oft auf das Wort Doppelmoral stoßen. Jetzt ist es auch schon 3 oder 4 Mal gefallen. Gut geschnitten auch, wie das Bild so von unten rechts reinkommt und dann so schräg nach oben geht. Props dafür auf jeden Fall. Denn das ist das Lieblingswort von KuchenTV, tatsächlich. Er beschäftigt. Naja, eigentlich eher lächerlich. Ich glaube, es gibt mehr Videos, die lächerlich im Titel haben als Doppelmoral. Lächerliche, was benutze ich nochmal? Cringe? Cringe habe ich auch mal auf dem Titel. Sich hauptsächlich mit diesem. Ja, natürlich gehen wir auf das Inhaltliche ein, aber guck mal, am Anfang muss man erstmal Dinge klarstellen. Das Ding ist, Blazin Daniel hat halt so viele Instagram-Stories gemacht, wo er so meinte, ja, das ist besser geschnitten und ich habe ihn voll gefickt und so. Deswegen muss man das halt erstmal klarstellen. Es ist halt kack geschnitten. Hier wird's weggekeyt. Jetzt, guck mal, dein halber Arm ist einfach im Hintergrund drin. Das Board hast du nicht einmal bei versucht, irgendwelche Sachen aufzudecken von einem Cymex, von einem FIFA Gaming. Dabei ist er eigentlich die Person, die sich am meisten widerspricht ja, und der Typ, der am meisten Kritik auf YouTube gibt, aber gar keine Kritik verträgt. Digga, weißt du, das ist halt auch, das ist wirklich eine Sache, die mich mega aufregt. Wisst ihr auch warum? Blazin Daniel hat sogar bei mir angerufen. Ja, da bin ich gerade nach Hause gefahren, da hat er bei mir angerufen und hat mit mir genau darüber geredet. Und ich meine, ich habe ihn ja sogar auch schon das bei Instagram nicht geschrieben, aber meine Story gepackt. Digga, er sagt einfach, dass ich kritikunfähig bin. Ich gehe bei KuchenTV Uncut auf jedes fucking Kritikvideo ein, was hochgeladen wird. Und er stellt mich jetzt so hin, als würde ich da gar nicht drauf eingehen. Wenn wir hier bei KuchenTV Uncut einfach mal gucken. Ich meine, jetzt kommt natürlich nicht jeden Tag ein Video, aber hier letztens war auf jeden Fall eins hier. Da gab es eine Kritik gegen mich über mein Sunny So Many Tabs Video. Bin ich drauf eingegangen, habe mich ganz normal gestellt. Gut, hier bei dem Style war so ein halbes Ding Video auf jeden Fall. Hier dieser Beef mit der Cutter zum Beispiel, hat mich auch kritisiert, bin ich auch drauf eingegangen. Und ihr könnt einfach weiter runterscrollen. Es gibt mega viele Videos, einfach KuchenTV Uncut, Kritik. Dann findet man es vielleicht sogar schon. Ja, hier, da bin ich drauf eingegangen, da bin ich drauf eingegangen, hier bin ich drauf eingegangen. Ich gehe auf alles ein, ich sperre gar nichts. So, dann mach dir doch mal Gedanken, warum ich gerade dein Video sperre. Und nein, es liegt nicht daran, dass du mich mega krass weggewichst hast oder sonst irgendwas, sondern weil du selber die Arbeit von anderen sperren lässt. Ob es jetzt die schlechtesten Blazin Daniel Lines sind oder nicht, macht keinen Unterschied. Der Typ hat da Arbeit reingesteckt. Der hat sich deine Songs gegeben, das musst du dir mal überlegen. Der erste Typ, der es wirklich durchgehalten hat, sich Songs von dir zu geben, der steckt da Arbeit rein, versucht Widersprüche zu finden und du strikst den einfach. Wenn du keine Kritik vertragen kannst, dass ich oder auch dieser Lukas Manfred dann deine Lines nicht gut finden, dann lasse ich auch nicht zu, dass du über mich in irgendwelchen Tracks redest, ganz einfach. Und wie gesagt, habe ich Kritik ja ab, also kriege ich das ja hin, mit Kritik umzugehen, denn ich habe deine Videos wieder entsperrt, nachdem du deine Strikes zu den schlechtesten Blazin Daniel Lines zurückgenommen hast. Also bin ich hier offensichtlich nicht kritikunfähig, sondern wollte einfach nur klarstellen, dass du nicht über mich zu reden hast, wenn du selber nicht mit Kritik klarbekommst. Das Video ist auch. Das Video ist ja sogar on, jetzt von ihm eine Stunde ja. Ohne. Und ich meine, das habe ich auch nicht striken lassen. Und ich meine, da hat er so viele Lügen erzählt. Timothy ist ja auch hier drin. Ich habe so viele Infos von ihm noch, da kommen wir natürlich später noch zu. Das glaubt ihr gar nicht, wie sehr der sich da reingelogen hat. Geil, Mann, du bist der Beste, Digga. Du hast richtig Plan von dem, was du da machst. Und ja, wie auch immer, es sind einige Dinge vorgefallen, trotz dessen, dass man sich am 25. März 2020 eigentlich in einem 1,5-Stunden-Stream ausgesprochen hatte, wo man ja theoretisch meinen könnte, da wäre jetzt irgendwie sowas bei Frieden rumgekommen. Aber nein, wo denkt ihr denn hin? Nein, natürlich nicht, Digga. Wir haben unseren Beef da geklärt und haben uns ausgesprochen. Ich mache mich doch weiter über dich lustig. Ich lasse mir doch nicht meine Meinung verbieten, nur weil ich sage, ja, wir hatten mal Beef, wir haben das geklärt. Wenn du neue Scheiße baust, dann bin ich wieder am Start. Was denkt er denn? Zu was dazu sagen? Bei Rap ist das doch auch so, oder nicht? Nee, was heißt ausgesprochen? Also du hast eigentlich deine Sachen gesagt und er hat immer mehr von seinen Sachen eingesehen eigentlich mehr. Ja gut, am Ende haben wir aber auch so gesagt, ja gut, ja, das hat dann. Aber damit ist halt eher so der Beef gemeint. Halt, deswegen, ne? Kann er ja dann nicht wieder weiter Scheiße bauen und du gehst da nicht irgendwann drauf ein. Er hat ja dann nicht Narrenfreiheit. Ja. Sicher nicht, denn in der Zeit hätte ich mir auch einfach ganz viele Bibi-Videos angucken können. Da wäre ich wahrscheinlich zeitlich besser aufgehoben gewesen, als mich mit KuchenTV in einen Livestream zu setzen. Aber die Musik ist auch viel zu laut. Das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Man muss das doch checken, dass das viel zu laut ist. Die Theatralik, Bruder. Digga, du bist ein Mediengestalter. Du verlangst Geld für deine Videos. Du drehst Geld
Du drehst gegen Geld Videos und dann kriegst du es nicht mal hin, bei so einem Video die Musik richtig, die Lautstärke einzustellen. Aus diesem Grunde und gegebenen Gründen, ja, die ihr sicherlich jetzt schon kennt, habe ich mich dazu entschieden, aktiv jetzt gegen QNTV vorzugehen und mich nicht mehr hinter meiner Ecke verstecken und einfach mal so Verleugnung auf einem sitzen zu lassen oder Rufmord, was er da betreibt. Denn dieser Typ ist absolut besessen von mir. Dieser Typ ist besessen von Meme macht ein 70-Minuten-Video gegen mich. Und bringt ein ganzes Diss-Album raus gegen mich. Und ja, gut, Fizzy Cash und so wurden da auch gedisst und Woli und Timo. Das Album geht 90 Minuten. Er hat ein ganzes Album produziert, ein Rap-Album. Wie lange sitzt man normalerweise in so einem Album? Selber wenn man wenig Zeit reinsteckt, sagen wir mal so. 2 Monate? Er hat 2 Monate seiner Zeit, packt er in ein Album rein, über mich, was nur über mich handelt. Und macht ein Video, was eine Stunde geht. Und er sagt, ich bin besessen von ihm. Von mir. Ich habe mich mit ihm ausgesprochen, alles cool. Was machst du? Ich bin nur kurz Brot holen. Ach. Wieder, ne? Handcheck, Bruder, hau rein. Und trotzdem hat er wieder damit angefangen. Und da kommen wir dann auch gleich zu den Gründen, die er mir vorgibt. Es handelt sich nämlich um folgenden Kommentar, den er mir, obwohl er den Song No Name, den ich gestern rausbrachte, der auch jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon gesperrt ist. No Name 2, ne? Doppelschöpfung. Flair hat ja erst Bushido gedisst und hat den Song No Name genannt. Ja. Aber Blazin hat auch echt eine Million. Ah, schon No Name. Du No Name. Ja. Das ist ein zweites Mal, denn einmal Kritik vertragen, nee. Nach einem Re-Upload, wo ich ihn rausgeschnitten habe, obwohl er ja genau mit diesem Content auf seinem Kanal genau das gleiche macht, nee, das geht nicht. Da hat er sich ich mache ja keine Diss-Tracks gegen andere und ich meine, der Grund, warum ich das gesperrt habe, habe ich dir schon gesagt. Und das Lustige ist, er sagt ja auch, ja, einmal Kritik Dingsen ist nicht, weil ich habe ja zweimal das gleiche Video sperren lassen. Ist ja nicht so, dass er da was anderes gesagt hat. Es ist ja nicht so, dass ich quasi zwei verschiedene Kritiken gesperrt habe, sondern ich habe zweimal das gleiche Video gesperrt, weil du es re-uploadet hast. Ist doch auch ein Unterschied. Ich habe mich bei dem zweiten Video einfach für die Sekunde 10 und 12 im Video entschieden, es deswegen striken zu lassen, mit der Begründung gelöschter Stream. Okay, gucken wir mal rein, wie das aussieht. Habt ihr QNTV da gesehen? Oder habt ihr irgendeinen gelöschten Stream gesehen? Oder sind das nicht eher meine Inhalte, die man da sieht? Ist es nicht der Stream, wo er auf meinen Inhalt reagiert, wo ich ihn umkehre? Naja, Digga, also wenn du es anders siehst, dann musst du dich bei YouTube beschweren. Also ich kann es ja nur einreichen und kann meine Sichtweise schildern. Und YouTube muss ja dann sagen, ja okay, verstehen wir oder verstehen wir nicht. Wenn du das anders siehst, ist okay, so. Was soll ich dann sagen? So, da musst du auch YouTube die Schuld geben, nicht mir. Verschwörung. Also. Endlich gemacht habe und nur noch ich zu sehen bin aus meinem eigenen Stream? Aber ja, Digga, natürlich. Aber YouTube winkt es durch, weil du bist ein großer YouTuber. Du bist einer von den Großen. Danke, geil. Fair use, Digga. Nun denn, er hat sich den Song No Name also laut eigenen Angaben gar nicht angehört. Wollte sich aber eigentlich mit Twizy drüber lustig machen. Ich hab den mir nicht mal angehört. Also ich habe nur reingehört, hab's Twizy geschickt, weil ich dachte, ja, wir machen uns safe drüber lustig. Haben wir auch. Why the fuck you lying? Hä? Warum lüge ich denn jetzt? Wir haben uns drüber lustig gemacht und dann habe ich striken lassen. Hä? Das eine widerspricht dem anderen doch überhaupt nicht. Why you always lying? Hat ihn aber dann bereits nach 20 Minuten sperren lassen. Also, wie passt denn das zusammen? Ja, also erstmal ging er nur 6 Minuten. Ich habe ihn gar nicht angeschaut. Ich habe mir Real Talk nur die ersten 12, 13 Sekunden angeschaut. Da habe ich das Fizzy geschickt, habe es Timo geschickt und so weiter. Und da habe ich überlegt, naja, ich lasse Strike Männer, die Lukas Manfred Sachen nicht zurücknimmt. Und mir war ja klar, selbst wenn ich ein Video strike, dass ich den Strike hier immer wieder zurücknehmen kann. So, deswegen habe ich es einfach dann direkt getan. Ne? Warum soll ich dann warten? Also mir war ja klar, dass Blazin Daniel es nicht tun wird, wenn ich ihn nicht unter Druck setze. Ich kenne ihn ja. So. Dem er um 21.25 Uhr dann noch ein... Du bist einer der Großen, bringt aber No Name raus. Ja. Eine Ansage auf Instagram gemacht hat, so, yo, Blazin Daniel, gib die Videos von Lukas Manfred frei, sonst werde ich dein Video striken lassen. Das hat überhaupt nichts mit unserer Situation zu tun und unserer Auseinandersetzung, aber hey, mir fällt gerade nichts Besseres. Ja, erstmal ist es natürlich Prinzipsache und zweitens kann ich mich doch für Lukas Manfred einsetzen. Was ist das denn für eine dumme Aussage? Das ist, du sagst zu ihm, er ist einer der Großen und deshalb kann er dich einfach sperren lassen, aber einer, der vermeintlich vielleicht etwas kleiner ist als du, bald nicht mehr, den kannst du dann einfach sperren oder was? Ja. Und das ist dann in Ordnung, oder wie? Aber andersrum ist nicht in Ordnung. Der, es ist halt, vor allem ist es auch so dumm, was ist denn für eine Aussage? Also man darf doch auch für andere einstehen, so. Ich feiere die Videos von Lukas, ich möchte, dass der weitermacht. Und wenn ich möchte, dass er wieder Videos macht und du die halt freigibst, dann ist doch mein Recht, dann kann ich doch auch meine Videos so sperren, wie ich möchte. Ich müsste das gar nicht von dir verlangen, ich könnte das auch einfach so sperren, wenn ich will. So, ich bräuchte gar keinen Grund dafür oder müsste da gar nicht sagen, ja, wenn du die Videos wieder freigibst, gebe ich meins auch frei. Also das ist eigentlich ja fast schon nett von mir, dass ich dir die Möglichkeit gebe. Du kannst lassen, ich kann es sogar sperren lassen, er hat mich ja auch mit drin und ich habe gar nichts mit ihm zu tun. Jeder von uns hätte dich sperren lassen können. Bruder, okay, und nehmen wir an, ich hätte auf dieses Ultimatum eingehen wollen. Er hat es trotzdem um 21.20 Uhr direkt gestrikt, denn um 22.40 Uhr war es schon weg.
Also, was entnehmen wir daraus? Seine Kritikspanne ist wahrscheinlich so wie sein Penis sehr, sehr klein. Gina, sag du es mir, ich weiß es nicht. Dein Penis, was für eine Punchline, Junge, Bruder, Schatzfeuer. Habe ich die schon mal gehört? Ich glaube nicht, Mann. Das erste Mal, dass jemand was über meinen Penis gesagt hat. Krank. Ich kann nur davon ausgehen, denn wer auf seinem Kanal so hart austeilt, ja, was er mir jetzt mir vorführt, weil ich mache ja Diss-Tracks und dies und das, aber er teilt auf seinem Kanal gegen andere aus, schneidet Video in. Er checkt es auch nicht, ne? Das ist genau das, er wiederholt sich jetzt auch einfach. Ich meine, ich habe jetzt schon, ich weiß nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Er checkt es halt nicht. Nicht, falls ihr euch wundert, warum ich so einen Lachkrampf kriege, weil ich feiere dieses Video so krass. Ich lache mich da immer kaputt, wenn ich ihn wie so ein Soldat auf dem Cover sehe. Inhalte in seine Videos rein, nonstop, und lässt mein Video sperren. Sein Video hat 820.000 Aufrufe. 832.000, 6. Da steht seit einem Jahr auf YouTube. Ich 11 Monate. Ich habe nichts dagegen gemacht. Ich bringe die Antwort darauf. Schon Fakten bleiben, 20 Minuten später hat er das Video. Blazen, ja, denn der Track ist mega nice. Wurde der erste Upload gesperrt? Ja, was für ein Typ. Ja, okay. Warum hast du das jetzt eingeblendet? Was gibt das für einen Mehrwert jetzt, dieses Bild? Gestrikt. Komm, geh dich begraben. Dazu muss man bedenken, dass er zu meiner Person als Rapper Sachen wie diese hier sagte. Ja, was soll man sagen? Also er ist kacke, Mann. Sorry, er ist komplett kacke, er ist komplett wack, er kann gar nichts einschalten. Oder diese hier. Das ist ja einfach nur scheiße. Oder diese hier. Voll, die Line ist auch wieder so wack, Alter. Ja, kann man sich nicht ausdenken, die Scheiße. Blazen Daniel macht ja seit 10 Jahren Rap oder so. Der hat auch ein Feature mit Matrix sogar gehabt. Das ist halt, ja, was soll man sagen? Also er ist kacke, Mann. Sorry, er ist komplett kacke, er ist komplett wack, er kann gar nichts, Alter. Da wirkt das Ganze doch recht befremdlich und zeugt von einem absolut getriggerten Verhalten, das einen zweifelhaften... Digga, ich bin nicht getriggert. Er wiederholt sich jetzt ja auch einfach. Was soll ich dazu noch großartig sagen, Jungs? Also ich meine, guck mal, das Ding ist, wenn ich jetzt wirklich getriggert wäre, dann wäre es für mich doch tausendmal klüger, wenn ich einfach ein Video mache. Dann kann ich mir vorher Argumente bereitstellen, würde ein Video machen bei einer 1 Million Reichweite. Meine Videos kriegen gerade alle so 300.000 Aufrufe und gebe ja eine Meinung vor, so als Meinungsblogger. So, die würden natürlich hinter mir stehen und nicht hinter dir. Das heißt, selbst wenn du recht hättest, dann wäre es für mich klüger, das Video gar nicht sperren zu lassen, sondern entweder das zu ignorieren, weil es eh nur 10 Menschen sehen und deine gekauften Likes und Klicks. Oder wenn ich darauf eingehe und dich in dem Kuchentalks einfach auseinandernehme. Charakter hier wahrscheinlich zur Last gefallen ist. Ich erkläre euch am besten auch mal, wo das direkte Problem von Kuchen vorliegt, warum er gestern so ausgetriggert ist. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Vor einem Jahr starb meine Oma. KuchenTV hetzte während meiner Trauerphase ein paar Stunden, nachdem meine Oma gestorben war, gegen mich, weil ich ein Bild gepostet hatte, in dem ich... Ah, hetzen. Indem ich sage, wie unfassbar ekelhaft kann man sein, ein Bild seiner toten Oma zu posten. Das ist natürlich kranke Hetze, also das muss man schon sagen. Dass ich dafür nicht in den Knast bekommen bin, Bruder, puh. Meine Trauer zu diesem Zeitpunkt zur Geltung gebracht habe, ungeachtet... Digga, du hast deine tote Oma auf dem Sterbebett fotografiert. Ich meine jetzt mal, no joke. Also ich finde das an sich halt einfach mega scheiße, weil sie, habt ihr ja gerade gesehen, ist da mit offenem Mund. Ich weiß nicht, ob die da schon tot ist oder nicht. Blazen Daniel posiert da so für ein Foto. Ich finde das einfach widerlich. So, du kannst natürlich für dich machen, was du möchtest, aber du ziehst deine Oma da rein, die in dieser Phase ihres Lebens, was da gerade zu Ende geht, die kann nicht meine eigene Entscheidung treffen. Die kann nicht sagen, ja, bitte mach so ein Foto, das ist komplett in Ordnung für mich oder so, sondern du machst das einfach für dich selber und ziehst dann einfach deine Oma damit rein. Okay, natürlich ist sie halt tot, ich finde das trotzdem einfach richtig scheiße. Wenn meine Oma da liegt, dann hätte ich ganz andere Dinge zu tun, als zu überlegen, oh, kann ich jetzt auch irgendwie einen Instagram-Post mitnehmen, Alter, für ein paar Likes? Ich finde es absolut widerwärtig. Ja, das muss man ja auch klarstellen. Erstmal, das ist gar nicht gegen deine Oma gerichtet, sondern absolut gegen dich, bevor du das hier wieder umdrehst. Und wie kann man denn seine Oma, seine kranke Oma oder sterbende Oma ausnutzen, um ein paar Likes, um ein bisschen Mitleid abzuaschen? Ja. In dem Moment, ganz ehrlich, so, wir kommen da später ja noch drauf. Jeder anderen Meinung, auf die ihr euch gerade einen runterholt. Durch diese Hetzjagd mit seiner Freundin Gina, die ebenfalls Verlinkungen mir gegenüber auf Instagram teilte, wurde meine Trauer komplett durch den Schmutz gezogen. Ja, ganz kurz, so ein Foto zum Beispiel, so, wo sie ja relativ glücklich aussieht und so weiter, das ist was völlig anderes, wenn du das halt machen möchtest und musst, alles cool. Ja, wenn er das gepostet hätte mit so einem Text, ja, meine Oma ist leider verstorben, ist besser als danke für 59 gut, Bits. Aber doch nicht in so einem schwachen Moment. Ja. Ich finde, das ist halt persönlich einfach mega respektlos so. Ich meine, das haben wir schon vor einem Jahr gehabt. Ich finde das auch krass, dass er verteidigt es halt auch immer noch. Weißt du, normalerweise sollte man meinen, okay, Menschen werden älter, werden reifer und du siehst es halt nach einem Jahr immer noch nicht ein, warum wir dich dafür überhaupt kritisiert haben. Du denkst ja immer noch, dass ich damit deine Oma angreifen wollte. Nein, überhaupt nicht, ich kenne deine Oma nicht mal. Ja. So. Jeder Mensch möchte sich ja auch
in seinen, also für die Außenwelt in seinen guten Momenten zeigen, sage ich mal. Und deine Oma, ich will mir das auch nicht anmaßen, weil Tote soll man noch ruhen lassen, so, aber meinst du wirklich, die fand das geil, dass du sie halbtot im Internet gezeigt hast? Ja. So, und da hört es auch auf, dass wir überhaupt das erklären, also für ihn, so die Leute verstehen es, aber dass wir es erklären müssen, ist traurig. Ja. Und wie gesagt, das als Hetzjagd hinzustellen, ich habe einfach nur dieses Foto kritisiert und das ist natürlich auch mein Recht. Ich habe einfach Kritik dazu gepostet, du hast es öffentlich gepostet, ich habe es gerepostet und habe meinen Text dazu geschrieben. Ich habe niemanden beleidigt, habe niemanden zu irgendwas aufgerufen oder whatever. Also komm mal ein bisschen runter von deinem hohen Ross. Ja, noch dazu, gerade wenn du was online stellst, dann musst du ja immer davon ausgehen, dass Leute irgendwas dazu schreiben, ob es positiv oder negativ ist. Und wenn du es online stellst, dann geh damit um. Ja. So, ne? Deswegen. Ich hatte eigentlich gar keine Zeit mehr, um an meine Oma zu denken, denn ich war nur mit diesen toxischen Menschen beschäftigt. Vor allem auch das, wenn es dir so nahe ging, warum deaktivierst du nicht für ein paar Tage dein Instagram? Warum nimmst du nicht ein paar Tage Auszeit aus dem Internet, legst dein Handy weg, machst Dings an oder löscht Instagram für ein paar Tage, whatever, anstatt dich halt die ganze Zeit dann mit den Leuten zu befassen? Wir sind doch eh nichts wert und meine Kuchenkinder sind doch eh alles irgendwelche 12-Jährigen. Warum befasst du dich dann überhaupt mit denen? Der Fakt, dass ein Mensch deine Oma trotzdem verloren hatte, bestand ja dennoch. Aber das war scheißegal. Und dass ich sie geliebt habe, hat ja auch keinen gejuckt. Weil ihr denkt ja nur, man postet irgendein Bild und man will da irgendwelche Likes. Habt ihr die komplett behindert oder was? Ich habe zu diesem Zeitpunkt nur versucht, meine Trauer zu verarbeiten. Es war mein Ding. Ich habe meine Oma sicherlich nicht bloßgestellt. Doppelmoral. Meine Familie weiß das, jeder, der mich kennt, weiß das. Und bevor auch KuchenTV die Story da... Ja, es ist, also ich will noch mal ganz kurz rein. Ich habe nur versucht, meine Trauer zu verarbeiten. Es war mein Ding. Ich habe meine Oma sicherlich... Ja, aber guck mal, das ist halt auch das Ding. Es ist nicht nur dein Ding. Es ist auch das Ding von... Gut, deine Mutter hat sogar das Foto gemacht. Also, die können wir mal vergessen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Foto auch in seiner Familie halt rumging. Und da ist er auch mega unbeliebt. Weil die auch diese Aktion nicht gut finden. Du ziehst nicht nur, das ist nicht nur für dich, Digga, wenn du was öffentlich postest, erstmal sieht es die ganze Welt und jede Person, die in deiner Familie, also die in deiner Familie ist, ist dann ebenfalls beteiligt. Auch von deinen Brüdern und Schwestern, whatever, von deinen Geschwistern, auch da war das die Oma, die gestorben ist. Für jede von denen weiß, dass dieses Foto von ihr da auf dem Sterbebett gemacht worden ist. Du kannst nicht was sagen, nee, oder? Was du soll hast ich Erlaubnis. Da, Digga, ey, was soll ich dazu sagen? Also eher positive Worte an die Oma, so wo auch immer du bist, ruhen Frieden, so, ne? Also. Nicht bloßstellen, weil meine Familie weiß das. Jeder, der mich kennt, weiß das. Und bevor auch KuchenTV die Story dagegen geteilt hat, hat auch niemand so etwas geschrieben. Weil die Leute, die meinen Instagram-Kanal verfolgen, die wissen, dass ich seit 3 Jahren jetzt. Er hat das selber mal gesagt gehabt sogar. Altersheim gehe und immer wieder Storys mit meiner Oma mache, wo man die liebevolle Art von meiner Oma sieht und auch da waren. Du sagst es doch selber, wo man die liebevolle Art von deiner Oma sieht. So als dieser Mensch hat sie sich gerne gezeigt und nicht als der halbtote Mensch auf dem Krankenbett. Junge, Alter, das regt mich so auf. Ja, ich verstehe es auch nicht so. Vor allem, ich meine, selbst da hat so viele Storys gemacht, wo man auch gesehen hat, sie hatte halt Alzheimer, auch schon in einem fortgeschrittenen Status irgendwann und hat ihn auch gar nicht mehr erkannt, hat nur noch so Scheiße gelabert, was ja keinen Sinn gemacht hat, ne? Weil ihr Gehirn ja nicht mehr richtig funktioniert. Und ich meine auch sowas dann online zu stellen. Ich meine, guck mal, solche Momente so, da lacht ihr das dir glücklich, ey, mach das, Digga, ist doch cool, so. Aber musst du sie halt so in ihrer schwachen Phase, sag ich mal, zeigen, wo sie wirklich gar nichts mehr hinbekommt? So, ich finde das dreist, ich persönlich so. Du kannst deine Trauer auch anders bewältigen, außer dass du solche Fotos und Videos in der Öffentlichkeit posten musst. So, also, keine Ahnung, wenn jetzt irgendeine Familienmitglied von mir irgendwie da kurz vorm Tod ist oder so, dann ich hätte nicht erstmal generell nicht die Idee, so ein Foto zu machen, aber ich würde es auch im Leben nicht im Internet posten. Digga, wie muss ein Mensch drauf sein? Gerade passiert etwas richtig Persönliches, Schlimmes. Wow, shit, okay, ich muss mein Handy rausholen, ich muss das jetzt posten. Ja. Digga, also, ich wie gesagt, ich sag später noch was dazu, aber egal. Etc. Dass der Teil, wo ein Mensch stirbt, nicht zum Leben gehört, so in KuchenTVs Blasenwelt, ja? Guck mal, auch das, er interpretiert jetzt halt rein, dass das Sterben nicht dazugehört. Doch, und es ist doch auch absolut in Ordnung, sag ich mal, darüber zu berichten und zu sagen, was passiert ist und so weiter. Aber es kommt ja nur darauf an, wie du deine Oma ins Internet gestellt hast und wie du an ihrem Sterbebett, ich weiß nicht, ob sie da noch gelebt hat, kann sein, dass sie da gerade im Sterben lag und du hast nichts Besseres zu tun, anstatt sie zu begleiten und es ihr so leicht wie möglich zu machen, dass du dich da so hinposierst, damit deine Mutter ein Foto mit dir und ihrer Mutter machen kann. Merkst du nicht, wie ekelhaft das ist? Ich hoffe, dass seine Mutter, also nichts gegen sie, wirklich keine Beleidigung, gar nichts. Ich hoffe, dass sie in dem Moment nicht wusste, die Mutter, dass er das online stellen will, wenn nicht. Also,
Da will keiner dran denken. Ja, sowas macht man nicht, sowas würde ich nie machen. Halt dein... Das ist halt das, was ich am Blazing Daniel einfach hasse. Er dreht sich die Sachen halt immer so, dass er irgendwie recht hat. Dass der Tod dazugehört, wie gesagt, alles cool, du kannst auch Sachen dazu posten, überhaupt kein Problem. Es kommt drauf an, was und wie man das postet. So, und die Würde eines Menschen ist unantastbar, aber du hast es geschafft. Halt deine Fresse, Junge! Halt deine Fresse, weil was du machen würdest, interessiert keine Sau. Es geht in dieser... Meme, 1 Million Abonnenten. Endlich nur, was ich machen würde, denn es ist meine Oma, die ich geliebt habe. Punkt, aus, Ende. So, Menschen gehen also unterschiedlich mit Trauer um und welcher Mensch nimmt sich das Recht? Vor allem auch diese Musik, die gar nicht dazu passt. Er redet halt so viel, aber er hat gar keinen Inhalt. In solch einer Situation heraus ein Urteil der... Mensch, also den Satz, den er gesagt hat, das stimmt, um auch mal was Positives zu sagen. Menschen gehen auf jeden Fall unterschiedlich mit Trauer um, aber... Nimmst du als Front oder nicht, du bist der erste Mensch, den ich gesehen habe, der mit seiner Trauer so umgeht, dass er während ein Mensch im Sterben liegt, den Menschen dann unbedingt den ganzen Menschen draußen zeigen muss. So. Ja. Also, habe ich noch nie gesehen. So. Das ist auch gar nicht zum Lachen, Alter. Wenn ich das höre, kriege ich richtig Hasskicks, Alter. Sorry. Darüber zu fällen, diese Person noch in der Story zu verlinken mit einem 100.000 Follower-Kanal und die ganzen toxischen Kuchen-TV-Fan-Kiddies zu mir zu... Wenn du das letzte Stück Pizza nehmen willst, aber dein Kumpel schneller war. Aber guck mal, auch da stellt er es halt so hin, als ob ich irgendwas gegen seine Oma oder so gesagt hätte. Ich habe sogar extra seine Oma rausgedingst aus diesem Foto, also rausgeschnitten, weil es mir in dem Moment jetzt nicht darum ging, irgendwie einen Witz über seine Oma zu machen oder so, weil das nehme ich mir nicht raus. Hiermit wollte ich halt nur zeigen, wie lächerlich so ein posiertes Foto am Sterbebett eines Familienmitglieds ist. Und habe dann halt den Ausschnitt genommen, weil das ist halt einfach ein Meme, Digga. Guck mal, wie du da sitzt. Das Krasse ist, einer schreibt hier auch, es war einfach eine Scheißaktion, warum versteht er das nicht? Das Krasse ist ja, als wir mit ihm im Stream waren, hat er es immer wieder kurz verstanden, so, aber er findet sich dann direkt wieder seine Welt und suggeriert nach außen, nee, das war völlig cool, was ich gemacht habe, obwohl er ganz genau weiß, es war wirklich Crap, so. Ja. Zu hetzen, weil ich ja nichts anderes in dieser Zeit zu tun habe, als mich mit euch Bastarden zu beschäftigen. Er hat mir mit dieser Situation... Auch gut, wie er einfach beleidigt, so. Warum beleidigst du jetzt meine Eltern? Ja. Das Ding ist, ja, da kommen wir auch wieder später drauf, ne? Da kommt so Bastard, Digga. So, du kennst doch meine Geschwister gar nicht, du kennst doch meine Eltern gar nicht. So, Junge. Ja. Und das haben wir hier beleidigt gar nicht, ne? Nee, gar nicht. Ich meine nur so, also jetzt nicht auf Twizy oder mich, weil wir tun dir nichts, Digga, ne? Aber irgendwann mit so einer Art wirst du an den Falschen kommen. So, und ich kann dir den Tipp geben, ich habe früher auch beleidigt, wenn ich irgendwann aufs Maul bekommen hätte, hätte ich mich nicht wundern dürfen, weil es Leute gibt, die das halt nicht so cool nehmen. Also uns ist es ja, wie gesagt, also mir ist es egal, ich werde nichts machen, ich schalte keine Anzeige, ich kenne dich ja auch, Twizy wird da auch nicht hinfahren, also wir haben seine Adresse, wir haben auch seinen Namen, ich war da ja schon mal. So, ne, also da wird nichts passieren. Aber es gibt Leute, Digga, wenn du die beleidigst als Bastard oder whatever, so, dann fängst du dir eine. Also, ich kann dir nur den Tipp geben, weil es ist auch gegen die YouTube-Richtlinien, lass es. Ich beleidige auch nicht mehr, weil ich gar keinen Bock auf so einen Stress habe wegen so einer Sache. So, und ich meine, das ist auch nicht die einzige, Geschichte, die da kommt mit Beleidigung. Ne? Nur, dass du halt das mal für die Zukunft auf jeden Fall weißt, ne? Das soll auch gar keine Drogen sein, ne? Von uns kommt da gar nichts, Digga, mach dein Ding, wir lachen drüber und gut ist. Ne? Aber nur, dass du Bescheid weißt. Irgendwann kommst du an den Falschen bei deinen 800 Diss-Tracks und dann kannst du ja gucken, was passiert. Die Situation unfassbar geschadet und ich konnte eigentlich keinen klaren Gedanken mehr an meine Oma. Ein Hurensohn oder Bastard Erzim sollte nicht im Internet sein. Erzähl das mal den Richtern, Bruder. Ach so. Fassen und war, ja, mit Internet-Beef beschäftigt. Wie das finde ich lustig, warte, ich bin Ben, ist das nicht einer hier, lass mich mal hier kurz hin, ist das nicht sogar einer, der nicht, hatte ihn nicht gerade auch verteidigt? Nee, okay, Glück gehabt, weil er sagt ja selber, jeder geht mit Trauer anders um, was ja richtig ist, aber jeder geht ja auch mit Beleidigung anders um. So, du weißt doch gar nicht, wie das Familienzusammengefüge da, sag ich mal, ist. So, wie du hier, so, also so, du weißt so, bei Ausländern, so, die dann wirklich so diese Filme schieben, da, du kannst nicht meine Eltern beleidigen, so, also mein Bruder schlägt ihn kaputt, wenn er ihm sowas jetzt sagen würde, weil das ist ja auch außerhalb von einem Song, so, das ist ja wirklich straight, wenn du zu einem Menschen einfach nach draußen gehst und den Bastard nennst, das macht man nicht, so. Wo habe ich mich selbst widersprochen? Dann, User, dann können wir darüber quatschen. Wenn du das durch den Schmutz gezogen hast, werde ich dir nie verzeihen, abgesehen davon, dass du auch spuckst, weil dich für dich selbst... R810X, Stufe 3 Sub, vielen lieben Dank, Ehre an dich, geh raus. Ich fühle cringe, alles ist scheiße und ja, bloß keine Herzen, halt deine Fresse, Digga. Du bist ein krankes Kind, ein kranker Mensch, der in dieser Welt vegetiert und der auch dann doch dafür gefeiert wird von anderen Menschen, die zu dir aufsehen, die sagen, ja! Es ist so geil, dass Blazing Daniel sich ja quasi selbst widerspiegelt, aber er checkt es in dem Moment einfach nicht. Den hast du voll zerfällt. Fetz, Digga. Geil, Mann. Props, Digga. Ich habe ihm auch ein paar Hate-Nachrichten geschrieben. Ein paar Tage später, nachdem meine Oma gestorben ist, postete Julian Bam am 9. März ein Foto von... Ratet mal! Ja, ratet doch! Ich wusste, dass es kommt. Da habe ich schon mit dem Zuschauer. Von seiner Oma, die gestorben ist. An dieser Stelle, rest in peace, Julian. Ich weiß, du wirst das hier nie sehen. Guck mal, das ist aber immer noch mal was anderes, finde ich. Weil, also bei ihr...
sieht man da, also sieht sie noch so, ich sag mal, normaler aus, so nicht mit offenem Mund irgendwie so, sondern das sieht halt eher so aus, als ob sie schläft. Und ich finde, der gravierende Unterschied, wo ich mich im zweiten Post also drüber lustig gemacht habe, war, dass du so komisch am Totenbett deiner Oma posiert hast. Er steht da einfach und hat halt ja dieses Foto gepostet. Es ist ja aber ein Unterschied, ob du da wirklich noch posierst, so ob du dir wirklich die Zeit nimmst, dich dahin zu posieren, so hinzustellen und dann ein Foto zu machen, während er das wahrscheinlich irgendwie auf Schnelligkeit kurz mal fotografiert hat. Sorry, ich bin ein bisschen sensibler mit dem Thema. Ich finde es auch völlig deplatziert, da jetzt einfach eine fremde Oma reinzuposten. Ja, vor allem auch erstmal das so. Und ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, okay, das war auch nicht in Ordnung, ja, okay, was jetzt? So. Was jetzt? Was ist jetzt? Hätte ich jetzt Julian Bam dafür auffronten müssen? Dann muss ich auch jeden kritisieren, der irgendwie mal Clickbait oder sonst irgendwas macht. Also ich weiß nicht, was das jetzt wieder beweisen soll. Aber mein herzliches Beileid, und das meine ich wirklich ernst, er postete exakt ein gleiches Bild, aber glaubt ihr, NKOTV ist dagegen vorgegangen? Nein, natürlich nicht, weil Julian Bam steht auf der guten Seite der YouTuber und da macht man nichts gegen. Aber auf kleine YouTuber ein... Ja, genau, Digga. Deswegen... Ja, also ich fand die Aktion von Julian Bam jetzt auch nicht super, ich hätte es auch nicht gepostet so, ich würde sowas nie ins Internet stellen, da bleibe ich auch hinter so, aber ich fand das Foto insgesamt, also es hat mich so persönlich, fand ich das scheiße, aber ich fand es nicht so scheiße wie bei Blazen, weil bei Blazen kam zum Beispiel auch dazu, er hat noch mehrere Fotos von seiner toten Oma gemacht, wie sie rausgedingst wurde im Sarg und so weiter, also da war noch viel mehr, da war ja nicht nur dieses eine Foto, aber aufgrund dessen habe ich mich halt beschwert. So, und wenn man halt einfach mal Julian Bam KuchenTV eingibt, dann findet man übrigens auch als erstes ein Video, wo ich ihn halt einfach kritisiere, so, und das hat auch 760.000 Aufrufe. Also es ist nicht so, dass ich auf YouTube irgendjemanden den Schwanz lutsche oder so, sondern ich habe hier Julian Bam genauso kritisiert und halt für sein Video halt kritisiert mit dieser lächerlichen Steuerrechnung. Aber warum regst du dich über Kritik auf? Du stellst es doch ins Internet, um irgendein Feedback zu bekommen. Ob das positiv oder negativ ist, das kannst du ja nicht entscheiden. So, ja. Dann stellst du nicht ins Internet. So. Ja. Eintreten, die ja eh keine Reichweite haben und auch keine Fanbase hinter sich stehen haben, da geht es natürlich. Immer drauftreten, Digga. Ja, Mann, Props, Digga. Genau, ich gehe nämlich immer nur auf kleinere YouTuber. Deswegen habe ich schon Videos über Dagi B gemacht, ich habe Videos über Lion gemacht, als er gerade im Hype mit seinem Album war. Gut, das ist, dann hat es umgeschwungen, das wusste ich ja vorher nicht. Ja, ich habe Videos über Julians Blog habe ich schon gemacht und. Also ich habe schon tausende Videos gemacht über Leute, die größer waren. Willst du mir jetzt sagen, dass ich mich nicht traue, auf größere zu gehen, oder was? ABK? ABK zum Beispiel. ABK, die heftigste Community auf YouTube. Ich wusste schon, als ich das Video über ihn gemacht habe, dass es halt safe Dislikes bekommt, dass ich wieder Nachrichten kriege und. So, ich hab's auch trotzdem gemacht. Was willst du mir erzählen? Mal bitte was zu trinken. Dankeschön. Ah, wir sind noch lange nicht fertig, Kuchen. So. Top 10 Dinge, die man nicht hätte rausschneiden können. Oh Baby. Oh Junge, das ist geil, Alter. War das live bei ich hab das abgespielt im Stream. So, geil, okay. Ja, und das ist jetzt so ein Moment, als wenn du so ein 12-jähriges Kind anguckst, das gerade irgendwie, ja, einen Genitalbereich gesehen hat und sich einen abkichert. Oh, Baby. Wow, eine ungemischte Autotune-Spur, die dir der Woli geschickt hat. Krass, aber Woli, wir rechnen dann auf dem Album ab, ne, weißt ja. Haben wir übrigens gehört, also ein paar, ich weiß nicht, ob das alles war weg. Ja, Tim, krass, das ist ja der absolute Hammer. Digga, es klingt einfach mega scheiße, es ist lustig, so was will er jetzt? Ihr kennt die Geschichte, ihr wisst, wie es weitergeht. Ach stimmt, Monte habe ich sogar auch mal kritisiert und mit Monte bin ich auf jeden Fall deutlich cooler als mit Julian Bam zum Beispiel. Ne? Diese Glücksspielsache habe ich da zum Beispiel vorgeworfen. Oder ich habe auch letztens erst gesagt zum Cutter so, jo, ich finde das kacke von Monte, wie er da umgegangen ist. Also, da geht, es folgte der District American Pie, den er sich ja sehnlich... Extra positives Kommen. Ich würde dir vorwerfen, dass du nur auf große Geste nicht auf kleine. Ja. Geiler Typ. Ja, er dreht sich halt so, wie er braucht, ne? Entweder ich gehe halt auf größere für Klicks oder ich gehe auf kleinere, weil die sich nicht wehren, so, ne? Also. Und den ich quasi auf Zuruf gegen ihn machte. Willst du einen? Bitte, China, Digga. Bitte. Sowas. Wirklich. Ich meine das ernst. Mach bitte einen Diss-Track, ja? Wenn es geht, das ist natürlich dir überlassen. Bis nächste Woche. Ich reagiere sogar drauf. Kostenlos. Und stell den auf Uncut. Ich verlinke dich ganz oben. Dann hast du deinen Push. Irre. Ich habe meinen Diss-Track und alle sind glücklich. Ohne, dass du dann zum Anwalt rennst. Ja. Naja, wenn du meine Adresse leakst zum Beispiel oder so, dann würde ich natürlich zum Anwalt laufen. Ne? Ist ja ganz klar.
Oder wenn du irgendwelche privaten Nachrichten oder obwohl, haben wir eigentlich so was krasses privat geschrieben, eigentlich nicht. Ich will jetzt gleich sagen, dass das verwerflich ist, was du gerade sagst. Ja, ich mal gucken, was jetzt dein Punkt ist. Also solange du jetzt so mein, ja, was heißt Sohn raushältst, ne? Lines gegen den kannst du ja an sich bringen, so. Ja, solange du meine Adresse nicht liegst, würde ich nicht zum Anwalt laufen. Morgen 30 Minuten Leben und Tod des Kuchen-TVs. Mach bitte echt einen Diss-Track, Mann. Genau, dann haben wir ja das Thema auch beendet. Ist doch nice, Alter. Freue ich mich auf jeden Fall. Das Ding ist so, mein Sohn ist ja halt Angriffsfläche, die ich einfach habe. So. Und das ist ja auch komplett in Ordnung. Gerade so auf Rap-Ebene, finde ich, kann es eh nicht zu weit gehen. So, das ist ja alles komplett in Ordnung. Allerdings finde ich es moralisch mehr als verwerflich, meinen 2 Monate alten Sohn damit reinzuziehen. Und gerade so auf Rap-Ebene, finde ich, kann es eh nicht... Digga, das eine hat mit dem anderen halt überhaupt nichts zu tun. So, es kann auf Rap-Ebene nicht zu weit gehen. Das ist halt Fakt. So, keine Ahnung, ich kann über Twizzy in einem Rap bringen, was ich will, so. Wenn er mich schlägt, ist es uncool, so quasi. Das ist komplett in Ordnung. So, ich bin nicht zum Anwalt gelaufen, ich habe deinen Track nicht striken lassen, ich habe dich nicht schlagen lassen, ich bin nicht hingefahren oder whatever. Du hast die Line gebracht, das war für mich in Ordnung. Aber ich persönlich, für mich, kann die Line doch trotzdem verwerflich finden, auch wenn es erlaubt ist. Ich habe dir nie verboten, diese Line zu bringen. Ich habe nicht gesagt, schneid die raus oder whatever. Du konntest die Line bringen, es war für mich komplett in Ordnung. Ich kann mich doch aber trotzdem drüber beschweren. So, du solltest moralisch mal darüber nachdenken. So, du hast einfach zu einem 7 Monate alten Kind in einem Diss-Track gesagt, dass du ihn mit Blei halt, also dass du ihn abschießen willst. Sorry, Digga, das muss, nicht, dass ich das also, witzig finde, es ist nur so cringe, sorry, Leute. Digga, das ist halt, also es ist eine Sache, die komme ich nicht drauf klar, Alter, ne? Achso, ich dachte gerade, die Spende war bei mir. Ich habe mich sogar bedankt dafür, Leute, ich dachte, die war bei mir. Luca, danke. So, oder 7 Wochen war der sogar erst alt. So, und das meine ich halt mit diesen Drehen, wie erst dich brauchst. Du hattest doch keinen Nachteil, du konntest das bringen, du konntest es online lassen, alles gut, aber ich muss es doch nicht gut finden. Dankeschön. Zu weit gehen, so, das ist ja... Für meine Männer, ja? Ja, alles komplett in Ordnung. Ah ja. Denn ich kenne ja das Problem mit Strikes und Anwälten und wie das ist. Yo, du bist ein wacker Rapper und du kannst gar... Digga, bin nicht zum Anwalt gegangen, nein. Aber er ist ein wacker Rapper. Das stimmt, ja. Gar nix. Und dann mache ich einen Track und dann ist das Geheule groß. Aber nein, zu diesem Zeitpunkt nicht, denn American Pie sorgte für Shitstorm. Denn ich brachte eine Zeile gegen seinen Sohn, für die ich mich entschuldige, die ich zurücknehme. Die war vollkommen drüber. Kein Problem, entschuldige ich mich gerne dafür, bei dir und Gina habe ich auch schon im Livestream gemacht, aber hey, das werfen wir einfach mal weg, ist ja uninteressant, muss ja keiner wissen. Gegen diesen Song ist er nicht... Du hast uns doch das jetzt vorgeworfen, du hast es doch gerade hochgepusht, ich habe doch gar nichts dazu gesagt. Vor allem, du sagst es doch gerade und ich halte doch noch meinen Daumen hoch, ja, dass du deinen Schwachsinn zurücknimmst, wenigstens das ist doch gut, ich sag's doch hier auch. Vorgegangen, denn der Song hat negative Kritik gehagelt und alles schlecht, alles gut, ja, er macht sich selber fertig. Welcher Song hat keine negative Kritik gehagelt? Ja, also das solltest du ja eigentlich gewohnt sein, wenn wir mal ehrlich sind. Oder außer du hast ja wieder Likes gekauft. Aber dann, gestern, wo No Name rauskam, wo ich mich mal ein bisschen länger hingesetzt habe auf Raten von Chesra, der auch gerne hier mitdiskutiert und sagt, ja, Digga, setz dich doch mal länger an den Diss-Track hin und nimm dir mal die Zeit dafür, wenn du es den Meinungsbloggern zeigen willst. Dann kann ich halt schon verstehen, dass... Besser als ein Kuchen-TV-Video geschnitten. Guck mal, er verschwindet jetzt. Und nimm dir mal die Zeit dafür, wenn du es den Meinungsbloggern zeigen. Er verschwindet jetzt. Da ist er nochmal aufgetaucht und ist er nochmal weg. Gut. Ich kann verstehen, dass der dann so ein bisschen angepisst ist, wenn dann ein Kuchen-TV sich über ihn lustig macht und so weiter und so fort. Aber dann nimmt er halt auch Zeit für den Diss-Track, weißt du? Ich glaube, das Ding hat er in 2 Tagen gemacht oder so. Also dafür kann man sagen, das Ding ging 8 Minuten, da hat ein paar gute Reime. Muss man ihm lassen. Aber nimm dir doch Zeit für ein ordentliches Video, für einen ordentlichen Text, recherchiere ein bisschen. Wenn du zeigen willst, dass du doch ein guter Rapper bist. Komplett ohne Gimbal. Triggert das richtig, ne? Dass er sagt, dass das besser als deine Kuchen-Talks sind, weil du da halt richtig Mühe und Arbeit reinsteckst. Ja, weil seins einfach scheiße geschnitten ist. Da sind so Fehler drin, Digga. Jetzt musst du überlegen, er hat 3 Jahre mindestens mal eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, Film und Dings. Er verkauft Musikvideos. Weil, was ist das eigentlich für ein Blick, Digga? Guck mal, hier ist irgendwie so eine Pupille und hier ist die andere. Ja, schlecht getroffen. Komm so, vor. Aber das regt mich einfach auf. Das ist einfach scheiße gemacht. Also so vom Dings her, er will 600 Euro für ein Musikvideo und lädt dann so ein Ding hoch. Was soll das denn für eine Werbung sein? Wenn du einen bösen Meinungsblogger richtig zeigen kannst, dann mach das doch. Aber der nimmt doch halt auch Zeit dafür. Naja, was will man machen? Vor allem den hast du übrigens auch versucht, striken zu lassen. Ne? Nur mal so nebenbei wie mit, ja, er kommt nicht mit Kritik klar. Chesra. Ach so, den kenne ich. Ja, der hat, nämlich auch auf die schlechtesten Blazen Daniel Lines reagiert und den wolltest du auch striken. Das kommt übrigens auch noch dazu. Also wer kommt hier nicht mit Kritik klar? Ich bin übergeben. So weit kommt's noch nicht. Ja, hab ich gemacht, Digga. Und das Ergebnis kam gestern Abend raus. Es war ja ungefähr 20 Minuten online. Ihr seid alle von Doppelmoral nur so infiziert, denn ihr lebt nach den Werten von KuchenTV und ihr denkt, was dieser Typ macht, ist einfach nur geil. Zu meiner Schande muss ich gestehen. Weil was hat Chesra jetzt damit zu tun? Also erstmal, ich hab nichts mit ihm zu tun. Er hat einfach nur gesagt, ja, nimm dir mehr Zeit, das hast du gemacht. Also Chesra hat sich nicht selbst widersprochen, er hat auch nie
gesagt, dass ich jetzt das Maß aller Dinge bin oder whatever. Warum hast du den jetzt reingestimmt? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Vor einigen Jahren habe ich selber KUNIV gefeiert. Da habe ich das Video gegen Miguel Pablo gesehen vor 3 Jahren. Die Beerdigung, die sind da. Die Haare auch übrigens, da sieht man auch wieder viel. Und ich dachte mir, boah, heftig, Alter, krass. Aber wenn man schwarz, nicht so viel grau. Ja. Wenn man selber in so eine Situation kommt, dann merkt man erstmal so die Kehrseite der Medaille und aus welchen Gründen dieser Typ das macht. Und da beginnt man nachzudenken. Wie gesagt, er freute sich auf den Track, gab mir seine Genehmigung, den Diss-Track zu machen. Er machte sich also lustig über den Track, reagierte. Ja, vor allem, okay, ich dachte, er zieht das Argument noch auf. Er sagt jetzt ja quasi, ja, und was passiert nach dem No-Name-Track? Er lässt ihn sperren. Digga, ich habe ihn nicht wegen dem Inhalt gesperrt. Jetzt könnt ihr mir glauben oder nicht, ich habe ihn Real Talk nicht gehört. Wir haben ihn sogar danach, als er entsperrt war, habe ich ihn sogar im Stream gehört. Da war keine gute Line drin, Digga. Da war keine Line, wo ich gesagt hätte, ja, damit hast du mich gefickt. Da war keine Substanz. Digga, du kannst nicht rappen, du kannst keine Texte schreiben. Wer 13 Jahre Rap macht und so scheiße ist, Digga, es ist eine Beleidigung, dass du dich Rapper nennst, Alter. Darauf, ich reagierte auf seine Reaction, wo ich mich drüber lustig gemacht habe, was dann übrigens der Grund dafür war, dass er dann das lächerlichste Keck-Video machen wollte. Nein, ich habe das schon vorher geplant, Digga. Hat er im Stream gesagt. Also wahrscheinlich kommt ein Video, aber halt nicht so auf ernst gemeinter Basis, sondern eher so Lachkick-mäßig. Aber nein, er konnte es nicht ertragen, dass ich gesagt habe, Bruder, du verstehst ja nicht mal die Lines. Mademoiselle! Nein! Mademoiselle! Das hat nichts mit Verstehen zu tun, sondern ich bin halt einfach nicht so der Typ, der jetzt einen Witz nach dem anderen macht, sondern ich bin halt eher so der Sachliche, so. Du bist am Ausbluten regelrecht, nicht nur in einem Schachduell. Du bist am Ausbluten regelrecht. Du bist am Ausbluten regelrecht. Warte. Digga, könnt ihr bitte Memes aus diesem Foto machen, Digga? Verlinkt mich bei Instagram, ich pack das in meine Story, ey, geil. Gebe euch nochmal kurz 3 Sekunden, um das zu screenshotten, ey. Aber macht was Lustiges und nicht jetzt so auf, ich will jetzt geteilt werden. Ich teile nur lustige Dinge. Regel und Tageline. Hey, Mademoiselle, du bist am Ausbluten regelrecht. Weil, wie würdest du die da interpretieren? Also, er macht's bestimmt gleich. Naja, Regel, er meint halt Regel wegen Tage und Regelrecht heißt ja so, aber ist es von der grammatikalischen Satzstellung falsch? Wenn ich meine, ich lasse dich ausbluten, Regelrecht. Ja, man sagt es ja auch nicht so. Naja, er meint, dass man bei den Tagen ja Blut verliert und die Regel ist ja, ja, genau. Ja, ja, aber dann hätte er es anders formulieren müssen und es ist halt also, es macht aber so out. Weil dieses Recht macht ja da keinen Sinn. Du blutest, Regel. Ja, aber wie du kannst das bei ihm nicht so... Ja, klar, Recht macht keinen Sinn, das ist zweckig. Ja, eben. Weil er auf das ist ja das, was ich meine. So. Aber das du kannst das bei ihm nicht so überbewerten, so er macht das erst seit 13 Jahren. Ja, gut, das stimmt, Digga. Da hast du nochmal Welpenschutz hier, ja? Also das ist das, ich meine, dieses Recht macht da keinen Sinn. So, ich lass dich bluten wie die Regel, würde Sinn machen. So, wäre wack, aber würde Sinn machen. Ja, aber so, ich lass dich bluten regelrecht, ist halt einfach nur gezweckt. So, und er versteht das aber auch nicht so, weißt du, weil er ist interessant wie ein Blumenstrauß. Das darf man nicht vergessen. Ihr verblutet regelrecht? Und wie krass kann man denn... Ein Zweck reinsetzen. Du verblutest regelrecht. Hä? Kann man eigentlich dein Gesicht für Memes verwenden? Ihr könnt alles von mir verwenden und Memes machen. Ich habe sogar vorhin erst eins in meiner Story gepostet. Er verlinkt mich. Wie verblutet denn jemand, der nicht nach den Regeln verblutet? So? Gibt's da so Grundsätze oder was, die man da haben muss? Ja, also diese Line triggert mich gerade wirklich. Er sagt selber, dass er talentiert ist und bringt dann so eine Line. Ja. Wegen Regel meint er. Regelrecht. Aber warum sagt man denn regelrecht so? Ja, Regeltage, aber dann sagt man ja auch nicht regelrecht. Du bist am Ausbluten, Regel. Oder Ausbluten, wie während du die Regel hast oder whatever. Man sagt doch nicht regelrecht. Ich gehe doch nicht zu meiner Freundin und sage, oh Digga, du blutest aber hier regelrecht, wa? Hehe, lol. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie er das verteidigt. So, American Pie ist ein plumper Diss-Track, das gebe ich zu. Der geht einfach nur in die Fresse. Ja, sagt jetzt aber auch gar nicht. Das heißt, er stellt nur mich hin, dass ich dumm bin, aber er erzählt auch nicht, warum die Line jetzt gut war. Wieso wohl? Oh nein, Marvin California, ey, oh Gott. Geil, dass du hier bist, Digga. Freut mich. Aber er hat die Lines nicht mehr verstanden und er kommt mit Argumenten. Ja, und hier, der reimt ja KuchenTV auf YouTube-Account, das hat Twizzy schon mal gereimt und... Ja, und Tim Held auf Himself haben wir auch schon mal gereimt, so. Ja, deswegen, und Tim Held und Himself, das... Also, was ist das denn? Also, ich meine, also der Diss-Track... Ja, gebeitet. Ja, es ist halt gebeitet, so offensichtlich. Du musst dich damit befasst haben. So, du hast es doch hundertprozentig mitbekommen. Du kannst mir nicht sagen, dass du es nicht mitgekriegt hast. Wenn es irgendwer x-beliebiges gerappt hätte, scheißegal, aber du kannst doch nicht von dem biten, den du dissen willst. Sorry, dass ich es laut werde, Digga. Es ist so dumm. So, du bitest einfach von den Leuten, die du disst. Wen willst du verarschen? So, bezahl dann wenigstens für die Texte. Lines Lines genommen, die ich schon gerappt habe. Tim Held auf Himself und KuchenTV auf YouTube-Account. Hat Twizzy, glaube ich, gebracht. Das sind zwar noch 500.000 andere Reime, aber ja. Was? Digga, es macht doch keinen Unterschied. Du hast diese. Ja, weißt du, was er noch gebracht hat? Ein Reim auf Tim Held. Mal gucken, ob du drauf kommst. Einfach mal, brauch einfach mal. Ja, jetzt den Tim Held. Also, du kennst den Track ja, ne? Scheiße. Hinstellt. Ja. Trinkgeld. Was? Hat er doch irgendwas? Ja.
Ah, du kennst den Track, oder? Von ihm, ja, ja, klar, ja, aber ich weiß nicht auswendig. Aber hinstellt hat er gemacht. Tim Held hat er gemacht. Ja, genau, Tim Held halt, ja, ne? Ja. So, krass, Digga. Ich war mal Fußballer, also ich war ja im Tor. Weißt du, wie oft ich Tim Held den Ball gehört habe? Weißt du, du sagst halt, du bist ein krasser Lyriker und schreibst ultrakranke Texte und dann kommt, hey, Tim Held, was von Tim Held oder irgendwie so. Digga, das ist wack. Es ist nachvollziehbar wack. So, das habe ich schon tausendmal gehört von Leuten, die nicht mal Rap machen. Du bist auf der Ebene von einem, der keine Rap-Texte schreibt. Herzlichen Glückwunsch, Blazen, wenn das dein Anspruch war nach 13 Jahren. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Was soll das denn? Er machte sich also lustig, reagierte darauf und der Track blieb stehen und er störte niemanden online, wie er war. Ich habe ihn aber irgendwann dann selbst rausgenommen, weil ich selbst erkannt habe, ja, das war nix. So, ich habe dann auch im Nachhinein nochmal Zeilen geändert und den Track dann... Ja, Kern, wenn du jetzt schon dabei bist, dich ein bisschen selbst zu reflektieren, wie wär's denn mit den anderen Songs, die du in den letzten 13 Jahren gemacht hast, so als kleiner Tipp. Neu hochgeladen auf Spotify mit anderen Zeilen, wo ich die Zeile rausgenommen habe und etc., aber ist nicht der Rede wert. Macht er das wirklich schon seit 13 Jahren? Ja. So, und jetzt wird's interessant. Wie kommt es also nun dazu, dass mein neuer Song No Name nach bereits 20 Minuten gesperrt wird? Ah, Leute, das Argument die ganze Zeit aufgehoben hier. Also der Diss-Track an sich ist mir scheißegal, aber ich finde es halt mega lächerlich, dass er irgendwelche Sachen von mir benutzt. Das Video wurde sogar entfernt, lol. Um 21 Uhr kam er raus. Ich hatte nicht mal den Titel KuchenTV im Titel stehen. Ach so, ja, und dann. Trotzdem hat er schon 12 Minuten nach dem Song einen Kommentar geschrieben gehabt, obwohl der Song 6 Minuten 40 geht, plus die 2 Minuten Premiere-Zeit. Also bis um 21.08 Uhr müsste der Song gelaufen sein. Und um 21 Digga, ich habe sogar vorher gesagt, das hast du sogar eingeblendet, dass ich mir den Song nicht angehört habe. Warum sollte der Song bis 21.08 Uhr gelaufen sein, wenn du vorher einblendest, dass ich ihn nicht mal gehört habe? Du hast doch selber abgespielt, jo, ich hab mir den Anfang angehört und hab's Twizzy geschickt. Na gut, das finde ich jetzt wahrscheinlich nicht, aber ihr wisst das ja wahrscheinlich noch, man sieht's ja auch in dem Video. Ganz kurz, um mal auf den Chat einzugehen. Ja, er nimmt die Melodie von Detektiv Conan im Hintergrund, hat noch nie einen YouTuber gemacht. Noch kenn ich auch keinen, Digga. Na, Mimi ist ja gesperrt, jetzt kann ja der Neue sein, so, ne, alles gut. 20.12 Uhr war schon sein Kommentar da. So, um 21.12 Uhr hat er das Video gestrikt. Um 21.25 Uhr hat er gesagt, wenn du die Videos von Lukas Manfred nicht freigibst, dann werde ich das Video striken lassen. Das hat zwar gar nichts mit uns zu tun, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Ja, das auch dazu. So, ich meine, guck mal, das Ding ist doch, ich meine, er wirft mir ja vor, dass ich nicht mit Kritik umgehen kann. Aber wenn ich dir einen Handel, sage ich mal, anbiete, dass du deine Strikes zurücknimmst zu Lukas und ich dann meine auch zurücknehme, dann würde mir das ja gar nichts bringen, weil dann ist der Diss-Track ja da. Dann müsste ich ja leer mit dem Diss-Track zu leben, sage ich mal. Dann wäre es doch klüger, den einfach zu sperren und gar nichts dazu zu sagen. Ich meine, du hättest ja auch eine Woche gar nichts hochladen können zum Beispiel. Und wenn du jetzt dieses Video rausgebracht hättest, hättest du es wieder gestrikt. Dann wäre es ein zweiter Strike gewesen, dein Kanal wäre fast weg. Und dann interessiert sich sowieso keiner mehr für dich. Also das, was du sagst, macht gar keinen Sinn, weil du hattest ja immer die Möglichkeit, den Diss-Track zurückzuholen. Und dann ist er ja da. Wie soll ich mich so der Kritik entziehen, Digga? Ey, es triggert einen wirklich, diese Dummheit triggert mich wirklich des Todes. So, das heißt, er hat das Video schon gestrikt, bevor er die Ansage gemacht hat, dass ich das rausnehmen soll. Nein, ich habe das vorher schon gemacht. Also der Typ war so hart getriggert davon und wisst ihr, warum er getriggert war? Dazu kommen wir jetzt. Denn es war kein American Pie Song. Es ist ein Song mit Substanz. Das triggert mich wirklich, Digga. Das triggert mich wirklich, Real Talk. Weil der Typ... Glaubt? Ja. Also, so, das Ding ist, ich kann hier jetzt auch eine Stunde mit euch über diesen Punkt diskutieren. Er wird es nicht einsehen. Ich habe auch überlegt, mit Blazen Daniel mal zu fragen, ob der einen Kaffee und Kuchen mit mir drehen würde. Weiß ich, würde gerne, guck mich mal an, ich würde ihn gerne so nehmen und ihn so ins Gesicht schreien, wie dumm der ist. Wirklich, es triggert mich. Ja, du hast recht, Digga, du triggerst mich des Todes, aber nicht mit dem, was du bringst, sondern mit deinen ganzen Aktionen. Ich verstehe es halt wirklich nicht, warum er nicht der neue Drachenlord ist. Jetzt mal no joke, das ist doch genau das, worauf die Drachenhater stehen. Da ist so ein Typ, der nicht wirklich intelligent ist, der mega narzisstisch ist, der aber nichts drauf hat. Du hast echt, Real Talk, du hast echt Glück, dass du noch nicht an solche Leute geraten bist. Ja, American Pie hatte keinerlei Substanz und ging einfach nur in die Fresse, während No Name eher genau das Gegenteil von Substanzlosigkeit ist, was der Kuchen wohl auch schon nach ca. 12 Takten gemerkt hat. Und da ich nicht Alias oder was? Gestern, bevor ich mein Video rausbringen wollte, nochmal in Kuchen TV Stories geguckt habe, habe ich da eine bessere Vorlage für die Doppelmoral von ihm gibt es gar nicht, denn er hat Folgendes gesprochen in dieser Story, indem er sich über einen Sachfall geäußert hat mit irgendeinem Drachenhater und zu dem er Folgendes sagte. Wie krank kann man sich denn mit einem Menschen befassen, den man halt gar nicht leiden kann? Du hast psychopathische Züge. Wie krank kann man eigentlich sein, sich mit einer Person zu beschäftigen, die man gar nicht leiden kann? Digga, es kommt doch drauf an, wie viel. Digga, es gibt Drachenhater, die wissen mehr von meinem Leben als ich. No joke. Und was mache ich jetzt mal Real Talk?
Wir reagieren auf die schlechtesten Blazing Daniel Lines, weil sie einfach fucking unterhaltend sind. Sie sind einfach fucking, weil die echt gut gemacht sind und weil du dir in jeder Folge selbst widersprichst, wenn du drauf reagierst. Sonst mache ich gar nichts mit dir, außer dass ich jetzt wieder auf so ein Video hier reagiere. Ey, es ist, ich weiß nicht, was ich dazu noch großartig sagen soll. Er dreht sich alles so, wie er das braucht, wie er das benutzen kann. Habt ihr? Ja, das wird jetzt lustig sein, wahrscheinlich, weil er das Gleiche macht oder so. Keine Ahnung, was er damit sagen möchte. Du hast mehr von mir auf der Festplatte als ich, ne? Nur mal so nebenbei. Habt ihr? Hey, am 7.3. habe ich Geburtstag. Krank, Digga. Checkt ihr? Geburtstagsleistung bei mir. Wie kann man so krank sein und sich mit einer Person beschäftigen, die man gar nicht leiden kann? Junge, und das hat ihn wahrscheinlich so hart getroffen, denn er weiß, ich habe ihn komplett hops genommen in diesem Intro. Er widerspricht sich komplett. Aber komplett, ja, ja. Komplett deswegen, hops genommen. Ja, selbst wenn er jetzt, selbst wenn ich da jetzt Doppelmoral hätte. Also jetzt noch Retalk, wen würde das jucken? So, selbst wenn man jetzt sagt, okay, aber die Drachenhater finden das ja auch lustig so. Okay, gut, dann ist das jetzt Doppelmoral. Ja, so, weiß ich nicht. Ist meine YouTube-Karriere vorbei? Denkst du, irgendjemanden auf dieser Welt interessiert das? Es ist scheißegal, Digga, es interessiert niemanden. Mein Leben läuft genauso weiter wie vorher. Ja, wenn ich mich, stell dir vor, ich habe so einen Auftritt, da sind so meine ganzen Zuschauer im Stadion und ich sag, Leute, ich habe mich selbst widersprochen. Ich habe bei den Drachenhädern gesagt, die machen sich lächerlich über mich, aber ich mache das bei Blazing Daniel auch so. Denkst du, die gehen dann und sagen, buh, und werfen so Flaschen auf mich? Die stehen da und denken sich so, hey, Digga, was will der jetzt, Alter? Bring live LaVou-Fails oder verpiss dich. Ich bewundere das auf jeden Fall ein bisschen, wie man sich seine eigene Welt so konstruieren kann und daran wirklich anscheinend glaubt, das ist geil. Ja, er lebt das, ne? Ich feier das aber, krank, ne? Ich bin von dieser Person so dieses, also nicht ihm jetzt zu sagen. Ich hab ja schon einige Drogen genommen, so. Ich hab's noch nie geschafft, wirklich so in meiner eigenen Welt zu sein, Mann. Denn er beschäftigt sich seit Januar nur noch mit mir. Ich bin sein Stream-Content. Er hat jedes Mal 40... Was heißt denn nur noch auf dir? Digga, ich hab die Streams leider nicht, weil ich die lösche, weil ich nicht auf Twitch gesperrt werden will. Aber ich habe in den letzten 3 Monaten auf 4 Videos reagiert und das waren alle die schlechtesten Blazing Daniel Lines. Plus die Reactions darauf von dir, was 2 waren. Also irgendwie 6 Videos am Ende oder 7 oder so. Ich reacte jeden Tag 2 Stunden lang. Ich glaube, im Durchschnitt gucken wir so 4 oder 5 Videos. Jetzt kannst du dir ja hochrechnen. Mal 30 sind so 150 Videos und davon waren 7 über dich. Ich habe nichts anderes mehr gemacht. Gar nichts. Marvin, ich komme schon noch, nur ich muss mal ein bisschen zuhören, was er dazu sagt. Ich bin ja noch gar nicht angegriffen worden. Er wird auch noch angegriffen. Cash überlasse ich dem Kuchen, das fällt gerade. Minuten über mich geredet in seinem Stream. Der Typ ist komplett besessen von mir. Und dazu gemerkt, KuchenTV nimmt immer Ausschnitte aus anderen Videos, auf dessen Inhalte er sich bezieht, blendet die ein und spricht dann darüber. So wie ich. Ich habe ihn eingebaut und habe dann meinen Rap-Part in lyrischer Form gebracht und was gegen ihn gesagt. Meine Meinung. Also ich vertrete 1 Jahr, nachdem er sein Video gemacht hat, mit dem er so viel Geld verdient. Ja, Manji, hau die gerne in den Chat rein. Und er lässt es sperren? Digga, kannst du dir nicht ausdenken. Also immer wieder nur noch mal sagen, und er lässt es sperren, weil du andere Videos auch von Leuten sperren lässt. Punkt. Oh, Digga, Mr. Double MC Maker da. Es ist also okay, doppelmoralisch zu sein, wenn es keinen juckt. Nein, Digga, aber ich lasse doch kein Video sperren, weil jemand mir Doppelmoral vorwirft, weil ich mich über jemanden lustig mache, wenn ich den Drachenhatern vorwerfe, das Gleiche zu tun. Digga, das ist so redundant. Das Video geht 17 Minuten und er erwähnt immer noch diesen Punkt. Ja, ne, es ist echt, es ist ein Punkt, den er bisher gebracht hat, so mehr nicht. So. Nimmt man Ausschnitte von ihm und baut die in seinen Song ein, um seine Doppelmoral aufzuweisen und den Kontext auch zu zeigen, ja, um was geht's hier eigentlich? Das gefällt dem Typen so gar nicht, denn dann muss der natürlich agieren. Also nee, ich wollte mich jetzt eigentlich lustig machen mit Trizzy, aber irgendwie, ja, nee, ist doch nicht so lustig geworden. Ich muss das jetzt sperren lassen. Hast du den Track runtergeladen? Nö, ich hab den mir nicht mal angehört. Also ich hab nur reingehört, hab's Twizzy geschickt bei uns, weil ich dachte... Guck mal, da hat er es sogar eingeblendet. Vorher sagst du noch, ja, es muss ja bis 21 Uhr auch gelaufen sein, weil so lange ging der Song. Und hier blendest du ein, dass ich hier nicht gehört habe. Fällt dir das selber nicht auf? Ja, wir machen, du sagst doch, dass du nur kurz reingehört hast und mir den geschickt hast. Ja. Ja, Mimimi kam dann nämlich von. Da, was hat denn der Trizzy gesagt? Wie war denn die Reihe? Du im Hintergrund die Melodie. Können so Trizzy. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Guter Greenscreen. Warte, waren das nicht deine Worte? So, okay, du hast ausgeteilt. Ich habe eingesteckt. Jetzt habe ich ausgeteilt und du steckst nicht ein. Digga, ich vernichte dich im Rap. Digga, warte ab. Warte ab, Digga. Kommt noch was. Wenn man in den Stimmbruch kommt. Warte ab, Digga! Oh, Junge! Was da kommt! Komm! Also, das gefiel ihm. Ja, vor allem, weil das Geile ist, ich zeig das jetzt mal hier direkt, Digga. Spotify hat nämlich heute ein Album rausgebracht. Ich weiß nicht, welcher Deng das war, der so scheiße geflowt war. Einer der ersten. Wir haben nicht so viel gehört. Einer der letzten, Alter. Nee, war es linke Bad Sydney? Nee, aufstehen? Nee. Aufstehen? Hier die Gelegenheit, um an der Brust, was ihm als Knossi dann auch diesen Was ist das hier? Kuchen um mir, denke Bad Sydney. Leute. Wir sind auf Crystal Meth, wie Fetter schlägt bei ihnen der Blitz ein. Wir sind nicht in den Sitzen deiner Fans, können auch nicht.
Jo, Freunde der. Es gibt immer zwei Geschichten. Wenn das ist so scheiße gesungen, hört ich das mal. Freut euch, dass du liest, denn ich war down. Nee, so weit haben wir nicht gehört. Und das sind Bitch keine Gewinner. Das war irgendwo hier vorne. Talks, doch nenn es nicht Kuchen. Auslebt er nicht, wenn euer Speit wie Drachenblazen ist am Scheinen. Und der. Also, wir gehen einfach mal hier rüber, dann seht ihr das wenigstens. Hab ich an den Fingern Blut. Der ein weiter drunter. Immer du gehst unter wie das Römische Reich. Nur miese Lines, das bringt die Lüfte. Irgendwo hat er so einen richtig wacken Double-Time. Das war einer der ersten Songs auf jeden Fall. No Name kannten wir schon. Nicht relevant, deshalb bist im Internet. Das müsste aufstehen gewesen sein. Zwei, das hat ich mir wie ein scheißes Bild, was ich auslebt, der nicht. Hä? Der war es nicht. Seid ich bereit? Hey, fahren wir. Riesenshow wie naiv, denn ich glaub du seist nicht so ein Haufen Scheiße wie dein Kumpel, der mich in meiner Trauzeit bekriegt. Ich war down in einem Tief, du widerliches Dreckstück, wie weit und verbunden wo ist so ein Typ, der sich nur und setzt sich zu Kuchen, um mir dann zu schaden. Kaum kam dieses Video raus, hat mich dieser Schwanz verraten. Andere sagten schon zu. Naja, irgendwo auf jeden Fall der übelst Wacken Double Time gemacht. Ich finde das jetzt gerade nicht. Ja, aber wir dürfen seinen Namen nicht in den Mund nehmen wie Gabeln. Zitat. Das ist doch kein Double Time. Nein, wie ich gerade gesagt habe, finde ich die Stelle gerade nicht, Bruder. Das habe ich vor 3 Sekunden gesagt. In KuchenTV so gar nicht, denn mit Doppelmoral bloßgestellt zu werden, das ist ja was er ja die ganze Zeit macht. Digga, lass dich untersuchen. Jetzt war Real Talk, Alter. Was war das gerade? Können wir so angucken? Gar nicht, denn mit Doppelmoral bloßgestellt zu werden, das ist. Was denn? Dafür. Dass er es erst 13 Jahre gemacht hat. Das ist dope. Das ist so eine geile Punchline, ne? Einfach so, so keinerlei Plan, was soll ich gegen dich eigentlich sagen? Ah nee, dich bewerte ich nicht so hart, du machst das ja gerade mal seit 13 Jahren. Ist ja was er ja die ganze Zeit macht! Digga, es ist so krank, ey. Das ist ja was er die ganze Zeit macht! Junge, was eine Flachpfeife! Okay. Aber kommen wir nun endlich nach 10, keine Ahnung, wie lange es jetzt schon geht, kommen wir jetzt endlich zu seinem Kommentar, was er zuerst um 21.12 Uhr unter meinem Video No Name kommentiert hat. Ja, obwohl nur kurz Props an ihn, auch mal, man muss auch mal was Positives sagen, also diese Detektivarbeit grandios, dass er wirklich die Zeitangaben immer hat und den Screenshot genau richtig gesetzt hat und so krass. Und das hat auch nur 18 Minuten jetzt gedauert, ne? Und dafür war es halt ein Punkt bisher. Den Song ja gar nicht gehört hat. Was mich stört, du heulst rum, wenn du einen Striker siehst, strikest aber selber die schlechtesten Blazin' Daniel Lines. Zweitens, du beleidigst Zuschauer, weil sie dir die Spotify-Daten nicht geben, damit du deine eigenen Songs streamen kannst. Drittens, du kaufst Klicks. Und Likes. So, und dazu werde ich mich jetzt ganz einfach mal äußern. Aber das Geile ist halt, das muss ich euch zeigen, Digga, das ist wirklich, also das ist auch anders krank, Alter, weil Blazin' Daniel ist tatsächlich, no joke, der erfolgreichste YouTuber, den wir auf der Welt haben, meine Freunde. Und zwar, ich hoffe, dass das der Kanal überhaupt ist. Ja, schaut mal hier. Er hat es nämlich wirklich geschafft. Guck mal, monatliche Subs. Er hat hier 7.400 Subs gemacht, ja, siehst du. Und in dem Monat hat er gerade mal 6.000 Klicks gemacht. Leute haben ihn wirklich abonniert und haben nicht ein Video von ihm gesehen. Die sind auf den Kanal gekommen und haben gedacht, boah, Digga, der Typ ist krank, den abonniere ich jetzt. Er hat sich hier halt einfach 7.000 Abonnenten gekauft. Bruder, kannst du meine Karriere nicht auch mal übernehmen, Alter? Das läuft ja. Boah, ich würde doch mal gucken, Alter. So, das muss man sich wirklich mal überlegen. So, vor allem das Ding ist, hier hat er, glaube ich, einfach Videos online gestellt, nehme ich mal an. Vor allem, das Ding ist, es bringt ihm halt faktisch gesehen auch gar nichts. So, er hatte halt vorher 15.000 Abonnenten oder 17.000 und jetzt hat er halt 24.000. So, ja, aber das sind 7.000 Leute, die keine, die gucken ja kein Video. Das macht deinen Kanal kaputt, das weißt du, ne? Das ist negativ, sich Abonnenten zu kaufen. David sagt, wir sollen aufhören, weil er kann ihn nicht leiden sehen. Bruder, da müssen wir gemeinsam durch, ja? Wir schaffen das. Ja, auf jeden Fall krank, wie gesagt. 7.400 Subs bei 6.300 Klicks, Digga. Habe ich noch nicht geschafft bisher. Musst du mir ein paar Tipps geben, die ich mir da abholen kann, auf jeden Fall. Punkt 1. Du heulst rum, wenn du einen Striker siehst, strikest aber selber die schlechtesten Blazin' Daniel Lines. Dazu sagt KuchenTV Folgendes in seinem Stream. Ja, also wie gesagt, das Ding ist, an sich habe ich damit überhaupt kein Problem. Digga, ja, ich habe sie striken lassen, aber ich habe doch meinen Grund jetzt schon 10 Mal gesagt. Checkst du es nicht? So, dass er den Diss-Track gemacht hat, das ist kein Ding. Ich persönlich finde aber, dass wenn du Inhalte von anderen benutzt, dann solltest du auch anderen zulassen, deine Inhalte. Der, er checkt das halt nicht, ne? Er checkt diesen Punkt halt wirklich nicht. Digga, du hast Lukas Manfred sperren lassen und deswegen habe ich dich gesperrt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. So, da brauchst du gar nicht das Video oder sonst irgendwas einblenden, weil ich erlaube dir ja, meine Inhalte zu nutzen. Das kannst du ja machen. Solange du ebenfalls keine anderen Videos sperrst, darfst du meine Inhalte nutzen. Sobald du anfängst, Kritikvideos gegen dich zu sperren, sperre ich deine Videos auch wieder. Ganz einfach. Entweder du teilst aus und kannst einstecken oder halt nicht. Ja, Digga, es ist halt, Inhalte zu benutzen. Ne?
Und das macht ein Blazin Daniel halt lustig. Ja, und ich meine, gut, du sagst, es ist gut geschnitten, Digga. Es kam so wack nach oben, alter, ja. Hals. Was hat der denn gestrikt? Hier diese, die schlechtesten. Guck, wie schlecht das aussieht, Mann. Das ist doch nicht so gut. Guck, was ist das, Digga? Junge, was ist das für eine Fahrt? Beruhig dich, komm runter, Bruder. Digga, wo soll das denn besser sein? Das halt wack, lässt halt andere quasi nicht deinen Content benutzen. Aber benutzt den von anderen. Ja, er checkt so, das halt nicht. Wirklich, meine, er checkt das halt nicht. So, entweder du lässt die Kritik von anderen Leuten zu oder du benutzt auch keine Inhalte, die andere bringen. So, und das ist halt so meine Meinung auf jeden Fall dazu. Und ja, deswegen habe ich halt gesagt, ja, Digga, da bin ich halt dann einfach raus, ne? So ganz einfach. Also da habe ich dann auch kein Problem mit, das striken zu lassen. Ich finde es halt einfach peinlich. Er checkt halt nicht. Er checkt meinen Punkt halt einfach nicht so. Da kommen wir jetzt zu. Okay, fangen wir mit Lukas Manfred an. Ein Account, der erstellt wurde, um sich gezielt lustig zu machen über meine Lines. Oder? Das wiederholt sich doch jetzt noch zweimal. Guck du kurz allein, ich gehe kurz auf die Toilette. Alles schön und gut. Ich saß eines Tages da in meinem Stream und jemand hat mir davon erzählt und ich war so, oha, krass, nice. Das muss ich mir angucken, was ich dann auch gemacht habe. Und ich fand es selbst witzig, dass sich jemand die Mühe... Digga, einen Scheiß fandest du witzig, Alter. Digga, guck mal, das ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Er hat zum Beispiel in dem einen Reaction, ich glaube, das war sogar nach der ersten, war am Ende richtig angepisst und hat gesagt, ja, recherchier erstmal richtig hier, ne, mach erstmal, hau hier erstmal, befass dich erstmal mit den Lines, mal gucken, ob ich das finde. In der zweiten Reaction hat er sich dann damit befasst, dass du gesagt, ja, ist ja schon ein Fanboy hier auf jeden Fall, ne, Bro, du hast das nicht lustig oder sonst irgendwas genommen, sondern du warst hart getriggert davon und du kannst mir erzählen, was du möchtest. Ich lege die Hand von Twizzy dafür ins Feuer, meine nicht, das ist mir zu gefährlich, ich lege Twizzys Hand dafür ins Feuer, dass er die gesperrt hat, weil er nach 2 oder 3 Reactions gemerkt hat, dass alles, was er sagt, gegen ihn verwendet wird und er jedes Mal härter gefickt wird. Ich meine, der beste Punkt war doch zum Beispiel, er hat mal irgendwie eine Line gebracht, ja, dann esse ich dich auf wie Döner, Punkt. Das ist ja schon mal mies gezweckt, so, weil niemand sagt Punkt am Ende eines Satzes, so schon, das ist halt mega wack und essen wie Döner ist halt auch einfach, ich esse dich wie, da kannst du ja alles einfügen halt. Ist halt offensichtlich ein Zweckreim. Und dann hat er in seiner Reaction gesagt, ja gut, also ich esse gerne Döner, deswegen ist das keine einfache Essen-wie-Line, ne, sondern die ist auf mich bezogen. So, und dann kam in der nächsten Folge, ja, ich esse dich auf wie, keine Ahnung, Nudeln oder so. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber ich wurde mit der Line gedisst, das darf man nicht vergessen. So, und dann in der nächsten Folge, ich esse dich auf wie Mangos. Und dann, weiß ich nicht, gab es, glaube ich, noch 1, 2 Lines. So, Blazin hat einfach gemerkt, dass immer mehr seine eigene Welt zusammenbricht, wenn du die Lines von ihm selber gegen ihn stellst, vor allem mit dem, was er über andere Rapper sagt. Also, er sagt zu Maestro, ja, lern erstmal hier Texte schreiben oder so. Digga, du kannst es doch selber überhaupt nicht. Du kannst es halt selber gar kein Stück. Er hat auch schon in 5 Tracks oder 3 Tracks gebracht, da glaube ich nicht dran, wie ein Atheist. Er recycelt seine eigenen Lines. Und in der ersten Folge von den schlechtesten Lines hat er auch gesagt, oh, über mich eine schlechte Line finden, das wird schwierig. Digga, du machst seit 13 Jahren Tracks. Also selbst ein Kollege wird in seiner Vergangenheit Lines oder Tracks gebracht haben, wo er heute selber sagt, dass die scheiße sind. Aber unser über alles erhabener Blazin Daniel macht seit 13 Jahren natürlich nur Top-Hits, wo keine einzige Line irgendwie mal schlecht oder vielleicht mal eine. So. Mühe macht aus meinen Lines, dieses Abgekupfer. Es triggert, wirklich. Das ist halt das, was mich triggert. Diese dämliche Arroganz von ihm. Er checkte, wenn er wenigstens checken würde, dass er scheiße wäre und er würde das so als Image machen, so, dann wäre es cool, dann wäre es lustig. Aber der ist wirklich Real Talk von sich überzeugt. Und nachher, wenn wir zu den privaten Infos kommen, wo du über Timo und Wulli abgelogen hast und sie mir das Richtige geschrieben haben, Digga, mach dich drauf gefasst. Das Format zu machen und mir widmet. Ich habe sagen willst und sagst, anders wild, weiter geht's. Ich habe Kanal hochgeladen und alles war sportlich. Jedoch fing Kuchen-TV dann an besagtem Tag an, diese Videos in seinen Stories zu teilen. Uns zu pushen und die Aufmerksamkeit zu geben. Jo Leute, irgendwer, Lukas Manfred, wenn du das siehst, der hat einfach die schlechtesten Blazin Daniel Lines hochgeladen, schon 2 Parts. Digga, ich feier das so unnormal krank, Digga, das ist so gut, Digga, swiped auf jeden Fall in der nächsten Story. Also jetzt nach oben quasi. Digga, es ist so geil, Digga. Guckt euch das auf jeden Fall an. Digga, wenn du das siehst, also Lukas Manfred, bitte, Digga, erstellt täglich Folgen davon, Alter. Ich krieg nicht genug, Digga. Ich bezahle dich von mir aus auch. Swipet hoch und gönnt euch das. Mit dem würde ich gerne mal ein Trinken gehen, Alter. Ja, Mann. Du musst hier Folgendes wissen. Wir laden dich ein, Bruder. Ja, nach vorne. Bei uns herrscht ja sowas wie Waffenstillstand, so wie Frieden. Nein, herrschte nicht, Digga. Er interpretiert irgendwas in ein Kackgespräch rein und freut mich dafür. Vor allem seine Aussage ist jetzt also, dass es okay war, dass er diese Videos gemacht hat, bis ich ihn gepusht habe.
Also, du hast jetzt Lukas Manfred quasi dafür bestraft, dass ich ihn gepusht habe. Das hat er mir auch gesagt. Er meinte so, ja, der versucht jetzt nur den kleinen Kanal größer als meinen zu machen und bla bla. Ja, aber selbst wenn so, ne? Es ist doch scheißegal. So, also darf man quasi Videos über dich machen? Aber wenn ich anfange, die zu pushen oder zu teilen, dann ist es okay, wenn du die striken lässt oder was? Also, was ist das denn für ein Grund? Lukas Manfred kann doch nichts dafür, dass ich auf diese Videos gekommen bin. Übrigens durch einen Kollegen. Und ich ihn dann halt gepusht habe, weil ich die Videos gut finde. Also was ist das denn für ein behinderter Punkt, Alter? Wir haben uns ja am 25.03. ausgesprochen. Da war ja alles gut, alles in Ordnung. Ja gut, also ich bin auf jeden Fall durch. Alles Gute. Ich bin dann auch soweit einfach raus. Und dann wünsche ich auch alles Gute und du hast gar keinen Bock mehr. Und schönen Abend und wir sehen uns. Digga, ich habe nie gesagt, dass ich nichts mehr mache. Ich habe nur gesagt, dass das Gespräch durch ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Und dann habe ich auch noch durch seine Freunde, mit denen ich damals so befreundet war, mit dem Timo und dem Woli. Und die haben mir gesagt, ja, der will auch nicht mehr auf dich reagieren, der will dir keine Aufmerksamkeit mehr geben, keine... Digga, das sagen dir andere Leute über mich. Frag mich doch selber. Ach, geht ja gar nicht, hast mich hier überall blockiert. Digga, ich komme auf diesen Typen nicht klar. Woli und Timo erzählen dir irgendwas über mich und du wirfst mir das jetzt vor. Das hab ich nie gesagt. Ich krieg so einen Hass auf diesen Typen. Schütteln. Umgeben. Und deswegen kannst du auch keine Credits in dem Video oder was du uns... Ja, und Woli hat's auch nie gesagt. Der ist sogar hier. Der hat das nie gesagt, Digga. Er hat das nie behauptet. Mann. Du uns gedreht hast, drehen. Aber dazu kommen wir noch ein andermal, keine Sorge. Außer ja, vor allem zum Beispiel auch das mit dem, dass man ihm keine Props unter dem Video geben sollte. Ja, das habe ich gesagt. Ich habe ein paar Wochen oder Monat vorher, da von mir waren es auch 2, 3, keine Ahnung, habe ich das Video über Blazin' Daniel gemacht. Digga, ich kann ihn doch nicht in dem Video komplett hops nehmen und dann kann bei Tim und Timothy in der Beschreibung stehen ja Video von Blazin' Daniel. Wie kommt das denn rüber? Ich meine, ich hatte mit ihm ja nichts zu tun, das war ein Track von Tim und ihm, aber trotzdem kann ich das für meine eigene Credibilität da nicht in der Beschreibung stehen haben. So, das, ach Digga, es triggert. Warum soll man wen pushen, den man nicht mag, einfach so? Ja, das kommt auch noch dazu. Warum soll ich dir meine Reichweite zur Verfügung stellen, Digga? Sollte man beachten, dass KuchenTV und seine Anhängerschaft nichts weiter wollen, als mir zu schaden und sich darüber zu belustigen, was... Nein, wir wollen dir nicht schaden, wir wollen dir helfen. Mein Traum wäre es, dass du Erfolg hast, weil ich weiß, dass dein einziger Weg zum Erfolg das Meme-Dasein ist. Ich feiere das. Digga, es gibt von Drachenlord so ein Video... Der hat mal so gesagt, dass er gearbeitet hat, ne? Und dann haben die halt geguckt, was er gesagt hat, und so einen Kalender gemacht. Und der hat halt 2 Monate lang frei oder war krankgeschrieben oder so. Und in einem Video hat er so gestartet, hat so gesagt, oh, ich habe noch meinen Arbeitspulli an, ups, und hat ihn so ausgezogen. Und das sind Videos, die will ich über dich sehen, Digga. Das sind die Videos, die will ich haben. Sorry, ich kenne die Videos nicht, deswegen feiere ich mich gerade überhaupt. Ich will, dass du Erfolg hast. Das ist mein größter Traum, weil ich dann so viel zu lachen hätte. Das meine ich ernst. Ich gönne dir die Goldplatten. Ich gönne dir die Villa. Digga, von mir aus kannst du Sex mit Gina haben, ist mir kackegal. Ich will einfach nur Memes haben, worüber ich lachen kann. Und du bietest das Potenzial. Nee. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr dieses Video seht. Pusht ihn, Digga. Macht ihm, gibt ihm Props, liked seine Videos, whatever. Digga, zieht durch. Ich glaube, diesen Fame will er aber nicht. Ich so treibe. Die wollen mich einfach nur am Boden sehen, obwohl ich einen absoluten... Nein, wir sagen es doch gerade. Ja. Bin in diesem Universum und die haben einfach Spaß daran und keine Ahnung, in welchem Universum man jemanden so ins Hirn geschossen hat, dass man daran Freude empfindet. Das also ab diesem Zeitpunkt. Er hat auch einfach sein. Da alles reingehauen, ne? Also seine Ausbildung und whatever. Für mich gefühlt wieder losging und KuchenTV einfach nicht aufgehört hat, habe ich. Digga, ich habe einfach nur die Folgen gepostet, weil ich die lustig fand und die sind ja auch super angekommen, wenn du das siehst. Kranke Bewertung. Gegen KuchenTV vorzugehen, da Lukas Manfred nichts mit ihm oder mir zu tun hatte. Diese Person hat diesen Account nur erstellt, um sich mit mir zu beschäftigen. Ich habe einen Kanal, in dem ich meine Inhalte seit 10 Jahren teile und über mein Leben rappe, unter denen auch Diss-Tracks sind, genauso gefühlvolle Songs, Arbeitsverlust, Depression, Diss-Tracks, Representer, arrogante Tracks, so wie es jeder gottverdammte Rapper auf dieser Welt tut. Aber bei mir tut ihr so, als wäre ich der unchristlichste Mensch, der... Digga, das tun wir überhaupt nicht so. Wir kennen deine Religion gar nicht. Warum denn überhaupt F? Ist irgendwas passiert oder wegen Gina? Ist das Stream noch online, ja, oder? Ja, Stream ist noch online, gut. Weil du gesagt hast, er kann Sex mit Dingen. Ach so, ja, ich weiß, man weiß nicht, ob er dann gesperrt wird oder so, keine Ahnung. Digga, es tut wirklich weh, Mann. Ich will's ja. Das Ding ist, nein, also andere Rapper haben auch schlechte Lines. Deswegen gibt es von Boss Exclusive zum Beispiel auch die schlechtesten Deutschrap-Lines. Das ist überhaupt kein Ding. Ja, Lukas Manfred hat halt welche über dich gemacht, weil bei dir halt fast alles scheiße ist. Man muss es ja wirklich so sagen, Digga. Ein paar Lines, okay, ein paar gute Reime, klar, komm, jeder findet mal ein paar. Wir brauchen neue Fronts jetzt hier, neue Fronts. Es ist wack, Digga. Du bist wack und deswegen macht man sich über dich lustig. Du checkst es nicht. Den Teufel.
darstellt. Ebenfalls ist in diesem Zusammenhang zu beachten, dass KuchenTV... Warum hat er das jetzt eingeblendet? Guck mal, er blendet das Foto ein und hinter im Hintergrund ist das gleiche Foto, man sieht's nicht. Weil er was zeigen ist das will, für dass ein er Schnitt? Besser schneiden kann als du. Das ist halt wack, Digga. Das ist so scheiße, Mann. Bereits ein 30-minütiges Video gegen mich... Was ist das, Digga? Boah, ich dreh noch eine Runde, Digga. Woo! Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Rückwärts. Macht hat am 13.3. hochgeladen, 2020. Wo zoomt das überhaupt hin? Was soll ich jetzt sehen? Es ist nichts im Fokus. Das Einzige, was man sieht, ist die Zeit und das ist nicht mehr in der Mitte. Ihr kennt es alle, der lächerlichste Keck im Internet nutzt alle meine Inhalte, Screenshots meiner Homepage, Fotos von mir, Fotos von meinen Models. Das, jetzt sagt er, mein Text. Was? Fotos von meinen Models. Nämlich nebenbei Steuerhinterzieher, wofür er gar keine Beweise hat, aber da kommt er auch noch gleich zu. Mit diesem Video fügt er mir enormen Schaden zu. Ich habe es wie ein Mann ein Jahr stehen lassen. Ich habe also keine Beweise für deine Steuerhinterziehung. Okay, ich habe jetzt nur die Aussage von dem Typen, das ist absolut richtig, das gebe ich auch zu. Hast du denn Beweise dafür, dass ich deinen Track habe sperren lassen, weil ich mit Kritik nicht klarkomme? Oder behauptest du das einfach? Würde mich mal interessieren. Voll und du heulst da, dich 20. Da hat er die Beleidigung weggecuttet. Aber das Bastard und so lässt er drin. Ja, alles klar, Bruder. Weil du gedisst wurdest und nicht in einem American Pie-Song, sondern in einem richtigen Real Talk-Diss-Song, in dem du nicht mal beleidigt wurdest. Du hast dich einfach nur an diesem Krümel, der von deinem Kuchen abfällt, sprichwortlich gesehen, festgeklammert, weil du einfach keine Argumente mehr hast. Also ich meine, also der Diss-Track... Hey, du sagst doch, also ging es jetzt um den American Pie-Diss-Track, du sagst doch selber, dass der gar keinen Inhalt hatte und dass du ihn gelöscht hast, weil der scheiße war. Und jetzt sagst du, ja, KuchenTV hat sich am einzigen Krümel festgehalten, den er noch hatte. Hä? Interessiert mich nicht. Why the fuck you lying? Ja, wie gesagt, er checkt es nicht, Digga. Es geht mir nicht um das, was du da gesagt hast, es geht mir nicht um den Diss-Track, es geht mir darum, dass du es auch gelöscht hast. Außer random dich auf Lukas Manfred zu beziehen, dessen Account nichts mit dir zu tun hat. Na und? Muss ich irgendwas mit ihm zu tun haben, um mich für ihn einzusetzen oder was? Junge Leute, Menschen, die Obdachlosen helfen, haben doch auch nichts mit diesen Obdachlosen zu tun und helfen denen. Digga, außerdem, wir feiern den ja. Was heißt nichts mit dem zu tun? Wir wollen mehr von seinem Content. Wir fühlen das, wir finden das lustig. Ja, wir finden das unterhalten. Natürlich unterstütze ich ihn dann, wenn ich so eine Möglichkeit habe. Junge, ich bin Fanboy von dir. Aber ja, als Meme. Digga, ich lutsch dir ein, wenn du Bock hast. Meme, ja. Geiler Typ, Mann. Ein Inhalt steht da. So sind die Fakten. Weil ich mich ein Jahr später gegen ihn zur Wehr setze, weil er wieder anfängt, gegen mich zu sticheln. Nicht nur zu sticheln, sondern er hetzt gegen mich im Internet. Ja. Er hetzt gegen mich, er betreibt Mobbing. Ihr müsst mal überlegen, es ging die ersten 17 Minuten darum, das halb sperren lassen. Jetzt hat er 2 Minuten was anderes gesagt. Jetzt geht es übrigens schon wieder um die Sperre. Kommt auch nochmal was anderes. Leute, ich weiß, wie denken, ich bin ein 30-jähriger Mann, der lässt sich von Mobbing sprechen. Der hat doch Diss-Tracks gemacht. Aber Leute, diese Reichweite ist doch nicht vergleichbar. Ob ich jetzt mit 3 Followern sage, jo, du bist ein Bastard, oder mit 1 Million sage, du bist ein Bastard. Und heult dann rum. Ich glaube, den Richter interessiert das am Ende nicht, weil Beleidigung ist einfach Beleidigung so. Ja, und du sagst das gerade wieder mal außerhalb der Musik nur nochmal. Wenn ich eine Instagram-Story von ihm in einen Song packe, um seine Doppelmoral aufzuweisen. Das ist der lächerlichste Keck Deutschlands und im Internet. Yo, Blazen Daniel, es gibt übrigens 2 Möglichkeiten. Entweder ich strike deinen Song. Ich kann auch gar nicht nachverfolgen, wann das gepostet wurde, lustigerweise. Aber Instagram bug bei mir sowieso. Ich habe auch voll auf, dass Stories erst nach dem Dings gepostet werden. Carlo, Clau, danke schön. Du gibst die schlechtesten Blazen Daniel Lines wieder. Ja, wieder hat nichts mit dem zu tun. Ja, Blazen checkt das halt einfach nicht. Wäre schön, wenn ihr ihn da schickt. Der mich hat er überall blockiert. Ich kann ihn nicht schreiben. Ist halt einfach lächerlich so. Andere Dissen und Videoinhalte nutzen, aber selber Leute sperren, wenn sie das Gleiche machen. Geht nicht, Digga. Faires Recht für alle. Du kannst entscheiden, die Videos wieder freigeben und er darf weiter die schlechtesten Blazen Daniel Lines machen. Oder ich strike dein Diss-Track. Digga, Strikes kann man zurücknehmen. Du kannst schon entscheiden, ob das Video gestrikt. Ja, ich hatte es gestrikt, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass du es so eh nicht machst, gebe ich zu. Hat sich auch bewahrheitet, du hast ja danach sogar erstmal rumgeheult, du hast es ja gar nicht sofort gemacht, sondern hast mit deinen Billigargumenten versucht, da rauszukommen, als du gemerkt hast, so, wir lassen nicht mit uns reden, also er hat auch mit Physiker gesprochen, dass deswegen, nachdem du das gemerkt hast, hast du dann halt gesagt, ja, okay, dann gebe ich die halt wieder frei. Also sei doch wenigstens ehrlich, Digga. Gucken die was auf dem Moral. Ein Video, das gegen ihn geht, sperren zu lassen, 2-mal, geht klar. Ja. Aber auf ein Video mit 820.000 Aufrufen, das gegen mich ist, zu reagieren in Rapform, das geht natürlich überhaupt nicht. Ja, da mach's vernünftig so. Dann sag auch. Magie, Digga. Das muss einfach episch kommen. Sie wollen mich auf Krampf scheitern sehen. Das muss einfach episch kommen. Doch Leidenschaft ist kein Digga, das ist nicht episch, sich mit einer Drohne zu filmen und dann irgendwas zu sagen.
Ja, da machst du halt. Wie gesagt, er redet jetzt seit drei. Zu der Sperre sage ich nichts mehr, Leute. Ich wiederhole mich einfach nur. Also, wenn mein Punkt nicht rübergekommen ist, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, Nico macht jetzt wieder einen unlustigen Witz und dann haben wir es abgeschlossen, würde ich sagen. Was für ein Heuchler bist du? Also, ja, ich habe diese Videos. Weil das Geile ist übrigens, in dem Track von Blazin' Danny, also den ersten Diss-Track über mich, hat er sich einfach selber als Hurensohn genannt. Denn er hat erst gerappt irgendwie, ja, ich bin der Vater von Noah und dann irgendwie drei Lines später, ja, dein, was hat er gesagt? Irgendwie halt, Hurensohn. Dein Vater sei dein Hurensohn, und so hat er dann irgendwie gesagt. Und er hat ja vorher gesagt, dass er der Vater ist. Also Props auf jeden Fall. Track, aber aus ganz anderen Gründen als denen, die gerade unter dem Video No Name diskutiert werden, beziehungsweise wurden, weil KuchenTV hat es ja gelöscht. Zum Beispiel dieser Kommentar hier. Gegen KuchenTV schießen, aber Videos sperren lassen, wo deine schlechtesten Lines gezeigt werden. Echt schwach. Okay. Dann folgende Fakten hierzu. 13.03.2020, KuchenTV veröffentlicht, der lächerlichste. Ja, wie lange will er das? Ich kann nichts mehr dazu sagen, Leute. Ich glaube, mein Punkt ist rübergekommen. Er wiederholt das jetzt zehnmal. Kick im Internet, mit meinem Thumbnail, mit meinen Inhalten. Es dreht sich nur um mich, Verleugnung, Steuerhinterziehungsvorwürfen etc. Punkt 1, also an KuchenTV. Und der hat gesessen, KuchenTV, da gebe ich dir recht. Definitiv. So, was kam danach? Richtig, nichts. Von meiner Seite aus jedenfalls. Und dazu müsst ihr eins wissen. Ich habe Tim einen Tag, bevor er der lächerlichste Kick rausbringen wollte, geschrieben, Digga, ich bin psychisch komplett am Ende. Das ist wirklich eine Sache, die mich Real Talk einfach mega sauer macht. Er kann wirklich glücklich sein, dass ich mein ADHS unter Kontrolle habe, sonst würde der nächste Controller, den ich handhabe, direkt in die Wand fliegen, Kappa. Ja, er hat mich angeschrieben und meinte so, yo, ja, ich habe den Distracker gegen dich auf deinen Wunsch gemacht, so, warum möchtest du jetzt da ein Video über mich machen, können wir darüber reden, so, ne, mir geht's psychisch nicht gut. Digga, du hast einen 6-Minuten-Distrack über mich gemacht, wo du mich die ganze Zeit beleidigt, eigentlich nicht mal mich, größtenteils hast du dich selbst beleidigt, vor allem bist du fast nur auf Gina gegangen und meinen Sohn. Du hast gesagt, dass du meinen Sohn erschießen möchtest. Bro, Rap-technisch, es ist okay für mich. Es ist nicht so, dass ich jetzt zu dir hinfahre und dir was tue oder so. Aber Bro, du hast im Internet ein Diss-Track über mich veröffentlicht, wo du nur auf meine Familie gehst. Was denkst du denn, was ich dagegen mache? Einfach sagen, ja gut, das wollte ich so ein Ende. Nein, natürlich gebe ich eine Antwort dazu ab. Ich habe doch trotzdem die Möglichkeit dazu, mich zu wehren. Auch wenn du das auf meinem Wunsch hin gemacht hast. Das ist doch sein Prinzip. Austeilen und einstecken. Und du hast ausgeteilt und dann musst du dich halt auch auf die Antwort gefasst machen. Ja, und ich meine, so, ich habe eingesteckt, den Diss-Track, es war okay, ich habe ihn weder sperren lassen oder sonst irgendwas, aber ich gebe doch dann auch, also ich mache ja dann auch was zurück, ist doch klar. So, und da kannst du nicht kommen mit, oh, mir geht's psychisch nicht gut. Digga, wenn es dir so scheiße geht, dann verpiss dich aus dem Internet, dann geh zum Psychiater, geh in die Klinik oder whatever, dann lass dir helfen. Lösch dich und hörst dir nicht an, so einfach. Solche Sachen, ich verstehe solche Leute nicht. Ja, es ist doof, dass es dir schlecht geht, aber ich lasse doch nicht zu, dass du meinen Sohn und meine Freundin in Grund und Boden beleidigst und dann sagst, oh, mir geht's nicht gut, bitte mach keine Antwort. Also was ist das für eine Aussage? Wenn es dir so schlecht geht und du kennst meinen Kanal, du kennst mein Content, es war doch klar, dass ich darauf antworte. Ich meine, die Kraft hat ja ausgereicht, um Tims Sohn zu erschießen, dann wirst du das ja wohl auch noch abkönnen. Ja, der, es tut wirklich weh, dieser Typ, wie er sich alles zurechtdreht, Mann. Keck rausbringen wollte, geschrieben, Digga, ich bin psychisch. Übrigens ist Gina eine hervorragende Köchin. Psychisch komplett am Ende. Bitte lass es doch einfach. Bett. Wir haben uns doch geeinigt. Was soll die Scheiße jetzt? Und es war ihm scheißegal. Und nach dem Gespräch, was ich vor ein paar Tagen mit ihm geführt habe am Telefon, wo ich ihm auch nochmal gesagt habe, Digga, ich bin psychisch labil. Aber das heißt nicht, dass du das irgendwie merkst, dass ich irgendwie nicht selbstbewusst wäre oder sonst. Digga, wenn es dir so schlecht geht. Ich meine, guck mal, weißt du, das ist wieder das Ding. Wenn ich jetzt wieder ein Video gegen ihn mache, dann kriege ich wieder einen Anruf oder wieder solche Nachrichten, wo er sagt, ja, mir geht psychisch nicht gut. Digga, du hast ein ganzes Album gemacht, wo du uns disst. Das musst du dir mal überlegen. Er macht über seine Ex-Kollegen ein ganzes Album. Das geht irgendwie, ich habe in seiner Story gepostet, nicht mal 90 Minuten oder so. Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Plus ein 65 Minuten Diss-Video. Digga, dann darfst du dich nicht beschweren, wenn wir dich hops nehmen, wenn ich dann ein Video zu mache oder whatever. Und ja, ich habe auch was gemacht. Du hast aber mit dem Diss-Track angefangen. Das war das Erste. Darauf war mein Video bezogen. Dann hast du nicht geantwortet. Und ja, dann habe ich halt angefangen, auf diese schlechtesten Blazin' Danny-Line zu reagieren. Und dann hast du jetzt das Ganze gemacht. Da musst du dich doch nicht wundern, Bro. Was? Ich kann dir auch heute in die Fresse hauen mit meinen Tracks. Und morgen geht's mir trotzdem scheiße. So, das rafft aber kein. Ja, aber warum soll er denn dann Rücksicht darauf nehmen, Mann? Ja. So, du disst ihn, so, dann hast du auch deine Antwort abzukriegen, ja. Alter. Mann!
Ja, Bro, ich habe dich zwar gestern gedisst, aber heute geht's mir nicht so gut. Kannst du bitte kein Video machen? Das wäre nett. Ach, wieder fremder Content. Ich kenne dich gar nicht. Warum bin ich in deinem Video? Mann, oh Mann. Kein Kuchen-TV und das rafft auch kein Kuchen-TV-Fanboy und das rafft erst recht keine Gina Maria. 10. Diese Frau denkt nur, oh, das ist ein 30-jähriger Mann. Och, Digga, dann schießt doch wenigstens gegen Musiker oder gegen YouTuber, aber lass doch die Freundinnen von denen einfach raus. Das ist so ein Meme, Gina, halt deine Fresse, halt deine Fresse, kümmere dich um dein Kind und mach deinen Job und halt deine Scheiß. Bro, man kann sich auch über dich lustig machen und um sein Kind kümmern. Es geht nicht nur eine Sache im Leben. Ich bin, denke mal, von deiner, sagen wir mal, du hast 100 Fans, wie hoch da die Frauenquote ist, so wie du mit Frauen redest. Dämliche Fresse, du hast mir gar nichts zu sagen, du hast keine Ahnung, wer ich bin, was ich mache. Gute Qualität, Digga, Props. Ache, entfern dich einfach von mir. Schreib mir nicht, entfern dich von mir und lass gut sein. Dann lass ich dich auch leben. Der Typ wird... Dann lass dich auch leben. Digga, drohst ihr mit dem Tod, wenn sie es nicht Alter. Macht, oder was? Das ist ohne Scheiß, ne? Ja. Ey, kriegst du Bartwuchs, Alter? Ja, langsam, ne? Bisschen geil, Mann. Ey, vielleicht kannst du bald auch hier den Tod. Ja, vielleicht, bald. Alter. Weißt du, allein deswegen würde ich halt echt schon zum Anwalt laufen. No joke, Digga. Also das ist mir zu bunt. Geiler Pulli, den du da anhast. Ich würde erst etwas merken, wenn ich trage ich so billig Marken nicht, ne? Nicht, dass er jetzt denkt, so das trage ich nee, nicht. Beispiel ja. Wenn ich mich umgebracht habe oder sonst was. Und das ist kein Joke. Nein, Digga, ich habe dich doch monatelang allein gelassen. Ja, dann kamen halt die schlechtesten Blazin' Daniel Lines. Warum sollte ich nicht drauf reagieren? Guck mal, du postest doch öffentlichen Content. Du musst damit klarkommen, dass es Leute gibt, die sich mit dir vielleicht auch ein bisschen befassen. Ich mache nicht viel, so das muss man dazu sagen. Ne? Wie gesagt, ich habe nur auf diese schlechtesten Blazin' Daniel Lines reagiert. Sonst kriege ich nur das mit, wenn irgendwie Woli oder Timo oder Manuel mal irgendwas anmachen oder was reinschicken oder wir uns da über ihn lustig machen. Ist nicht so, dass ich mich den ganzen Tag mit dir beschäftige. Aber das Ding ist, wenn du Sachen ins Internet stellst, dann musst du damit klarkommen, dass darauf reagiert wird, dass man darauf eingeht. Selbst wenn ich auf alles von dir eingehe, was du postest, müsstest du halt damit klarkommen. Klar, es wäre lächerlich, von mir selber gebe ich auch zu, aber du müsstest damit klarkommen, weil das ist mein Recht. Es gab noch einige Dinge, die im Hintergrund liefen, aber auf die komme ich eventuell in einem anderen Video mal zu sprechen. Das würde den Rahmen jetzt sprengen. Geht ja erst eine Stunde. Ja. Nein, also dann. Wir haben nichts mit den Fakten in diesem Video zu tun. Und ja, weiter geht's. Und zwar 10 Monate später, indem man ja eigentlich meinen könnte, ja, die Sache ist vorbei, jeder hat seinen Pulver verschossen, ich habe American Pie gemacht. Er wollte ja eigentlich nur darauf reacten mit einem Livestream, aber war dann so getriggert von mir, dass ich gesagt habe, Digga, er verbrafft. Digga, ich hatte einfach geile Infos. Fresh Timo dann auch. Ja, ne, ja, Timo, was ist da los, Alter? Ganz von den Lines, dass er richtig tief graben wollte und mich so richtig fertig machen wollte. Und nicht nur karrieretechnisch als YouTuber oder als Rapper, nein, privat. Ehrenmann. Weiter geht's, und zwar 10 Monate später. Du disst deine Freunde, wenn sie nicht für dich zur Post gehen. Dann ist ja wohl erlaubt, dem Finanzamt mitzuteilen, dass du eventuell Steuerhinterziehung begangen hast. Damit schadest du nämlich uns allen. Und arme Beat-Produzenten abziehst. Wenn ihr eigentlich meinen könnte, der beschäftigt sich nicht mehr mit mir und der denkt auch sicher nicht mehr an mich. Aber falsch gedacht, natürlich tut er das, weil Blazin' Daniel hat das Potenzial, Leute zu triggern, as fuck, obwohl er nicht... Ja, ja. Ist dieses, er hat doch auf dem Rap, ich mach Rap wieder Rap-Beat von JPG3 oder so, hat er doch gehört, ja. Ne? Ist das online auf Spotify? Ja. Digga, ich frag Colin nächste Woche, ne? Ohne, was ist mit ihm? Es wäre so geil, wenn Kolle da anwaltlich reinhaut, Alter. Das wäre so lustig. Nichts tut. Oder einfach nur seine arroganten Tracks macht, so wie andere zigtausend andere Rapper. Natürlich tut er das, weil Blazin' Daniel hat das Potenzial, genau, das Leute ich zu triggern. Ja, hast du, Blazin' Daniel. Du hast wirklich das Potenzial, Leute zu triggern. Ich habe das schon öfters gesagt, mich triggert Dummheit. Retalk, mich triggert Dummheit wirklich. Bei manchen Nachrichten, die ich kriege, jetzt nicht von Blazin' Daniel, sondern allgemein von Zuschauern, denke ich mir so, Alter, wie kann man so dumm sein? So, das kann man doch gar nicht... Das ist kein Punkt, den du gerade bringst. Und das hat man bei, wie ihr seht, halt die ganze Zeit bei Blazin' Daniel. Fuck, obwohl er nichts tut. Oder einfach nur seine arroganten Tracks macht, so wie andere zigtausend andere Rapper. Aber nein, Blazin' Daniel, ja, Mann. Die Sache war gegessen. Ich habe nichts Blazin' gemacht. Ich habe stehen lassen. Er hat sein Geld verdient. Top. Was passiert am 24.01.2021? Weißt du es auswendig? 24.01. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schlechtest du Blazin' Daniel Lines. Wie will man das neue Jahr starten? Ja, sicher. Ihr wisst doch ganz genau, was es ist. Ich weiß immer nicht, was Blazin' denkt, wie sehr ich mich mit ihm befasse, aber... KuchenTV veröffentlicht ein Hetz-Video mit Ach, das. Timo, Cassius Clay. Vor allem auch das. Auch wieder Hetz-Video. Digga, also jetzt mal, Richard, ich bin wirklich, also jetzt, wo ich das mal im Ganzen sehe, bin ich wirklich am Überlegen, da rechtlich gegen vorzugehen. Nicht, weil mich die Punkte, triggern oder so, sondern weil er es weil er alles aus dem Zusammenhang reißt. Warum ist es denn ein Hetz-Video? Digga! Du stehst nicht mal im Titel oder so. Es ist auch kein Hetz-Video. Der eine disst, der andere geprops. Okay,
zugegeben, beide haben dich gedisst, aber was soll man noch Positives sagen, Kappa? Nein, aber trotzdem ist es ja kein Hetz-Video. Digga, da waren schon Leute wie, das hat hier übrigens auch Cassius Clay im Stream erzählt, da waren schon Leute wie Rezo drin, was hat er noch gesagt? Ich glaube Unge oder so, mit denen ABK. Er auch schon Kontakt hatte, ABK, alle waren da drin. Jeder nimmt das sportlich. Der Einzige, der da rumheult, bist du. Digga, ich habe sogar Kuchen-TV gedisst. So. Ich wurde da selber drin gedisst. Er hat auch kein Album gegen mich veröffentlicht. Ja. Ich selber wurde da gedisst. Und Twizzy. Da sitzen die alle zu viert zusammen. Und ihr müsst wissen, Timo war mal mein Freund. Das war mal ein guter Kollege von mir. Ja, das ist übrigens schon die erste Lüge. Ich habe ja nämlich auch schon direkt was vorbereitet. So. Ich meine, ich finde das auch generell geil zu sagen, ja, wir waren mal Freunde, deswegen mach das nicht, bla bla bla. Feier ich halt überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Aber nicht umsonst Vergangenheit waren. Ja, genau, waren erstmal. Er selber hat geschrieben, ja, vielleicht war ich Blazens Freund, beziehungsweise wusste man am Anfang halt nicht, wie krank er eigentlich ist. Homepage etc., beziehungsweise die ganzen Dinge bekam man erst über die Zeit mit und dann hat man sich halt distanziert. Blazen und ich hatten meist nur Kontakt, wenn ich was für ihn oder er was für mich gedreht hat. Bro, ihr wart keine richtigen Freunde oder so. Ich glaube, Blazen selber hat sogar mal zu Timo gesagt, dass das eher so eine Business-Sache ist, also dass man sich halt gegenseitig hilft bei so Videodrehen und so weiter, weil das halt beide gemacht haben. Also die waren so gesehen nicht mal Freunde und selbst wenn man mal befreundet war, hat er doch mit der Zeit mitbekommen, dass du ein falscher Mensch bist, dass du ein ekelhafter Typ bist. Zu den ganzen Punkten, die er da gemacht hat, kommen wir auf jeden Fall später noch. Ich meine, ihr müsst mir überlegen, er wirft das uns vor. Wir sind eine Gruppe zu fünf, die zusammenhält. Also Twizzy ist ja dann quasi auch mit dabei, so sechs Leute. Wir verstehen uns alle untereinander. Cassius versteht sich mit den ganzen Leuten. Jeder versteht sich untereinander. Alles ist cool. Der Einzige, der nicht reinpasst, ist Blazen. Twizzy versteht sich nicht mit ihm, Cassius mag ihn nicht, wir alle mögen ihn nicht. Digga, da muss man sich doch Gedanken machen, wer ist hier der falsche Mensch? Digga, du magst dich selber nicht. Real talk. Ehrenmann, oder? Ja, Charakter. Ich mein, übrigens auch das, diese Bilder sind Timo so peinlich, Digga, wir ziehen ihn die ganze Zeit in der Gruppe damit auf, no joke. Ja, guck dir das mal an, das ist so, Alter. Ey, Late Night Netflix, Digga, das würde ich mit meiner Freundin posten, ja, oder aber so. Pump trotzdem die EP von Woli und ja, die Timo. Ist krank, Digga, die EP heute. 24. Das war ihm auch übrigens unangenehm, weil wie gesagt, er macht jedes Mal macht er Bilder, wirklich jedes Mal. 2021, 2:0, Kuchen-TV veröffentlicht. Ich will mal gucken, ob er das noch online hat auf seiner Homepage schicke. Das eine Foto ist auch einfach, irgendjemand, der das jetzt sieht, muss das bitte als Meme posten, safe. Okay, das müsst ihr mir jetzt versprechen, wenn es das noch gibt. Sonst seid ihr, sonst feiert ihr Blazen Daniel. Und zwar, ich muss das mal ganz kurz gucken, ich glaube bei Weggefährten, mal gucken, ob er da noch drin ist. Ich glaube, der hat das safe nicht gelöscht, oder? Suchen wir mal Timothy DC. Nein, hat das echt gelöscht? Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Ich glaube, er hat es tatsächlich rausgenommen jetzt. Krank, alles andere hat er drin gelassen. Da kann auch sein, dass Timo das nicht wollte. Vorbereitet. Ja, warte, es gibt noch, ich habe noch eine Möglichkeit da. Der Blazy Boy. Ich mach mal ganz kurz den Desktop aus, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas leake oder so. Schreibst du. ich suche mal kurz das Foto raus. Das haben wir nämlich schon des Öfteren hier in die Gruppe gepostet. Das findet man safe. Ist das dem Timo unzensiert hier, oder? Ja, dieses Foto feiere ich so hart, Mann, weil es so dumm ist. Da müsst ihr jetzt ein Meme draus machen, okay? Ich poste das jetzt rein. Oh, der Arme, ich weiß, dass Timo gerade zuguckt. Es tut mir leid, Bro, aber es muss sein. Es geht nicht anders. So, ich lasse es noch kurz dingsen. Bruder, Schadensersatzklage nur gegen ihn, bitte, ja? Hier, bitte, das. Wenn dein großer Bruder dich schlägt und deine Mutter reinkommt und dir sagt, nein, nein, alles okay, wir machen nur Spaß. Hier mit dem Auge, was zugedrückt ist, Alter. Dieses so, ja, ja, wir machen nur Spaß, alles gut, Digga, alles easy. Oh Mann, Alter. Ach, ich feiere dieses Foto mega, Alter. Nein, ihr seht's gar nicht, scheiße. So, jetzt hier. Also, das. Wenn eure Mutter reinkommt und du deinen Bruder geschlagen hast und ihr beide sagt, nein, nein, alles gut, wir spielen nur ein bisschen. Einmal ja, ja, wir machen nur Spaß, Digga, alles gut. Obligatorisch das Auge. Ja, ja, alles gut, alles gut. Pass auf, kommt so eine Line von ihm. Und du machst Auge wie Timo damals auf dem Bild mit mir. Vielleicht ein Hetz-Video mit Timo, mit Cassius Clay und mit Twizzy. In dem unter anderem in deinem Vater dich verprügelt und du plötzlich Besuch bekommst. Ein Witz über die Situation mit meiner Oma macht und du Hurensohn legt die Kamera weg, waren die letzten Worte meiner Oma am Krankenhausbett. Ja, dieser Typ, der überall sein. Digga, du sagst doch, euer sagt. Ja, nee, mach noch kurz, ich sag gleich was dazu. Du sagst doch selber, dass im Rap alles erlaubt ist und du alles machen darfst. Und Twizzy bringt dann Freestyle-mäßig, also hat sie aufgeschrieben vorher, aber bringt dann A Cappella-mäßig diese Line. Und das geht dann wiederum zu weit. Aber wenn du so Sachen wie mit Noah bringst, dann ist es wieder Battle Rap oder was? Lass mal laufen, Alter.
sein Leid kundtut, dass seine Mutter im Koma lag, dass Saad Leute schicken wollte und dass er ein ehrenloser Typ ist. Genau dieser Typ ist der ehrenloseste Bastard überhaupt. So, da kommen wir jetzt mal dazu. Also, die Leute von euch, die vielleicht nicht so in dieser Battle-Rap-Blase sind. Battle-Rap ist eine Form von Respekt, es ist ein Sport. Du beleidigst den Gegner und gibst ihm den Respekt, dass er dich auch beleidigen darf. Er stellt sich außerhalb von einem A-Cappella-Battle oder auf einem gerappten Song auf dem Beat hin und nennt mich einen ehrenlosen Bastard, obwohl er weiß, dass meine Mutter tot ist. Ich beleidige ihn hier überhaupt nicht mit irgendwie H-Punkt, Bastards und so weiter, sowas sagt man noch nicht, ne? Mit irgendwelchen Sachen. Da ist schon mal der gravierende Unterschied. So, jetzt will er es so darstellen, als wenn ich ihn mit dem H-Wort betitelt habe, aber das stimmt einfach nicht. Ich habe im Battle-Rap-Kontext gesagt, dass deine Oma das wahrscheinlich zu dir gesagt hat. Überlegt euch mal, ihr seid da gerade am Sterben und über euch werden Fotos im Internet gepostet, so. Wie würdet ihr denjenigen denn nennen, so? Ich glaube, in dem Moment, wenn mir irgendwer sagen würde, wow, ich habe jetzt noch eine Chance, irgendwas zu machen, ich würde dem eine Backpfeife geben. Das wäre die eine gute Tat, die ich auf der Welt noch vollbringen möchte, ey. So, ohne Witz, Sega, weiter, ey. Tschüssi. Ja, wie gesagt, das Ding ist ja auch, mit ehrenloser Bastard, es ist ja einfach nur ein Video, es ist kein Battle-Rap-Kontext oder sonst irgendwas. Haben wir ja vorhin schon gesagt, so. Also ich meine, Twizzy nimmt das jetzt vielleicht locker so, aber er hat ja auch dann Geschwister, hast du ja gesagt. Ja klar, so, die haben damit gar nichts zu tun. Stell dir mal vor, die sehen das. So denkst du, die denken sich dann auch so, ja okay, ist halt ein Beef oder so. Also durch solche Leute wird ja Musik immer so bringt das immer so einen Verruf, weil guck mal, diese Leute können dann nicht wieder das Musikalische vom Real Life unterscheiden so. Und du gehst doch auch nicht in die Fußgängerzone und sagst zu irgendwem, hey, du bist voll der ehrenlose Bastard. Nein, wenn du gegen irgendwen rappst, fiktiv auf dem Song oder mit Namen meinetwegen, dann sagst du es aus der künstlerischen Freiheit heraus so, was du halt zu ihm sagen möchtest. Du drückst dich in der Musik aus, dafür gibt es auch ein Gesetz, aber du sagst es direkt zu mir, außerhalb vom Musikkosmos und das ist ehrenlos. Das geht nicht als Beleidigung, ne? Nee, ist gut. Mehr Doppelmoral geht nicht und deine Mutter würde sich für dich in Grund und Boden schämen für deinen Move. Digga, meine Mutter war 7,5 Monate im Koma. In dieser Zeit, das hat keiner da draußen mitbekommen, weil ich Besseres zu tun hatte, nämlich meine Mutter jeden Tag zu pflegen im Krankenhaus, als sie im Koma lag und nicht irgendwelche Bilder von meiner Mutter zu machen, während sie im Koma lag. Das habe ich in einem Interview bei Jay Jiggy das erste Mal verarbeitet, über ein halbes Jahr danach. Was willst du mir denn eigentlich erzählen? Weißt du, wie es ist, wenn deine Mutter oder wer auch immer von deiner Familie im Koma liegt und du währenddessen von einem der größten Großfamilien in Deutschland gejagt wirst? Nein, weißt du nicht. Und diese Sachen, so, du kannst mir, ich weiß halt genau, wenn ich jetzt hier ihn beleidige, in einem Video meinetwegen, ich würde ihm das auch ins Gesicht sagen, so. Aber du würdest mir diese Aussagen niemals ins Gesicht sagen. Niemals. Würdest du nicht machen. Alleine jetzt die letzten Tage, was du mir geschrieben hast, so, weil du auch gemerkt hast, wow, du verletzt damit nicht mich, weil ich weiß, okay, du bist eine gescheiterte Existenz, so. Aber es sind einfach andere Leute sauer auf dich, die sich als meine entweder leiblichen Brüder oder als meine, ne, Brüder im Geiste bezeichnen, weil du einfach die Mutter von denen beleidigt hast. So. Und das mache ich bei dir nicht. Ich beleidige dich jetzt nicht als H-Punkt oder B-Punkt, wie auch immer. Das tue ich nicht. So. Auf dem Beat ist das eine andere Sache. So. Und du brauchst das jetzt auch nicht so zu verkaufen, als wenn ich mich darüber aufrege. Digga, ich sehe das immer noch, ganz ehrlich, vor 2 Jahren, ich wäre sofort zu dir nach Hause gefahren. So. Aber jetzt, ich kann das entspannt sehen, weil ich weiß, dass du inkompetent bist. Aber ich rege mich nicht darüber auf, sondern Leute, die ich kenne aus meiner Familie, regen sich über dich auf, weil es haben 2 Leute gesehen. Und diese Leute wohnen auch in Hannover bei dir und darauf habe ich dich nur hingewiesen. Deshalb musst du das nicht so verpacken, als wenn ich dir drohe oder sonst was. Du musst dich nur selber für deine Worte gerade machen. So ist das Leben, Bro. Bevor es jetzt falsch rüberkommt, also Twizzy hat jetzt auch keinen hingeschickt oder sonst irgendwas. Gar nicht, nein. Er hat doch nicht irgendwelche Leute das geschickt extra oder so. Aber es gibt ja Leute, die sich mit Twizzy halt dann auch beschäftigen, wenn man cool miteinander ist, die das halt mitkriegen so. Und ja, er hat sich halt, also er hat jetzt keinen hingeschickt. Also ich schätze, es war auch keiner bei ihm. Ja, es wird auch keiner hinfahren. Natürlich. So. Aber ich sag mal, wenn man sich jetzt halt irgendwann mal trifft und du triffst diese Leute so, die schlagen dich jetzt vielleicht nicht, aber da musst du Rede und Antwort stehen so. Ja, natürlich. So. Wir leben in Deutschland, das ist ein Rechtsstaat so. Wenn einer körperlicher Gewalt ausgesetzt wird, dann ja, kommt der in Knast, ist klar. Aber so, du musst das vor diesen Leuten halt rechtfertigen können. Hier, ich will hier gar nicht irgendwie, ey, ganz ehrlich, Twizzy, 1,20 Meter, so, was willst du gegen mich sagen? Ist auch egal, wie man das jetzt sagt, ja. Es kommt immer rüber wie eine Drohung. Es kommt immer so wie eine Drohung. Aber wie gesagt, aber, jetzt, ne? Zum Beispiel hat der jetzt
jetzt ein halbes Album oder ein Viertelalbum da gegen mich gemacht. Alles cool, Bro, mach online. Ich habe dich sogar dazu aufgefordert, mach zig Diss-Tracks gegen mich. Es stört mich nicht. Aber es stört mich, wenn du es so darstellen möchtest, als ob mich das stört. Weil du kannst ja deine Diss-Tracks machen und so weiter. Aber mach es auf dem Beat, mach es in einem A Cappella und bring nicht irgendwelche Videos und beleidige mich mit Aussagen, die du mir niemals ins Gesicht sagen würdest. Ehrenlos. So, es steht also mittlerweile 2-0, während Blazin' Daniel weiterhin 0 Punkte hat. Denn er hat nichts mehr gemacht nach dem Eric Pydes. Und ihn sogar runtergenommen. So, jetzt kommt... Indem du das Kind von Kuchen erschießen wolltest, Gina diverse Male beleidigt hast und so weiter. Vor allem nimmst du es ja nicht runter. Also du tust jetzt so, als wenn es cool wäre, dass du es runtergenommen hast. Du fandest den Track doch selber scheiße und hast ihn deswegen gelöscht. Und kann jetzt auch kein Video löschen, weil ich es kacke fand und dann sagen, ja, habe ich nur für dich getan. So. Vom Januar bis Februar, KuchenTV hetzt unzählige Male über mich in seiner Instagram-Story mit 150.000 Followern mittlerweile. Ja, cool, da waren ja 8 Monate, wo nichts war. Und das ist dann das 13-0. Und da hat dann Blazin' Daniel sich gedacht, nee, ich glaube, es reicht. So, ich werde dem Jungen erstmal sein Spielzeug wegnehmen, der Kanal wird gestrikt und fertig. Aber dieser Kanal hat nichts. Es geht schon wieder darum, alter Leute. Mit KuchenTV zu tun. Denn sein Video ist immer noch auf seinem Kanal online und erntet. Lass uns mal weiterlaufen. Und jetzt kommen wir zur Gegenwart. Zum gestrigen Tag, denn am 20.02.2021 schlägt Blazin' Daniel zurück mit dem Musikvideo No Name. 6 Minuten 40, purer Real Talk. Da ist null Real Talk drin gewesen. No. Der KuchenTV nach 12 Minuten einen Kommentar verfassen ließ, 8 Minuten später das Video striken ließ, 5 Minuten später eine scheinheilige Ansage machen ließ, ich sollte dies und das machen und dann... Naja, Digga, ich hab doch eingehalten so. Ich hab gesagt, nimm die Strikes zurück, dann strike ich dich nicht. Ich hab den Strike zurückgenommen, nicht also dann nicht gestrikt. Würde er das Video dann auch nicht striken, obwohl er es ja zu dem Zeitpunkt schon vor 5 Minuten gestrikt hatte. Und das ist euer KuchenTV. Das ist der Mensch, dem ihr nacheifert und denkt, ja Mann, KuchenTV macht alles richtig, KuchenTV hat immer recht, das ist der Babbo. Und wenn ihr wüsstet... Nicht immer recht, aber in diesem Fall. Da steht aber auch 13.17 Uhr gestrikt. Diese Dings habe ich gemacht, guck mal, da steht sogar 21.29 Uhr. Das heißt, dass er erst am nächsten Tag gestrikt, anscheinend. Eifert und denkt, ja Mann, KuchenTV macht alles richtig, KuchenTV hat immer recht, das ist der Babbo. Und wenn ihr wüsstet... Irgendwer hat gesagt, das stimmt so, nein, Yellow Legend, stimmt nicht. Aber ich habe jetzt auch sie haben das jetzt schon 5 Mal, haben wir das jetzt schon gemacht. Er hat das wirklich jetzt schon 5 Mal drin gehabt. Einfach zurückspulen. Wie viele Stories ich jetzt in diesem Zeitraum noch weggelassen habe. Denn ich habe eine ganze Chronologie von dieser Sache. Mit Anrufen von Cassius Clay, Trizzy, Timo oder... Okay, Junge... Hat er sich, ey, guck mal, alles, Digga, 4.7.2019, krass, ne? Digga, also. Das muss man ja auch nochmal erwähnen, ich habe ja mit ihm gesprochen als. Julian Bams Oma steht da, Digga. Ganz kurz, das möchte ich nur sagen. Ich wollte nur, dass man sieht. Ich habe ja mit ihm gesprochen, als das Video gestrikt wurde und ich habe sogar noch versucht zu sagen, ey, Digga, so, bitte strike doch jetzt mal diese Videos von dem Lukas, damit deins wieder online kommt. Ich freue mich, wenn deins online kommt, weil dein Diss-Track ist nur ein Diss-Track gegen dich selbst, so, weil Offbeat und schlechte Lines, was soll man dazu sagen, so, ne? Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst Schach gegen dich selber. Chronologie von dieser Sache. Schema F. Der hat wirklich alles steht da, Digga. Junge, das ist ja krank. Mit Anrufen von Cassius Clay, Trizzy, Timo oder Woli, dann würdet ihr euch nur noch eine Sache fragen. Was zur Hölle stimmt mit diesen Leuten nicht? Was für Leute feiere ich da? Zu welchen den neuen Diss-Track gucken wir Leuten sehe ich auf? Aber dazu bald mehr. So, ich denke, diese Frage habe ich also beantwortet und dann kommen wir auch schon zu Vorwurf Nummer 2. Du beleidigst Zuschauer, weil sie dir Spotify-Daten nicht geben, damit du deine eigenen Songs streamen kannst. Ach Digga, ich habe so vieles über Blazin' Daniel auch herausgefunden. So. Zum Beispiel, er hat einfach, da habe ich auch Chatverläufe von, er hat einfach Zuschauer beleidigt, weil sie ihm nicht seine Spotify-Daten... Nein, die Musik ist genau richtig so. Damit er sich selber streamen kann. Das ist wirklich kein Spaß. Er wollte seine Songs über Nacht selber streamen, damit er halt so besser ins Algorithmus rutscht und hat die Leute beleidigt, wenn sie das nicht getan haben. Ich habe da Chatverläufe von. Im Real Talk, dafür habe ich auch Beweise, weil wir das seine Zuschauer geschickt haben. Er fragt mega viele Zuschauer, natürlich schicke ich das so. Damit er die Sachen dann über Nacht streamen kann die ganze Zeit, um mehr Klicks zu bekommen. Hab 3 Fans gefragt, aber mega viel, also jetzt was so Kleinigkeiten angeht. Und er kriegt natürlich auch Geld. Also ja, okay, da waren es halt vielleicht nicht mega viele, aber ich finde es halt trotzdem weg, schon einen zu fragen. Kann ich deine Spotify-Daten haben? Ich würde gerne meinen Song streamen. So, what ja, the aber fuck? Mega viele, bei 3 ist das ein sehr großer Querschnitt von seiner Fanbase. Stimmt, Digga, das sind ja fast alle eigentlich, ne? Und wenn die ihm nicht die Spotify-Daten haben. Ich meine, das, was immer recht hat, okay.
Das ist das Geilste. Er beleidigt die dann einfach, weil sie ihm nicht die Spotify-Daten geben. Krass. Ja, ich such den Screenshot mal raus, weil das war. Oder falls vielleicht sieht die Person das, die mir das geschickt hat, dann schick mir das bitte nochmal zu. Einfach bei Instagram eine neue Nachricht schreiben. Info, Mann. Und ich weiß auch genau, wo du die her hast. Denn ich weiß genau, wie der Sachverhalt steht. So. Da wird es wahrscheinlich Das ist übrigens falsch, was er jetzt Shirin sagt. Da habe ich bei Alpha Kevin schon gesehen. Nein, es geht nicht um Shirin. Das war ein Typ, der mir das geschrieben hat. Also, es waren zwei Leute, kann sein, dass eine Shirin war, aber. Die Person, die ich meine, worauf ich mich beziehe, ist nicht Shirin. Also er behauptet jetzt quasi etwas und zieht eine Person mit rein, die damit gar nichts zu tun hat. Es ist Shirin. Shirin ist nicht nur eine Zuschauerin, wie du es gerne sagst, sondern ein Fan seit über 10 Jahren von mir. Ja, die kann alle meine Texte auswendig. Das ist sehr bemerkenswert. Und Shirin hat mich auch schon das eine oder andere Mal besucht. Sie saß mit mir schon zusammen im Livestream hier drüben in meinem Zimmer und war schon öfter Gesprächspartner im Discord und ja. Nein. Vor allem wie weird, Mann. Der hat auch einfach eine Freundin. So. Also ich glaube, Gina würde das nicht so cool finden, wenn ich hier mit irgendeinem Vibe stream, aber... Nein. Scheiße. Also. Ich schwöre. Ja, egal. Scheiße. Jetzt stehe ich 5 Minuten früher auf und muss nicht zuhören. Ja, hier. Das ist geil. Video cringe, Stimme unverständlich, ich confused, Hotel Trivago. Das ist so krass, ne? Dass er, also, dass die über sowas lachen können gerade, wenn er daneben sitzt. Das ist so, boah, Junge, es geht gar nicht in meinen Kopf. Einfach neue Star Wars Trailer. Nicht integriert, aber ein iPhone haben, ne? Ja, Mama, von Mama. Nicht integriert. Von mir. Falls du selber solche Träume hast und einfach mehr im Leben erreichen leben willst, aber ja, momentan... Es ist in Braunschweig, da haben wir auch unser Video geredet, dass dieses Bahnhofsgebäude da... Müssen wir erreichen kannst, ja. Schreibe mir eine PN! Ja, guck. Ich weiß, aber im Grunde geht es nur darum, schreib mir eine PN und investier dein Geld in das scheiß Produkt, was ich dir jetzt gleich sage, und gut ist. Und was danach mit dir passiert, ist mir scheißegal. Also die Verbindung sollte, denke ich, bei dir rübergekommen sein. Es ist ein langjähriger Fan. Und jetzt kommen wir zu deinem krassen Vorwurf, Digga. Sie war also sozusagen, man könnte schon sagen, eine Vertraute von mir. Eine sehr Vertraute, wie man jetzt natürlich im Nachhinein feststellt. Aber ist kein Problem, Digga. Ich löse das auch. Es gab dann eine Auseinandersetzung mit Shirin. Und sie hat dann in all ihrer Wut von dem Tipp von H1, ja, krass, also dass ich das auch erfahre, dem Typen, den du im Livestream gemeint hast gestern, der irgendwelche Leute abgezogen hat. Der rät also Shirin dazu, zu Kuchen-TV zu rennen, weil das ist ja mein Erzfeind. Und warum macht er das? Richtig, weil H1 auch auf dieser EP gedisst wurde. Mit unfassbaren 4 Lines, wo man sich... Ja, guck mal, das muss man sich wirklich mal überlegen. Dieser H1, die waren gemeinsam bei der Knossi Talent Show, haben danach gestreamt, waren richtig dicke. Dann, ich weiß nicht, die hatten halt wieder Streit. Ich habe mit H1 kurz geredet. Ja, Blazin' Daniel einfach mal wieder. Keiner hält es lange mit ihm aus. Und er meinte halt auch zu mir, ja, dass er halt gemerkt hat, was das für ein komischer Typ ist. Und was macht Blazin' Daniel? Wieder mit einem alten Kollegen disst ihn. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, du wolltest doch was sagen. Wiederholungstäter. Ich noch seinen Segen abholen musste, weil er es nicht ertragen konnte. Obwohl ich ihn nur mal auf einer ganz neutralen Ebene gebettelt habe. Und nein. Ich meine, guck mal, das Ding ist, selbst wenn das von dieser Shirin ist, so, dann hast du sie ja trotzdem beleidigt, weil sie dir nicht die Spotify-Daten gegeben hat. Also es ist doch vollkommen egal, was ihr für eine Beziehung habt. Jemand hat dich gefragt, ob du die Spotify-Daten haben kannst. Die Person sagt nein und du beleidigst. Ist doch egal, wer das ist. Das ist wack, Digga. Das ist immer dieses Ausschweifen. So, irgendeiner haut einem in die Fresse, dann macht er irgendwas ganz anderes. Ja, aber ist ja gar nicht so schlimm, dass er. Also so, ja. Er hat es doch trotzdem getan, Mann, so, weißt du? Ja. In Kuchen TV, das ist kein Homie von mir. Das ist kein Freund mehr von mir, okay? Schon lange nicht mehr. Also versuch mich jetzt da nicht in einen. Ach, dumm von mir, dass ich das überhaupt noch gesagt habe, weil klar sind die nicht mehr befreundet, Digga. Blazins Freunde bleiben so ein paar Monate, dann sind die weg. Schubladen zu stellen mit irgendwelchen Leuten, die er abgezogen haben soll, okay? Danke. Dann gut, das bezieht sich jetzt nicht auf ihn, aber ein Kollege von ihm, mit dem er ja auch cool ist, der auch bei Knossi da irgendwie, glaube ich, gewonnen hat, das war, das war wirklich, das war also eine super dreiste Aktion. Der Typ hat... Also hat sich übrigens schon geklärt gehabt, auf jeden Fall. ...um sich einen Track von ihm schreiben zu lassen. Und die Person hat halt bezahlt und hat den Track die ganze Zeit nicht bekommen. Wurde die ganze Zeit hingehalten und da wurde immer so gesagt, ja, ich habe gerade nichts zu essen, kannst mir vielleicht was zu essen bestellen, bla bla bla. So wurde quasi immer mehr Geld irgendwie abgezogen und immer gesagt, ja, ja, ich mach das dann. Mega dreist, meiner Meinung nach. Habe ich auch von der Person Chatverläufe, alles drum und dran. Hat jetzt natürlich nichts mit Blazin' Daniel an sich zu tun, ist halt ein Kollege von ihm. Finde ich aber trotzdem krank auf jeden Fall, dass ja halt da Leute halt so abzuziehen. Ne? Ich finde, das geht gar nicht fit. Naja, ich weiß, dass Shirin mir das schon gebeichtet hat. Also die Chatverläufe verschickt. Da Stress war, hat ein André meinte, lasst euch das nicht gefallen, schreibt Kuchen dir voran. Okay, gut, dann hat er sie das gemacht, aber das ist nicht der einzige Chatverlauf. Ich habe drei Stück halt bekommen ungefähr, 2-3 Stück. Also eins war es auf jeden Fall nicht von Shirin. Dass sie dir Screenshots geschickt hat. Und ich meine, wie gesagt, selbst wenn, hast du trotzdem beleidigt. Also vollkommen egal. Schickt hat in ihrer Wut und yo, Blazin' Daniel.
Er hat das aber ignoriert. Wieso grabt er das plötzlich mal später aus? Check ich nicht. Bruder, ich speichere solche Sachen so. Ich dachte, als du das letztes Mal erwähnt hast, wüsstest du, worum es geht. Rede mich da jetzt auch nicht raus. Also hatten wir eine Auseinandersetzung. Du rennst sofort zu dem Menschen, der mich am meisten geschadet hat. Was du ganz genau weißt. Ja, ich habe mich in meiner Wut als H1 davon geschlagen. Alles klar. Ich sage einfach die Wahrheit. Alles andere. Das ist das H1? Das ist der Rapper H1. So. Alles andere wäre unfair. Finde trotzdem scheiße, dass er nach ein paar Monaten damit ankommt. Es hätte ihn nicht gejuckt und jetzt ist es interessant. Digga, ich speichere mir solche Dinge und nutze sie dann, wenn ich damit was machen kann. So, what the fuck? Was ist denn mit dir? Ich habe ihn vor 10 Jahren gefeiert, aber der wollte meine Spotify-Daten und das geht ja gar nicht. Und was war eigentlich der... Warte mal. 10 Jahre gefeiert. Jedoch weiß ich, dass ich dir nicht vertrauen kann. Digga, willst du mich verarschen? Du bist derjenige, der jedem Ex-Freund, also jeden Freund, mit dem er mal irgendwas zu tun hat, in den Rücken fällt. Du hast ein ganzes Diss-Album über uns gemacht und du willst mir jetzt erzählen, dass du dieser Person nicht mehr vertrauen kannst, weil sie einen Screenshot, wo du sie ganz klar beleidigt hast, weil die das an mich gesendet hat oder was? Digga, das kannst du dir nicht... Digga, jeder von deinen Freunden wird von dir gedisst und fertig gemacht. Du machst deine Freunde fertig, weil sie für dich nicht zur Post rennen und weil sie dich nicht mit sie ansprechen oder was das da war. Digga, was für... Du hast gar nicht das Recht, über Vertrauen zu reden, Alter. Jedes Mal, wenn man mit dir telefoniert oder sonst irgendwas, muss man davon ausgehen, dass du es aufnimmst. Was für Vertrauen, Digga. Veröffentlicht so viele private Chatverläufe, Telefonate. Digga, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wen du disst, Alter. Ihr müsst überlegen, das kommt hier auch, also in diesem No-Name-District und hier drin ist es auch nochmal, zeigt er einfach Sprachnachrichten, also zumindest Nachrichten, Sprachnachrichten, weiß ich, aber Nachrichten von Timo und so, wo er nicht mal zensiert gewesen ist. Und Bruder, wo kann man dir denn vertrauen? Man schreibt dir etwas privat und du veröffentlichst das in der nächstmöglichen Situation, die du siehst. Du darfst gar nicht über Vertrauen reden. Aber der wollte meine Spotify-Daten und das geht ja gar nicht. Und was war eigentlich der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte? Dass ich ihr nicht auf Instagram gefolgt bin. Du bist komplett, dass du in der Story schaust und mir trotzdem nicht folgst. Warte mal. Scheinbar, vor allem, die haben sich da auch weitergebieft. Was ist dein Problem? Dann willst du Spotify-Account haben? Nee, wenn du mit mir so umgehst. Ja, okay, die ist auch super lost, aber gut, die hat auch Blazen gefeiert und so. Das sind deine Fans, Blazen. Denk mal drüber nach. So, das ist der Grund, warum sie so ausgetickt ist und dir diese Screenshots geschickt hat. Nur mal so meinte gut. Und ja, da gucken wir doch mal genau rein, wie der Sachverhalt ist und was ich da genau geschrieben habe. Ich habe Shirin gebeten, ob ich mit ihrem Spotify-Account nachts streamen könnte, um mein... Aber gut, dass er das Video nutzen kann, um seine Differenzen mit seinen alten Freundinnen aufzuarbeiten. Vor allem geil auch. Er gibt das hier auch einfach zu. Das verstehe ich nicht am Blazen. Ich meine, seine eigenen Songs zu streamen nachts durch irgendwelche Zuschauer-Accounts, das ist so wack. Das ist so fucking wack. Ich meine, genauso kauft er Klicks, er kauft Abonnenten, er kauft Likes. Was bringt dir das? Ich verstehe es halt einfach nicht. Also Spotify, okay, er kriegt Geld dafür und besser gestreamt, aber auf YouTube bringt dir das gar nichts. Aber positiv, dass er wenigstens zugibt, dass er ein Klick- und Like-Käufer ist. Das stimmt, ja. Meine Songs zu pushen, damit ich besser in den Algorithmus rutsche und dass es meine Zahlen pusht und vor allem mir etwas Padder in die Taschen bringen, Digga. Ich glaube, es ist nicht auch verboten? Deine Zahlen existent macht. Ja, Mann, geil, es geht um Geld, so wie, überall. Das habe ich gemacht, weil ich an diesem Tag meine Arbeit gekündigt habe und ich habe über meinen Plan B nachgedacht. Du hast deine Arbeit, by the way, nicht gekündigt. Ich meine, wenn dann sagst du auch, die wollten ihn da nicht haben, Real Talk, die wollten ihn kündigen. So, die hatten keinen Bock mehr auf ihn, er war da mega unbeliebt, hat dann eine mega kleine Abfindung bekommen, die auch super lächerlich war, hätte das 10-fache verlangen können und war dann weg. Digga, du hast nicht gekündigt, sondern du musstest quasi gehen und das war das Beste, was du mitnehmen konntest. Also dann sei doch ehrlich, Digga. So die ganze Zeit, das ist, weißt du, die ganze Zeit bringt er irgendwie private Infos über andere, macht die fertig, reißt die aus dem Zusammenhang, aber er selber ist er zu sich nicht ehrlich, Mann. Wie könnte ich irgendwas machen? Ja, Spotify-Stream, ja. Ich mach nicht 20.000 Euro im Monat, aber ja, der Kuchen-TV, der kommt von oben. Digga, dann kündige nicht. Du kannst doch nicht einfach kündigen und dann gucken, so, was mache ich jetzt? Ja, ich streame meine Songs von den Accounts meiner Zuschauer, das mache ich jetzt. Digga, das ist, ey. Und er muss natürlich die Sache aufgreifen, denn jetzt hat er krasse... Ganz kurz, weil ich bin da nicht so drin, ich habe von den ganzen Sachen nichts mitbekommen. Aber hat er dann nur davon gelebt wenigstens? Oder hat er sich noch... Gelebt. Er hat, glaube ich, noch ein paar Rücklagen... Er gibt nicht viel Geld aus wohl. Also er hat wohl noch ein paar Rücklagen gehabt, aber okay. Er hat dann keine Einnahmen aber nicht gehabt. So Hartz IV oder so geholt. Jetzt. Nee, soweit ich weiß nicht. Okay, nee. Cool. Beweise und kann ihn voll zerstören, weil Blazen Daniel beleidigt seine Zuschauer und beleidigt die, ja, Mann. Zeig mir mal die Beleidigung, zeig mir die mal. Junge, du bist einfach nur verloren, du hängst dich an Stroh. Du liegst aber auch schon ganz schön viel. Ja, mache ich auch bei Blazen Daniel, weil ich sehe es so. Er liegt ja Sachen über meine Freunde, wie zum Beispiel ja, von... Ja, gerade nicht, ich nehme dann nach dem Stream, ja. Okay. Er liegt Sachen über meine Freunde, über meine Besties, ja, also Timo und Woli und so weiter.
Und da mache ich das Gleiche, Bruder. Ganz einfach. Also, oh, ich meine, ich liege ja jetzt nicht seine Adresse oder sonst irgendwas, sondern das sind ja auch keine schlimmen Sachen, die ich da raushau. Ne? Das muss auch noch dazu sagen. Du hast gar nichts zu sagen. Deine Substanz ist hier nichts. Du denkst immer, ja, und ich habe wieder Beweise gefunden. Und diesmal wird Blazin' Daniel untergehen, so wie letztes Jahr. Am Montag bist du tot, Digga. Ja, Mann, ich lebe also Rücklagen am Ende, Mann. Wir müssen erstmal ein bisschen aufholen, Mann. Also wir können ruhig schon noch reden, aber... Du kannst mir gar nichts, Mann. Du holst dich auf deinen Status so hart einen runter. Du denkst, yo, der krasse Kuchen TV. Komm. Next. Ich schieb Shirin folgendes. Es war nur die Frage, ob ich deinen Spotify-Account nutzen kann in den Zeiten, wo du nicht streamst. Keine Ahnung, wie häufig du streamst. Im Zweifel nur über Nacht. Hab gestern meinen Job gekündigt und baue jetzt mein Spotify-Netzwerk auf. Und so, dass meine Songs dauerhaft gestreamt werden und Geld einbringen. So. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Dann schieb ich Shirin, nachdem es darum ging, dass ich hier nicht auf Instagram... Folge. Scheinbar bist du komplett lost, wenn dir ein Follow so viel wert ist, dass ich das so fertig mache. Ich brauche niemanden, der denkt, er würde mir jetzt eins reinwürgen, weil er mir keine Mini-Gefallen tun kann. Wo ist das Problem? Ihr habt auch da liegt er ja auch einfach wieder Chatverläufe. Spotify-Account, also. Hört nachts nicht und dann wird halt... Deine Substanz ist nichts, Blazin' Daniel, 25.000 Abos, Hälfte davon gekauft. Oh, auf gestreamt damit, wo ist das Problem? Er hat sich gerade darüber aufgeregt, dass sie gesagt hat, sie folgt ihm nicht und er sagt, was ist denn ein Follow, aber kauft sich Follow. Stimmt, Alter. Warum ist hier ein Follow so wichtig? Aber kauft sich Abonnenten, Follows und Likes, Alter. Und Junge. Kommentare auch. So eine tut man da weh, ist nicht illegal. Also wo ist das Problem, Digga? So, und was hat jetzt dahinter gesteckt? Ich habe meinen Job gekündigt und habe überlegt, wo ich ein bisschen Geld verdienen kann. That's it, Junge. Punkt Nummer... Bewerbe dich auf neue Jobs. Nummer 3. Er kauft Klicks. Krass, Mann. Junge, wie hast du denn das rausbekommen? Er hat Klicks gekauft, dafür habe ich auch Belege. Auch mega einfach rauszufinden. Er hat einfach, und man sieht es auch bei manchen Songs, dass er Klicks gekauft hat, richtig schlecht. Krass, Mann, ich habe Klicks gekauft, ich habe mir ein paar Likes gekauft, um deine ganze Hetze auszugleichen, die du angerichtet hast. Denkst du, ich hatte vorher so viele Dislikes? Nee, er nicht. Und wie viel habe ich mir denn... Digga, er kauft Klicks, um Dislikes auszugleichen. Wen zur Hölle interessiert denn die Bewertung, Digga? Wenn ich jetzt durch ABK gehatet worden bin, da gibt's Videos, die da irgendwie eine 50%ige Like-Rate hatten. Digga, es ist mir vollkommen egal. Es ist mir sowas von egal, Alter. Also dir sind diese Zahlen so wichtig. Das ist krank, Alter. Wirklich, das ist krank. Denn so gekauft? Boah. Und ich meine vor allem Klicks, okay, Likes, um das Ding auszugleichen, okay, aber was hat das mit Klicks zu tun? Du hast doch mehr Klicks als vorher, so, es sind ja auch viele Dislikes da. Ah, 1000 Klicks pro Video oder ja, zwei? Ja, stimmt, und ich meine, auf Instagram hast du auch Likes gekauft und Kommentare und Co. Womit rechtfertigst du das, Bruder? 1000? Ich finde geil in seiner Welt, dass er sagt, ich habe doch gerade mal 1000 oder 2000 Klicks gekauft. Er macht sich quasi noch lächerlicher. Ja. Ja, was bringt das? Ja, okay, da hast du 1000 Klicks. So geil, das ist ja noch dümmer. Wenn, dann kaufe ich doch richtig Klicks und nicht 2000. Alter, wie heftig ist das denn, Mann? Wenn ich vielleicht 100.000 Klicks kaufe oder 1 Million, dann mach doch gern einen Beitrag darüber. Aber bei 1000 Klicks oder 2000 Klicks... Es ist doch einfach lächerlich, Digga. Es geht um das an sich. Es ist lächerlich, Klicks zu kaufen. Es macht sogar deinen Kanal kaputt. Davon mal ganz abgesehen. Oh, Video, so. Bitte komm, geh dich begraben, Junge. Und außerdem, by the way, jeder kauft Klicks. Oder ungefähr 90% der Deutschrap-Szene, was... Nein. Also viele, so Herr Kuchen oder so, aber nicht jeder, nein. Nee, bei weitem nicht. Und ich sag mal so, das Ding ist, er stellt es jetzt ja auch hin, als ob das so was Normales wäre. Und ja, in diesem Kosmos gibt es halt einige natürlich, die Klicks kaufen so. Und was passiert, wenn die erwischt werden? Genau, die werden dann von so Seiten wie Memes to Rap, werden die auseinandergenommen. Und da melden sich die Manager bei dieser Seite und versuchen, die zu sperren, die Sachen zu löschen und so weiter, damit das nicht an die Öffentlichkeit kommt. Bruder, es ist nichts Cooles, sich Klicks zu kaufen. Das ist nichts, was ein Rapper in einem Track sagen würde. So, und ich kaufe mir wieder 1 Million Klicks. Das will man geheim halten, damit das nicht auffällt. Vor allem, es bringt doch auch nichts. Es sind keine reellen Fans. So, diese Leute werden, diese Fake-Klicks kaufen dein Merch nicht, kaufen deine CDs nicht, kommen nicht auf deine Konzerte. Das zieht auch normalerweise die Watchtime runter, je nachdem, was für Klicks du gekauft hast. Wack. Und selbst wenn nicht, die bewerten ja nicht, die schreiben keinen Kommentar. Also geht die Interaktionsrate deines Videos runter und es wird schlechter dann gerankt. Was auch immer du bist, du hast dich selber enttarnt. Du bist kein realer Musiker dafür, dass du ja so viel Herz und Arbeit in deine Musik steckst. Meinst du, warum es so viele Anbieter dafür gibt? Denkst du, die kommen von irgendwoher oder weil das ein Geschäft ist, was nicht läuft? Naja, Digga, Angebot gleich Nachfrage so. Und ich, auch wenn das jetzt, soll gar kein Diss gegen ihn sein, aber Klicks kaufen, außer jetzt Rapper machen das so mit Millionen und richtig krass mit Kai und so weiter. Aber wenn du dir als kleiner Anbieter von so einer komischen Mini-Seite da 1000 Klicks kaufst, das machen nur Idioten. Das sind Idioten wie du, die denken, Klicks und Likes und Bewertungen sind alles.
und es ist egal, wie man sie bekommt, Hauptsache man hat sie. Und das ist halt dumm, weil es gibt tausende Beweise dafür, dass es halt, gerade wenn man es so macht, wie er einfach den Kanal kaputt macht. Ich meine, er hat sich einen Monat 7000 Abonnenten gekauft und hat seitdem nichts, keinen dazu bekommen. Hat er? Wie viel hat er? 25.000 so. Das heißt, davor waren es halt irgendwie 18.000 oder so. Und da weiß man ja auch nicht, wie viele davon gekauft sind und wie viele echt. Und den Kanal hat er ja schon seit Jahren, vielleicht mal früher aufgebaut. Du siehst ja, wie tot er ist. Seine Abonnentenzahl bewegt sich seit 6 oder 5 Monaten nicht mehr. Er hat nicht mal minus oder plus 100. Das heißt, gar kein Juck. Der Kanal ist tot, Digga. Vielleicht gleicht er immer aus und kauft immer mehr. Ja, das kann sein, ja. Es ist wirklich, es ist so dumm. Und ja, Angebot gleich Nachfrage. Es gibt viele Idioten, die das machen. Vor allem kleine Leute wie du. So. Natürlich gibt es dann halt viele Leute, die das machen. Deinen Augen, wo du es nicht nötig hast, Klicks zu kaufen, ja, mach es doch nicht, du bist doch der große Kuchen-TV, aber halt doch deine Fresse, wenn irgendein random Klicks kauft, Mann. Ein gutes Gegenargument. Und dann mit so einer lächerlichen Höhe. Gott, soll ich zitiere Kuchen? Ja, eben, lächerliche Höhe, warum machst du es dann? Was bringt dir 1000 Klicks? Ja, es ist doch auch egal, so, es geht doch nicht darum, wie viele Klicks du dir gekauft hast, sondern dass du dir Klicks kaufst. Ich meine, vor allem, du musst mir überlegen. Ich meine, wenn ich Geld ausgebe, dann, also jetzt außer für Freizeitsachen, aber so dieses YouTube-Zeug, das ist ja sein Business. Ich weiß nicht, wie teuer das war, aber wenn er vielleicht 100 Euro insgesamt für Klicks ausgegeben hat, dann hättest du diese 100 Euro in besseres Equipped oder whatever rein investiert, dann würde dich das doch in deinem ganzen Schaffen deutlich weiterbringen, als dass du jetzt auf irgendeinem Track 1000 Klicks mehr hast. Safe, besseres Video machen, wird es vielleicht auch besser angezeigt, etc. Ja. So, und also ich verstehe. Audioqualität. Ja, ich verstehe den Musiker. Sinn nicht. So, ja, oder dass er jetzt mal einen Beat kaufen können, den einen, den man wirklich gekauft hätte. Dann bezahl doch die Leute, so, von denen du das geistige Eigentum quasi wegnimmst. So, so und weiß ich, das ist wie gesagt eine Sache, die ich halt nicht verstehe, weil diese 1000 Klicks bringt, das ist weggeworfenes Geld. Es macht keinen Unterschied, ob dein Track 1000 oder 2000 Klicks hat. Ganz kurz. Kleiner Applaus, wir haben die Hälfte geschafft, Leute. Ja? Er hat Klicks gekauft, dafür hat er auch Belege. Man sieht auch, dass er sich Klicks gekauft hat. Richtig schlecht. Boah, krass, Mann. Und in China ist ein Sack Reis umgefallen, Mann. Das ist genauso, wie wenn ich sage, yo, du hast ADS. War das nicht deine Begründung, ADHS, mit der du argumentiert hast? Und ich habe eine lange Nase und 2 Ohren. Niemals. Du hast ADHS. Und dein Vater spuckt auf dich mit einem Vaterschaftstest. Wow, Leute, also das ist ja ein Diss. Das haha, du hast ADHS. Digga, ADHS ist meine Krankheit, für die ich nichts kann und du disst mich damit. Würdest du Leroy auch damit dissen, dass er im Rollstuhl sitzt? Also, es hat ja keine Also, klar, man kann es halt lustig umsetzen, so, ne? Du kannst ja gucken, was bedeutet ADHS und wie kann ich eine Punchline schreiben. Du hast einfach nur gesagt, haha, du hast ADHS, es ist wack, Digga. So, Klicks kaufen ist doch keine Krankheit. Ey, wie kann man das denn vergleichen, ja, Alter? Ja, hab ich. Und jetzt? Leute, bringt euch lieber in Sicherheit. Als nächstes disst mich Blazin' Danny noch damit, dass ich 10 Finger habe. Oder 2 Arme. Oder eine Nase. Also, yo, Mann, du hast mich ertappt, Digga. Du hast es entlarvt. Sherlock Holmes. Ja, Krankheit gleich gekauft. Am Werk. Ich habe Klicks gekauft und ungefähr so 200 kosten 2,90. 2000 Klicks, pro Video. Weil das Geile ist übrigens auch, ist ja verboten. Ich werde das mal nachher in den Creator-Support senden und mal gucken, was sie davon halten. Ne? Bin ich gespannt. Für ein paar Videos. Heftig, Digga. Geil, dass du das, geleakt hast. Vor allem auch da, ja, genau da, dass ich nämlich auch Likes gekauft zum Beispiel, wo ich mir auch so denke, holy shit. Man muss über, also ich meine, er gibt es ja selber zu, aber auch so, es hat 1000 Klicks und 300 Likes. Jeder Dritte hat es geliked, aber es hat auch so jeder Achte ungefähr gedisliked. Also das, Digga, so viele Leute bewerten keine Videos so, da ist offensichtlich was gekauft. Ich gucke mal, ich dachte so nach 3 Minuten, aber nach 3 Tagen. So, und bei meinem Song hatte ich Kuchen TV nicht im Titel stehen. Das hieß Blazin' Daniel No Name Official Video. Mehr nicht. Und das kam um 21 Uhr raus. Es hätte auch keiner ahnen können, dass es da um Kuchen TV geht. Und trotzdem war er 12 Minuten später schon mit uns. Och, Digga, Junge, ey, wir haben immer noch gemeinsame Freunde. Wie zum Beispiel ja Timo oder Woli. Natürlich kriegt man mit, wenn sowas hochgeladen wird. Irgendeiner von denen hatte ich halt, warum auch immer, noch abonniert. Und dann habe ich das halt mitbekommen. Digga, ich muss nicht campen, es hätte mir auch einer meiner Zuschauer schicken können. Ich wollte gerade sagen, er ist so ein Meme mittlerweile geworden. Ja, also ich meine, es gibt auch, so, ich meine, guck mal, alleine Lukas Manfred verfolgt dich ja, um diese Videos zu machen. Das heißt, selbst er hätte das halt genau gesehen können, dass du das hochlädst und hätte es mir halt einfach geschickt. Ich hab dich nicht abonniert, Bruder. Umfassendem Statement am Start, mit Instagram-Stories, mit Strikes, mit Kommentaren. Kuchen hat seine Augen überall. Ja, guck mal, das Ding ist, ich habe so eine riesen Reichweite. Ja, ich krieg alles mit, Digga. Wenn mich irgendein YouTuber, teilweise kriege ich mit, so, ja, hier, der 1000 Abonnenten, der hat dich erwähnt. So, es schickt mir jeder, also ich krieg das halt mit, so, weil überall gibt's Leute, die mich kennen und die mir das schicken. So, das ist komplett normal in der Größe. Wenn die Schulter sich bewegt, dann sehe ich das. Punkten, die ich gerade hier selbst im Video durchgenommen habe und ja, da stehen wir nun. Er hat das Video einfach nur sofort gesehen, weil er entweder mein größter Fanboy auf der Welt ist oder ihn Leute, mein Video, mein größter, ja, da stehen wir nun. Er hat das Video einfach nur sofort gesehen,
weil er entweder mein größter Fanboy auf der Welt ist oder ihn Leute mein Video geschickt haben, während es lief oder direkt danach. Vor allem während es lief. Digga, ich kann dir sogar jetzt, ich kann dir sogar sagen, wie es passiert ist. Du darfst dich da aber nicht über ihn abfacken, weil er kennt das nicht, dass er Freunde hat, die ihm was ja, schicken, stimmt, oder eine Fanbase, die ihm schickt. Freunde, Digga, was soll das denn, Alter? Kester McCart, ach nee, warte, das war's gar nee, nicht. Kein Name, oder? Das ist egal, Digga. Also, sehr ich, das cool. Wir machen uns alle über den lustig. So, ich guck mal hier. Also, ja. Warte, der Track kam vorher raus. Ich kann dir sogar genau sagen. Manuel hat um 17 Uhr. Nee, warte, das ist es nicht. Oh Gott, Digga, das ist was anderes gewesen. Tja, wer ist es jetzt? Viele haben wir nicht mehr, meine Freunde. Ah, da, glaube ich. Nee, das ist wieder mein Video. Lass mich kurz gucken. Bruder, ich hab noch Bock hier, T-Tech. Ich warte nur, dass endlich neue Punkte kommen, worauf man mal wieder so ein bisschen, wo man wieder ein bisschen Futter hat, so. Aber ich bin voll da. Prost, Boy. Gut, ich finde das gerade nicht. Aber irgendwie eine Minute, glaube ich, nachdem das hochgeladen worden ist, hatte das irgendeiner in unsere Dings gepackt. Ich weiß nur leider gerade nicht, wer. Ah, hier habe ich auf jeden Fall gestrikt. Ah, hier, guck mal. Nee, das ist der Reupload gewesen. Dann habe ich es gleich. Warte, das will ich jetzt dann doch zeigen. Hier. Ja, Timo hatte das halt irgendwie gepostet gehabt. Irgendwie um 21.09 Uhr. So, ich meine, Timo ist ja der, mit dem du. Also der dich wahrscheinlich einfach noch abonniert hatte, nehme ich mal an, aus Versehen oder whatever, der hat es reingeschickt. Ja, okay, und dann habe ich es gesehen. Aber er muss es sich doch nicht zu Ende angucken, bis man Videos teilen kann. Ich kann doch auch ein Video sehen und das nicht eine Sekunde sehen und dann teilen, Digga, bist du dumm? Dass er sofort seine ungelesenen Nachrichten bei Instagram durchgeforstet hat und sofort Bescheid wusste und 12 Minuten später schon imstande war, dazu ein Statement abzugeben, ohne das Video richtig. Beim Statement, Digga, ich habe 3 Punkte genannt. Ey. Gehört zu haben, was ihm aber trotzdem ausgereicht hat, um das Video striken zu lassen. Relevanz. Digga, er checkt den Strike halt immer noch nicht, ne? Aber wie gesagt, dazu habe ich wieder. Ja schon was gesagt. Null, ja, oder? Null. 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 Obwohl sich ja eigentlich keine Sau für mich interessiert. Aber nee, besser als Kuchen Talks. Wirklich, der Typ. Digga, du bist ein Meme und es interessiert sich keiner für dich. So ein fucking Meme, Alter. Ehrlich, der fuckt so ab, der Typ, Alter. Das war so ein Meme, das war so lustig gestern, ne? Deswegen hast du das Video gestrikt. Es war so witzig, dass du vor Lachen nicht mehr konntest und ja, diese Storys geteilt hast. Ja, wer ist der lächerlichste Keck im Internet? Ja. Schwierig, einen Strike zu sammeln, während man X hochladen kann. Die alten Sachen können gesperrt werden. Ja, wäre auf jeden Fall sehr lustig, wenn tatsächlich sein Dings dann irgendwie weg wäre. Ne? Es wäre also lustig, wenn mein Kanal verschwinden würde, ja, Tim? Ja. Nee. Was wäre denn da so witzig dran? Empfindest du Spaß daran, wenn es anderen schlecht geht und wenn die... Nicht anderen, sondern dir. Etwas verlieren, was ihnen Spaß macht und, Digga, du weißt ganz... Du kannst auch trotzdem Songs machen, so. Bist ja nicht gezwungen, die hochzuladen. Genau, ich mache seit 10 Jahren YouTube und bei mir geht es nicht ums Geld. Ich mache das wirklich nur, weil ich es liebe. Wow. Digga, das ist so ein Schwachsinn, Alter. Du kaufst dir Likes, du kaufst dir Klicks, du kaufst dir Abonnenten. Wo machst du es für Spaß, Mann? Digga, dir geht es offensichtlich um Erfolg, aber du kannst nach 13 Jahren des Misserfolgs nicht sagen, ja, ich will Erfolg, aber ich krieg ihn einfach nicht. Natürlich sagst du, dass du es auch Spaß machst. Digga, laber doch einfach keinen Scheiß, Alter. Ein kurzer Applaus für alle Alben von ihm, die gechartet sind. Fertig, dankeschön. Ich bräuchte keine Musikvideos drehen, das bringt kein Geld. Bei mir geht es einfach nur darum, mich auszudrücken und Dinge zu verarbeiten, Punkt. Pick. Und echt keine Ahnung, in welcher Welt jemand es toll findet, wenn jemand seinen Kanal verliert. Also ich fand's nicht... Nein, ich find's so cool, wenn du deinen Kanal verlierst. Bei Mimi fand es schade. Ich hab's nicht mal gefeiert, als dein Kanal weg war. Oder war der überhaupt weg, keine Ahnung, oder du deinen Status verloren hast. Da empfinde ich keine Freude dabei. Warum sollte ich das tun? Das Lustige ist einer, der... Ich find's einfach lustig, weil du dich halt... Weil du halt so von dir überzeugt bist, so, und dass wir so... Komm, jetzt verpiss dich, Digga. Ich sag's deinen Namen jetzt einfach mal nicht. Fängt auf jeden Fall mit N an. Der hat mit Blazen original nichts zu tun. Dass die Line mit deinem Sohn über die Grenze ging, da schoss ich wohl übers Ziel hinaus wie Lewis Hamilton. Doch war nicht ernst gemeint wie dein Versuch, Frieden zu managen. Freunde wurden Feinde und böse, so wie Anakin. Vor allem auch da, auch Manuel zum Beispiel so. Weißt du, das sind so Dinge, die machen mich halt wirklich sauer. Manuel ist so ein herzensguter Mensch. Das klingt jetzt halt mega ironisch, nein, aber Real Talk so. Mit dem kannst du dich ja quasi überhaupt nicht streiten, so. Ich glaube, die hatten auch gar keinen Streit, soweit ich weiß. Mal gucken. Ja, mega netter, sympathischer Typ. Der hatte nie Streit mit Blazen Daniel, soweit ich weiß. Die haben nicht eine Sache gehabt, die da scheiße gelaufen ist oder so. Warum wird so einer damit reingezogen? Also ich verstehe das nicht. So, also ja, du hast halt Stress mit mir zum Beispiel. Ja, das ist okay. Du hast Stress mit Timo, mit Woli, mit Kev sind auf jeden Fall Sachen passiert. Aber mit Manuel fällt mir gerade nicht eine Sache ein. So, da verstehe ich nicht, warum ziehst du denn solche Leute mit rein? So, dann bleib doch bei den Leuten, mit denen du auch wirklich Beef hast, anstatt irgendwelche Leute da schlecht zu reden, die dir nicht mal was Böses wollten, so.
Ich verstehe das nicht. Ach, was ein Wunder, du verstehst das nicht. Ja, das ist aber ganz was Neues. Tim, es ist so arm, wie du versuchst, dir wieder das so darzustellen, als wollte ich hier den Manuel und den Nico mit reinzubeziehen und du verstehst das nicht und das geht doch echt gar nicht. Zieh doch nur die Leute mit rein, die da auch wirklich was mit zu tun haben. Digga, bitte maß dir doch nicht an, irgendwie über irgendwas zu reden. Du hast doch keinen Plan, Mann. Das merkst du doch, oder? Es gibt kein Problem mit Nico oder mit Manuel, gibt es nicht. Das implizierst du nur. Digga, wenn du keine... Digga, du zeigst ein Bild. Ja, er droppt doch einfach den Namen, obwohl er nichts mit YouTube zu tun hat. Ja gut, also Nico halt. So, der ist einfach zensiert mit auf dem Foto. Du disst die Leute, die auf diesem Foto sind, ist drin so. Du hast mit Manuel nichts zu tun. Da steht doch einfach Manuel at Blazin' Daniel so. Okay, das hat jetzt natürlich Timo gepostet, aber da erweckst du doch den Anschein, dass auch um Manuel geht, weil er in diesem Video mit drin ist. Da ist sein Name und da rechts sitzt er im Auto. So, dann nimm doch solche Sachen halt einfach nicht rein. So, ich finde das einfach wack. So, du ziehst Leute mit rein, die damit gar nichts zu tun haben. Stell dir mal vor, du hättest 1 Million Reichweite. Add einfach Manuel YouTube, hätte jetzt bestimmt sehr viele Nachrichten bekommen nach dem Diss-Track. Ja. Außerdem, selbst wenn du damit nicht suggerieren willst, dass ihr ein Problem habt, so, gehst du davon aus, dass er das feiert, dass er da jetzt drin ist. So, als ob es dann, wenn es nichts Negatives sein soll, soll es was Positives sein. Also, ich glaube, Manuel feiert sich nicht. So. Ja, eben. Und das gehört auch noch dazu. Er will da wahrscheinlich gar nicht drin sein. So, ich meine, er wird jetzt, will da ich meine, er hat jetzt, das Ding hat 1000 Klicks, den wird keiner angeschrieben haben und so, ne? Aber du musst halt damit rechnen, so, deine Fans, wenn man sie so nennen möchte, so, die können halt trotzdem das ebenfalls so auffassen, dann einfach rübergehen und ihn haten. Warum? Wenn er doch nichts damit zu tun hat. Keine Ahnung hast, dann halt doch einfach zur Abwechslung mal die Klappe. Jo Manu, was geht ab? Ich wollte nur Bescheid sagen, dass alles, was kommt oder was Kuchen sich in seiner Blase zurechtredet, nichts mit dir zu tun hat. Mit dir war alles immer cool. Warte. Und es ist so erbärmlich, aber nur, dass du Bescheid weißt. Also ihr dürft nicht vergessen, das sind Lines, die ja meinen ganzen Freundeskreis betreffen. Also hier, Kelvin. Ja, Digga, du bringst doch trotzdem Lines gegen meinen Freundeskreis. Du sagst privat zu Manuel, ja dich meine ich nicht. Das weiß doch in der Öffentlichkeit niemand. Wen hat er da jetzt gerade geleakt? Manuel. Der hat das so, okay. Ich weiß auch nicht, was Manuel drauf geantwortet hat. Wahrscheinlich einfach nur, ja, Manuel. Mach halt. Falls sich jetzt Leute fragen, warum ich die Videos von Lukas Manfred wiederherstellen lassen habe, ist es ganz einfach, Erpressung. Ich habe das nicht aus einer freien... Digga, es ist kein... Ach, Junge, Erpressung ist, wenn ich dir mit einer Straftat drohe, by the way. Dann erpresse ich dich. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe das Recht, diese Videos striken zu lassen. Du hättest auch das Recht, dann da rechtlich auch wieder gegen vorzugehen. Da würde man sich vor Gericht sehen. Alles gar kein Problem. Das ist keine Erpressung so. Das ist eine Lüge. Entscheidung herausgetroffen, sondern KuchenTV spielt mir gegenüber seine Macht. Vor allem auch, als ob es was Schlechtes wäre, dass die Videos wieder da sind und jeder halt deine Inhalte nutzen darf, wenn du auch die Inhalte von anderen nutzt, so, hä? Bei YouTube aus, mit YouTube-Partner-Status und yo, Connections zu YouTube, ich habe keine Chance dagegen. Digga, ich habe keine Connections, ich habe ganz normal gemeldet, so wie du auch die Videos meldest, so. Er hat die Videos gestrikt, er hatte, wie gesagt, ich hatte schon eben gezeigt, keinerlei Recht, das Video sperren zu lassen und trotzdem ist der Strike durchgegangen. Der könnte wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt furze, das striken, weil es sein Geruch war oder so, keine Ahnung. Es ist reine Erpressung gewesen. Ich habe es ihm am Telefon auch gesagt. Stichhaltiges Argument. Ja, ist aber er sah das so, als wäre es keine Erpressung. Er war selbst verwundert darüber, dass seine Strikes durchgegangen sind. Digga, Erpressung. Bei der Erpressung versucht jemand, sich selbst oder Dritte rechtswidrig durch Gewalt oder durch Androhung eines empfindlichen Übels zulasten eines anderen zu bereichern. Insofern ist die Erpressung von der Nötigung zu unterscheiden, die keine Bereicherungsabsicht oder Vermögensschädigung voraussetzt. Bruder, hier steht es doch selber, rechtswidrig, durch Gewalt oder durch Androhung eines empfindlichen Übels. Das habe ich nicht gemacht, Bro. Und nein, dein YouTube-Kanal zu striken ist kein empfindliches Übel. Kein Gericht der Welt würde sagen, ja, das war eine Erpressung. Heftig, Digga. Vor allem, dass das auch durchgeht. Ich meine, das ist nur kurz eingeblendet. Ich dachte so, ja, okay, gucken wir mal, aber heftig, ey. Und ja. Hat mich gewundert, Digga. Er weiß, er ist da nicht vorgekommen in dem Ausschnitt, den er gezeigt hat. Und trotzdem ist das Strike durchgegangen. Also, ich schätze aber auch eher, wegen, weil er mich da halt beleidigt und genannt hat. Was will man machen? Das ist eher der Grund. Ich musste klein beigeben und ich musste wieder genau das machen, was er in seinem Stream schon mal gesagt hat, wo ein anderer Rapper mich gestrikt hat. Hat selber mal einen Track gemacht, der auch gestrikt worden ist und hat dann bei, ich glaube sogar bei Timo mega rumgeheult. So, ja, mein Kanal ist jetzt bald weg, was soll ich machen, was kann ich tun, bla bla bla. Der hat sich da mit dem Typ auf jeden Fall geeinigt, aber hat mega rumgeheult. So. Obwohl der ja ein Rapper war. Hey, warte mal.
Guck mal, Blazin' Daniel hat Fake-Bewertungen von Fans schreiben lassen. Ich wurde damals angeschrieben, war mal Fan. Ja, stimmt, ja. Da ging sich immer auf, das hat er, glaube ich, Timo auch. Aber ich habe auch schon Rapper gedisst, ganz viele. Aber die haben dann auch das Video gestrikt sofort. Denn kein Mensch erträgt. Was war das denn gerade? Das ganz viele. Aber die haben dann auch das Video gestrikt sofort. Denn kein Mensch erträgt meine Diss-Tracks. Ich habe nach dem zweiten Strike den. Digga. Es ist krass, ne? Weil er checkt halt einfach nicht, dass die Leute das halt striken lassen, weil sie ja halt keinen Bock auf ihn haben und weil er da irgendwelche Nachrichten liegt oder sonst irgendwas, sondern er denkt halt wirklich so, ja, ich mach so krasse Sachen, die will jeder entfernt haben. Aber das ist auch wirklich seine Meinung. Die so, reingedrückt ne? hat, sämtliche Inhalte auf seinen Kanälen sperren lassen, die ich für ihn oder seine Freunde gedreht hatte. Da ist bisher aber nichts verbrannt auf seinen Kanälen. Meine Diss-Tracks. Ich habe nach dem zweiten Strike, den Emmy reingedrückt hat, sämtliche Inhalte auf seinen Kanälen sperren lassen, die ich für ihn oder seine Freunde gedreht hatte. Da ist bisher aber nichts passiert. Ja, übrigens auch das. Nur mal so, dass ihr Bescheid wisst. Also erstmal das lächerliche Cake-Video kann er nicht striken lassen, weil ich faktisch gesehen alle Rechte eingehalten habe. Also du kannst es natürlich striken lassen, dann gehe ich richtig einfach dagegen vor und kann mir von dir Schadensersatz holen. Ich habe noch keinen Copyright-Strike, das heißt, ich hätte jetzt auch keine Einschränkungen dadurch, aber ich habe ja dann trotzdem einen kleinen Verlust durch das Video, also nur mal so nebenbei, das heißt, es wäre sogar dumm, das zu machen. Dazu, was wollte ich sagen, hier, was hat er gesagt? Genau, mit den Videos, die du gedreht hast, das sind zum Beispiel hier so Musikvideos gewesen. Wenn du ein Musikvideo für jemanden drehst und die Sachen bereitstellst, dann hat man eine mündliche Abmachung getroffen. Du hast gesagt, du drehst die Videos für mich und Timo, das war zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was das war, hier unsere Sommer-Songs da, die wir gebracht haben, so, das ist eine mündliche Abmachung gewesen. Du kannst nicht, wenn man Beef hat, einfach sagen, ja, ich möchte jetzt aber nicht, dass dieses Video weiterhin online ist, denn du hast dich zu dem Zeitpunkt mündlich damit einverstanden, dass du dieses Video für uns gedreht hast und hast uns die Sachen halt bereitgestellt. Du kannst da nichts gegen machen. Auch wenn du die meldest, du fandest das okay, dass wir das benutzt haben. Und das sieht man ja auch, weil wir waren ja vor der Kamera, du hast uns ja gefilmt. Werden nämlich große YouTuber einfach von YouTube. Verbot auf Madeira kann sein, geschützt, weiß ich gerade nicht. Ohne dass sie irgendwas beweisen müssen. Nach einem Telefonat mit Tim machte er mir das auch nochmal ganz klar deutlich, dass ich keine Chance habe und es egal ist, wie viele Videos ich von ihm. Macht das die Szene gerade irgendwie besser, wenn er eh alles zensiert, das irgendwie nochmal so einzublenden? Nee. Strike, auch wenn die Inhalte bzw. ja bei mir liegen, ich habe die Sachen ja gedreht, aber er macht sich gar keine Sorgen, denn er weiß, er wird beschützt und die einzige Option... Ja, es ist ja auch so, Digga, es ist halt faktisch gesehen einfach so, als großer YouTuber hast du einfach gewisse Vorteile so. Ich meine, es ist ja nicht mal so, dass es einen Grund gäbe, warum das gestrikt werden sollte, aber selbst wenn ich was falsch gemacht hätte, wäre die Chance auf YouTube kleiner. Ey, eine Sache noch, weil hier gerade einer schreibt, find's schwach, dass du ihm nicht gönnst, schade eigentlich. Echt, das ist ein Joke. Ja, das ist okay, Joke, aber das muss man nochmal klarstellen, so ohne das hier, was er gerade macht. Kennt ihn gar keiner. So. Mein Stream hat mehr Aufrufe als das Video. Also Zuschauer. Ich wäre mit dem Anwalt gegen ihn vorzugehen. So, aber da Kuchen ja letztens erst. Ist das der echte Alpha Kevin? Ja. Ja, grüß dich, Bruder. In einer Story zu Leon Mascher sagte, Digga, warum hast du mich denn nicht einfach angeschrieben und gefragt, ob ich das Video runternehme, statt gleich zum Anwalt zu rennen? Okay, hiermit meine Frage, Tim. Würdest du das Video gegen mich bitte runternehmen? Du hast dein Geld damit gemacht, du hast deine Performance gemacht. Nein. Du kannst gerne zum Anwalt laufen, Bruder. Du hast alle Rechte eingehalten. Das war auch eine Zeit, wo ich solche Videos lasse ich meistens immer vom Anwalt nochmal abklären. Der hat gesagt, alles gut. Du kannst gerne dagegen vorgehen. Check das mal kurz ab. Ich mache über eine Stunde ein Video gegen dich, bringe ein Album gegen dich raus. Ey, aber kannst du bitte das Video gegen mich rausnehmen? Was ist los mit dir, Mann? Ach, geil. Mach, du hast deine Reichweite gemacht. Hast du Lukas eigentlich gefragt, bevor du die Videos gestrikt hast, aber die offline nimmt? Würde mich mal interessieren. Aber Digga, lass es doch einfach jetzt gut sein. Deshalb bitte ich dich hier. Ah, ich soll es jetzt gut sein lassen. Digga, okay. Wir gucken mal. Wir hatten Beef. Er bringt einen, okay, ich habe ein bisschen über ihn gequatscht in Livestreams und so weiter. Er bringt einen Diss-Track über mich raus. Ich antworte auf diesen Diss-Track mit einem Video. Dann ist erstmal halt Ruhe gewesen, wir haben uns ausgesprochen, bla bla bla. Dann habe ich halt ein paar auf die schlechtesten Blazin' Daniel Lines reagiert, was für mich jetzt auch kein riesen Beef ist, da ein bisschen sich über ihn lustig zu machen, davon mal ganz abgesehen. Er hat dann ein ganzes Album jetzt gedroppt, 90 Minuten, wo es nur um Lines gegen mich, Twizzy, Cassius, Timo, Kev und Woli geht. Und dazu hat er jetzt ein 1-Stunden-6-Minuten-Video rausgebracht. Und er sagt mir jetzt, ja, aber jetzt lass es mal bitte, okay? Fleißig ist er. Digga, das ist, ey. Er checkt aber auch selber nicht, wie lächerlich er sich damit macht, ne? Unfassbar. Ganz freundlich, nimm es doch bitte runter. Ich danke dir. Tim sagte am 21.02. in seinem Livestream auch Folgendes. Blazin' Diss-Track noch, ne? Ich hab den, also Real Talk, ich hab den wirklich nicht komplett gehört. Ich hab da so 20 Sekunden reingehört oder so und dachte so, ja, okay. Keine Ahnung, Mann, das ist so... So unnötig einfach. Ich meine, was will er jetzt? Unnötig? Was will er jetzt?
Meinst du mit unnötig, wie du trittst ein Jahr sinnlos auf mir rum, obwohl wir einfach nichts hätten miteinander zu tun? Stimmt gar nicht, ich war 8 Monate ruhig und dann habe ich auf die Sachen reagiert, die schlechtesten Blazing Daniel Lines. Wird auch wieder falsch jeder hatte sein Leben auf Das ist doch auch kein Angriff gegen ihn, der er hat doch diese Lines gerappt. Ja, das sind, und dann das darf man sich darüber lustig machen. Das so. Sind doch, ja selbst, er will doch eine Resonanz darauf haben, das ja. Verstehe ich nicht. Wenn du Musiker bist, da musst du mit schlechter und mit positiver Kritik umgehen können. So. Und ich sage das positiver mal ganz hinten, weil bei ihm kommt es erst ganz hinten. So, deswegen. Wenn es überhaupt kommt. Ja. YouTube gelebt oder, du kennst das Sprichwort wahrscheinlich, leben und leben lassen, vielleicht schon mal gehört. Dieses unnötig? Naja, kann man nicht viel zu sagen, ne? Lass doch jetzt hören, Bro, ich hab ihn nicht mehr. Hast du das nicht verstanden? Dieses unnötig, ich häng mit meinen Jungs ab und wir sind bei mir zu Hause und ey, wir haben, ey, lass uns mal Blazing Daniel anrufen und uns über den lustig machen. Ja, ist doch lustig, hä? Wer sind die? Ich kenne die nicht. Keine Ahnung. Dass sie Passion hat und gerne Hip-Hop macht und so. Ja, Trizzy, hallo. Falls du noch nicht gemerkt hast, so, man macht jetzt nicht ja. 500 Songs, wenn man jetzt keinen Erfolg hat, ne? Dann wird es wohl nicht der Erfolgsgrund sein, warum man Musik macht, oder? Ja, Mann! Dieses unnötig meinst du, okay? Ach, okay, ja. War nichts von mir jetzt gerade. Nee. Ne? Okay. Gut, alles klar. Tim, man merkt doch ganz genau, dass du keinen Bock auf einen geilen Diss-Track dir gegenüber hast, denn No Name ist erst der Anfang von etwas Großem und das ist ein Diss-Track, der Substanz hat, wie ich schon sagte. Das ist Real Talk. Gegen Real Talk kann man wenig machen. Das macht die Substanz immer größer, wenn man die ganze Zeit selbst erwähnen muss, dass der Diss-Track sehr große Substanz hat. Ja, vor allem, wir haben ja reingehört. Es ist interessant wie ein Blumenstrauß. Es ist einfach Zitat. Nur, er hat irgendwie, ja, du nimmst mich oft in den Mund wie Gabeln. Digga. Die ist geil, ne? Die hat mich auch getriggert, Digga. Du nimmst mich oft in den Mund wie Gabeln. Die hat mich getriggert. Können wir mal, ja. Regelrecht. Können wir da mal bitte drüber diskutieren? Digga. Denn das sind alles Fakten. Fakten, die sich beweisen lassen. So wie deine Steuererziehung. Ah nee, stimmt, die hat sich ja gar nicht beweisen lassen. Okay. Denn mit No Name habe ich nicht blind geschossen. No Name ist nicht in 2 Tagen entstanden. No Name besteht aus 1 Jahr Erfahrung mit dir und deiner ganzen Sippe, womit ich sogar ein ganzes... Digga, was für Sippe? Musst du Digga, wieder ja, auf Familie vor allem, und Freunde... Vor allem, du musst doch wirklich überlegen, wie krass der in seiner Welt lebt. Also... Ich meine, gut, YouTube-technisch habe ich jetzt natürlich nicht mit so vielen Leuten, also ich bin jetzt nicht mit vielen Influencern so befreundet, aber mit denen, wo ich Kontakt habe, die finden mich eigentlich alle sympathisch so. Twizzy findet mich sympathisch, ich habe Cashes ja kennengelernt, mit dem hatte ich Beef vor ein paar Jahren sogar, also jetzt so auf Facebook, jetzt nicht, dass wir uns gedisst haben, sondern wir haben da halt so eine kleine Auseinandersetzung gehabt, sind uns auch sympathisch, sind ja auch cool miteinander, ne, so befreundet so. Ja, so, ne, mit Punch habe ich auch kein Beef, ne, haben uns auch einmal gesehen, ne, der hat da auch seine Differenzen gehabt, jetzt also auch kein Beef oder so, ne, aber okay, man war ja früher mit schwarzem Humor und so weiter, ne. Dann im Fußballverein bin ich mega beliebt, ich bin der Fußballtrainer, ich, gut, nach einer Freundin ist jetzt kein Punkt, was würde ich noch sagen? Ich komme in meinem Freundeskreis halt mega gut an, ne, auch bei Gaffi und so weiter, ne, Gina mag mich natürlich auch, bla bla bla, so, und was hast du, Blazen? So, du sagst, meine Sippe ist scheiße, wir sind falsche Menschen, Bro, überall, wo ich hinkomme, wo ich Leute kenne, zum Beispiel auch beim Fußballverein, da sind 30 verschiedene Leute, ich bin jetzt nicht mit jedem befreundet, so ist klar, aber ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass da Leute sind, die mich jetzt so richtig hassen oder so. Du hast alle 3 Monate Streit mit deinem neuen besten Freund, weil du irgendeine Scheißaktion gebracht hast. Und du willst mir erzählen, dass ich irgendwie ein scheinheiliger, doppelmoralischer, falscher Mensch bin. Digga, du fliegst aus jedem Freundeskreis raus. Niemand will mit dir längere Zeit was zu tun haben, während ich meinen Freundeskreis seit Jahren habe. Manuel zum Beispiel kenne ich seit... Keine Ahnung, ich glaube jetzt 6 Jahren oder so, ist jetzt natürlich auch keine unendlich lange Zeit, aber du hast nicht einen Freund, den du 2 Jahre hast. Hey, sorry, dass ich dich unterbrechen muss, ganz kurz so, weil wenn du bei 1, 2 Leuten von dem in der Kritik schießt, Digga, der Typ, du nennst mich ehrenloser Bastard und der Typ geht mit mir an das Grab meiner Mutter und pflegt das Grab meiner Mutter mit mir. Der Typ, also mehr Ehre geht nicht so. Und auf eine Sache muss ich eingehen. Einer sagt, schämst du dich nicht, weil sein 2. oder 3. Song Attitude heißt, doch, du hast mir gegeben damit. Ist das nicht auch eine Marke? Kannst du da nicht gegen vorgehen? Das schwierig, nee, Attitude mal, ne? Movement. Ah, okay. Album füllen konnte. Und das wird die Antwort auf dein Video sein, Tim. Nicht ein 25-Minuten-Video, nein. Mein Album geht doppelt so lange und noch länger am Freitag. Ja, lang, aber... Es muss ja gut sein. Es kommt nicht auf die Länge an, Bruder. nur überall zum Stream, da könnt ihr dann die ganze Wahrheit erfahren. Dann gucken wir mal, wie du das so verträgst. Und jetzt ist einfach gut, Digga, der Zug ist abgefahren. Beziehungsweise er fährt jetzt gerade erst los. Du weißt doch, ich bin ein fahrender Zug und es macht gerade tut-tut, tut-tut. Hörst du zu, ist jetzt Gefahr im Verzug. Ich bin ein fahrender Zug und es macht gerade tut-tut in aller Geistes...
Das macht gar keinen Spaß, manchmal ihn zu dissen, weil er sich selber so wie. Dude. Es ist so fucking schlecht. Ey, und das Bild dazu. Das ist so geil. Leute, Alter. Oh, Junge. Wenn ich wieder Party mache, dann pumpe ich diesen Song. Ich liebe das, wenn der Sommer kommt. Ja, der Sommer gehört uns. Mein Sommerhit, Alter. Entschuldigung. Gegenwart trifft vielleicht kein Stein, den du je warfst, denn ich kann einstecken noch austeilen. Naja, ich zeig's dir einfach mal. Hörst du zu? Ist jetzt Gefahr im Verzug? Ich bin ein fahrender Zug und das macht gerade Tutu. Er sagt in seinem lächerlichsten Cake-Video auch Folgendes. Er hatte mal einen besten Freund. Und naja, die beiden haben sich halt gestritten, warum, da komme ich gleich noch drauf. Und Blazin' Daniel dachte, es wäre dann eine gute Idee, einen 28-Minuten-Diss-Track. Ja, das war kein richtiger also es war jetzt nicht so, Diss-Track hat er die Geschichte erzählt, aber da waren auch einige Disslines drin, habe ich falsch gesagt. Sind ja, okay. Sind die jetzt wieder befreundet? Nee. Ohne Inhaltsangabe. Der, einmal Blazin' Daniel durchgemacht hat, der kommt nicht zurück, Alter. Streit, dann ist die Freundschaft zerbrochen und dann dachte Blazin' Daniel so, Bruder, du bist ein Herz und eine Seele und deswegen mache ich einen 28-Minuten-Diss-Track gegen dich. Aber das mache ich, weil ich dich liebe. Ein 28-Minuten-Diss-Track. Sorry, nur ganz kurz, ich muss es nochmal einschreien für die Leute, die neu dazugekommen sind. Ich habe diesen Typen noch nie gesehen. Ich weiß nicht, warum er außerhalb der Musik mich ehrenloser nennt. Ich kenne ihn nicht. Nur nochmal zum Protokoll. Also gegen meinen ex-besten Kumpel. Okay, dann lass uns doch mal reinhören, okay? Ich liebte dich wie ein Bruder, wie man einen Bruder lieben kann. Digga, was bist du? Ich meine, vor allem, das ist auch geil, Mann. Der Track ist halt, es ist halt nicht mal. Der Typ hat nichts im Internet zu tun. Der ist nur durch dich. Sag ich mal, in dieses Internet-Ding gerutscht, dass du ihn halt mal gepostet hast oder so. Ich meine, dass du den Track machst, okay, aber dass du die ganze Zeit Bilder von ihm zeigst, der das halt, also, vor allem auch die Gründe, das hat er, glaube ich, mal auf seiner Seite geschrieben gehabt sogar. Die haben Beef gehabt, weil der Typ hat eine Freundin gefunden gehabt und dadurch, dass die beide sehr eingeschränkt waren, konnten sie sich nur am Wochenende sehen. Und dann hat er halt weniger Zeit für Daniel. Also das gab natürlich schon erstmal Streit und dann sind die mal Auto gefahren und hatten sich längere Zeit nicht gesehen und seine Freundin ist mitgefahren. Und Blazin' wollte unbedingt vorne sitzen, aber seine Freundin wollte auch vorne sitzen. Und das hat er wirklich auf seine Seite geschrieben, dass er das richtig kacke fand, dass er nach der ganzen Zeit nicht vorne sitzen durfte, um vernünftig mit seinem Kollegen zu reden. Wo ich so denke, Digga, es juckt doch nicht, ob du vorne sitzt oder nicht. Und du nennst mich ein Kleinkind oder meine Community. Digga, du beschwerst dich darüber, dass du nicht vorne sitzen darfst. Hat er seinen Freund jetzt verloren? Der ist, mit dem ist er nicht mehr cool. Such ihn doch. Was bist du denn für ein Freund, dass du deinem besten Kollegen 28 Minuten disst? Wie funktioniert einfach? Das kann man nicht lernen. Das kann man nicht lernen, was du gerade passiert. Das ist Talent. Das ist tief in uns. Aber wir werden einfach funktionieren, Mann. Wir sind das goldene Duo. Das ist wirklich. Digga, was bist du denn für ein Freund? Allein im Club, du hältst drauf und wir lachen uns zu zweit kaputt. Doch das wäre die beste Zeit, die wir gerade im Leben teilen. Wochen später höre ich, du hast nur noch für dein Mädchen Zeit. Wirklich, also ich sehe da bald keine Hoffnung mehr. Die erste Abmahnung ist schon raus. Ich hoffe, die erste ist schon Seifenblasen. Raus. Ja, kommt bald in der Post an. Fremd sich auf seine Rap-Dauer. Noch seit er Rap noch seit vor dem Arbeitsvertrag. Der immer 13 Jahre schon seit über einem Jahr unterwegs ist. Daniel. Leute, wir sind Jetski gefahren. Normal denke ich, genau, von Luxus her. Normal denke ich immer, wenn ich dann zurück nach Deutschland komme. Klingt für mich eher wie ein Verarbeiten und Klarkommen darauf, dass man seinen ex-besten Kumpel verloren hat und nicht wie ein Diss-Track, wie du es so gerne darstellst. Vor allem von 30 Minuten. Von den 30 Minuten hast du überhaupt die letzten 15 Minuten angeguckt, weil wirkt für mich eher wie so eine Zusammenfassung der guten Zeit, die man zusammen hatte. Ja, das ist der einzige Punkt, wo ich ihm zustimme. Er hat auch ein paar Lines auf jeden Fall gebracht, die man halt negativ auslegen kann. Ich weiß noch nicht, wie er es gemeint hat, aber ja, das ist der einzige Punkt, wo ich ihn tatsächlich mal riskieren würde. Aber guck mal, für ihn ist das krass, weil er hat jetzt in 48 Minuten einen Punkt, Digga. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Geil, Alter. So, hat er doch Substanz, was? Das wäre auch gute Recherche. Muss ich doch striken lassen. Das wäre ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Und selbst wenn ich einen Diss-Track gemacht hätte, Digga, was wäre denn daran so schlimm? Ja, da habe ich halt meinen ex-besten Freund gedisst, weil ich nicht vorne sitzen durfte, wo wir Auto gefahren sind, sondern seine Freundin. Ja, mein Gott. Es gibt tausende Diss-Tracks, du verurteilst das immer bei mir, aber es machen hunderte Rapper. Digga, genau, aber es kommt doch drauf an, wen man disst. So, wenn sich jetzt also zwei Rapper arbeiten zusammen, dann gehen die auseinander, dann fronten die sich öffentlich in Storys und machen die Diss-Tracks oder so, ist doch alles cool, Digga, das ist Rap. Wen disst du? Dieser, also nehmen wir mal an, Nico wäre ein Diss-Track gewesen, der hat nichts im Internet zu suchen, gar nichts, du bist der Einzige, der ihn da reingestellt hat. Diese Nadine, Digga, das war eine Ex-Arbeitskollegin oder Freundin von dir, die du damit gedisst hast, dass sie nicht zur Post gegangen ist. Du disst einfach deine Leute, mit denen du zu tun hattest, die nichts im Internet zu suchen haben, also die da halt nichts machen. Die haben keine Instagram-Seite, die haben kein YouTube oder sonst irgendwas. Du disst einfach Privatpersonen.
Weißt du, warum Blazin' Daniels Diss-Tracks nicht von hinten bis vorne sitzen? Hm? Er darf nicht vorne sitzen. Es tut wirklich weh, das zu hören. Real Talk, Mann. Gleiche Musik lebt davon. Musik ist das Verarbeiten von Gefühlen und ich mache nichts anderes. Ja. Musik lebt vom Verarbeiten von Gefühlen. Oh. Aber das checkst du. Ja, okay, und dann ist es so. Digga, so das Ding ist, du kannst Tracks über vergangene Sachen machen, aber dann setzt es doch so um, dass du nicht explizit eine Person aus deinem privaten Umfeld nennst, die ja jeder kennt. Zum Beispiel diese Nadine oder so, das wissen ja seine Arbeitskollegen oder whatever, wissen das ja danach. Ich würde zu gerne mit ihrem Freundeskreis sprechen, was sie dafür. Ja, ich würde gerne mit seiner Freundin mal reden, Alter. Oder auch ein bisschen mehr, ne? Nein, Spaß, ich würde gerne mit dir reden, was sie dazu sagt. Ich weiß, nach Nadine gab es, ich glaube, noch einen anderen Track. Der ist auch noch gar nicht so lange her, da hat er gerade gekündigt. Da hat er auch irgendwie so eine Ex-Arbeitskollegin fertig gemacht, weil die dann irgendwie keinen Kontakt mehr mit ihm haben wollte. So, Bro, du kannst das machen, du kannst das verarbeiten, aber mach es doch ordentlich. Zieh doch nicht Personen mit rein, die im Internet gar nicht zu suchen haben. Er wird dir es jetzt wieder umdrehen, dass du gesagt hast, ja, da hat er gerade gekündigt. Vorhin sagst du, er hat ja nicht selber gekündigt. Ja, okay, hat er nicht gesagt, da, wo du deinen Job verloren hattest. Oder so. Entweder nur bei mir nicht oder du checkst es überhaupt nicht. Ich finde einfach, bei Blazin' Daniel, ich habe ihn ja wirklich Monate... Nee, ich wollte ihn nachmachen. Ich lang gar nicht verfolgt und dann sind immer mal wieder so Sachen hochgekommen, die ich halt herausgefunden habe. Zum Beispiel halt die schlechtesten Blazin' Daniel Lines, ne? Ganz einfach so. Irgendwer hat auf einmal dann so Videos dagegen gemacht und dann auf einmal ist er wieder im Blickpunkt so, ne? Das Video ist ein Scheiß gut gemacht. Die Videos von Blazin' Daniel sind immer genau gleich. Es ist halt Drohne, ein paar Aufnahmen vom Ja, Black German Noel ist sogar auch schwarz. Kennt ihr euch nicht? Kennen sich die Schwarzen nicht alle in Deutsch? Ist das nicht so? Nein, aber ich nick dir zu, Bruder. Das ist wirklich bei jedem Track von ihm das Gleiche. Egal welchen du halt nimmst. So und dann befasse ich mich halt auch wieder mit ihm. Ich meine, guck mal hier, das ist. Könnte sogar die gleiche Aufnahme sein, Alter. Er steht genau gleich im Schnee. Ja, gut, hier fliegt die nur nach hinten. Oh, das könnte echt die gleiche Aufnahme gewesen sein, ne? Ich sag euch, ja. Ich habe am Anfang gesagt, das sind tatsächlich alles seine Fußspuren gewesen. Der hat ja direkt 50 Videos. Ist die Frau da im Hintergrund? Ach, keine Ahnung. Irgendein Hang, Alter, hat er direkt hier durchgezogen, auf jeden Fall. Aber hier auch wieder Drohne, wieder Nahaufnahmen. Der kennt nur eine Kameraeinstellung, glaube ich. Glaub ich nicht! Wow, Mann! Jedes Video ist mit einer Kamera und mit einer Drohne gedreht! Ja, Digga, und ich esse auch je... Das ist wieder so krass, Sachen aus dem Zusammenhang dann irgendwie so völlig falsch kombinieren und so... Alter, Digga, Mann! Jeden Tag mit Messer und Gabel und wisch mir den Arsch mit Klopapier ab, Junge! Du bist so behindert! Wie drehst du denn dein Musikvideo auf? Nur ganz kurz, weil sonst verliere ich den aus den Augen. Schick mir gerne Beats bei Instagram, ja? Danke. Auch mit einer Kamera, krass, Mann! Ach, aber du hast ja keine Drohne und deswegen bist du total kreativ, Digga. Ja, ich habe also keine Drohne, ja, dann packen wir. Oder Kuchentalks, ist gar nicht vorne mit der Drohne gefilmt. Ich habe schon mal einen Track mit Drohne. Ja, ich bin jetzt nicht raus und ich habe tatsächlich. Wir haben doch bei Fresher Than Je sogar eine Drohne benutzt. Ach, stimmt, wir haben bei Fresher Than Je eine Drohne benutzt. Wir zeigen euch, das war sogar meine, ja. Ja, nee, war es nicht, aber ich habe auch eine. So, ja. Oh, ist sogar das zweite hier. Hier der Baba-Song. Boah, ist das keine Drohne, Digga, krank. Und ja, das Video ist jetzt auch kein Überschritt oder so. Aber das Ding ist halt, was mir halt bei Blazin' Daniel, was ich ja damit meine, er hat immer genau die gleichen Kameraeinstellungen. Er macht keine kreativen Videos oder so, sondern er hat quasi so sein Machen, wie er Videos macht, also immer Drohnenaufnahmen drin, dann immer Einnahmen, wie die Kamera so ein bisschen rumgeht, dann immer nochmal so eine Aufnahme meistens so von so schräg unten oder so, wenn er sich irgendwo hinsetzen kann. Und das ist halt immer gleich. So, und das Ding ist, du machst halt, also wenn du so viele Musikvideos machst, da musst du da doch Variationen reinbringen. So, ich meine, ich mache selber wenig Tracks, bei mir könntest du es wahrscheinlich auch ähnlich sagen, aber wenn ich so viel Rap mache und 650 Euro für ein Video verlange, dann würde ich doch also ein größeres Feld an Videos abdecken und mit den Kameras, mit der Kamera spielen, vielleicht mal eine richtige Story machen oder so in den Videos. Du machst immer das Gleiche, du rappst einfach nur in die Kamera. Ja, aber das ist Blazin' Daniel 2021. Wir beschweren uns darüber, dass seine Kamerasichten etc. Fahrten nicht so gut sind und er beschwert sich darüber, hey, der sagt, ich filme mit einer Kamera, als ob wir das gemeint hätten, Digga, das regt mich so auf. Es ist so dumm, ehrlich, Alter. Ey. Digga, oh Junge, geh dich einfach begraben! Nein. Cringe. So, was geschah denn dann im Detail? Am 24. Januar setzen sich Kuchen, Timo, Cassius Clay und Trizzy zusammen und ziehen... Wir haben uns nicht am 24. zusammengesessen. Das war irgendwann Anfang Januar, glaube ich. Zufällig das los. Blazin' Daniel muss jetzt... Ach, Digga, natürlich nicht zufällig. Also ich und Timo suchen ja schon Namen raus, weil wir ja... weil wir jetzt zum Beispiel auch nicht drei, also immer nicht die drei Größten oder so drin haben wollen, wäre ja dumm. Wir wollen ja mehrere Folgen drehen. Aber er stellt das so dar, als ob wir irgendwie das vorschreiben in dem Sinne. Nein, wir ziehen die Namen und haben dann wirklich diese paar Minuten da, zwei mehr, glaube ich. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die abends anrufen und sagen, jo, ihr das die und die Person, wir wollen das halt schon real machen. So. Hört man ja auch, die Qualität schwankt, außerdem, man merkt, wir sind betüdelt da, ne, auf jeden Fall. Ja. So.
betüdelt. So, und weiß nicht, Kai Pflaume zum Beispiel fand ich von mir nicht so gut. Blazen, da hatte ich wieder ein Highlight. So, ne? Ja. Ja, halt spontan. Gedisst werden, ja, Mann, das war bestimmt zufällig da drin. Ja. Trizzy und Cassius rappen mal so Zeilen gegen mich. Ja, auf zufällig meint er, glaube ich, dass wir halt einfach. Ihr habt es ausgesucht, aber was ich da ziehe am Ende des Tages, ich bin noch nicht jeden Tag mit dir und plan deine Tim und Timothy-Kanäle, so, weißt du, ihr bestimmt da die Namen, wir ziehen die und ich muss mir in diesen 2 Minuten Text dazu ausdenken und gib mir doch lieber Props dafür, dass ich sie so gut gedisst habe. Ja. Also, was soll das denn? Diese Situation werde ich aber auf meinem Album Reanimation näher eingehen. Ja, aber ja, hier ja. möchte ich jetzt einfach nur ein paar Worte zu Timo sagen, denn Timo müsst ihr wissen, oder wisst ihr schon, aus dem Matrix-Video. Timo hat mir schon ein bisschen was vorgestellt. Oder etc. Ja. Timo war mal mein Freund. Timo war auch der Freund. Ja, wie gesagt, also zu dem Freund habe ich ja schon was gesagt. Also, sie waren halt nicht befreundet. Und ich meine, das Ding ist, guck mal, ihr müsst euch das so vorstellen: Es ist ja bei Blazin' Daniel halt wirklich jedes Mal das Gleiche. Er hat irgendeinen Freund, zum Beispiel halt, jetzt sagen wir einfach mal, Timo war sein Freund. Und erst mit der Zeit kriegt man halt mit, was er für ein falscher Mensch ist. Ist halt einfach so. Und dadurch darf man halt einfach nicht vergessen, dass er ja am Anfang dann vielleicht noch cool zu ihm eingestellt war, aber mit der Zeit hat man halt mitbekommen, was Blazin für ein falscher, ekelhafter Mensch ist. Und dann ist es doch okay, sich zu distanzieren und dann halt auch gegen ihn zu schießen oder schießen zu lassen, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, das ist ja ein Rap-Kontext. Rap ist doch gut, wir verarbeiten doch nur. Bro, wir haben in dem Format einfach unseren Beef verarbeitet. Ist doch alles gut oder nicht? So im A-Cappella-Battle. Ist der Freund von... Kuchen. Ja. Und Timo ist auch die Verbindung zwischen mir und Kuchen, weshalb wir uns überhaupt kennengelernt haben. Ja. Ach, Junge, auch das ist halt. Also, dass du immer noch nicht mitbekommen hast, dass Timo dich von vorne bis hinten verarscht hat, so. Und jetzt sitzt dieser Timo da im Video, nachdem er die ganze Vorgeschichte eigentlich auch haargenau kennt. Und dieser Typ setzt sich jetzt in das Video gegen mich zu diesen Leuten, kichert sich einen ab und erzeugt bei mir einfach nur ein Gefühl von Hass, Wut und Ekel. Was er auch genau weiß. Also zu dem Ding sagt er auf jeden Fall, zu dem Zeitpunkt der Props oder Hops-Folge hatte ich mit Blazin bereits fast ein Jahr keinen Kontakt mehr. Eskaliert ist es nach der Videosache mit Woli, da kommen wir dann gleich noch zu auf jeden Fall. Ja, also hatten die da schon ein Jahr keinen Kontakt mehr. Und er hat sich ja komplett von ihm distanziert, wollte gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und es war in einem Rap-Kontext. Du sagst doch selber, dass im Rap alles erlaubt ist, so. Ja, außerdem, wenn du gegen ihn so einen Hass und Ekel empfindest, warum musst du dann wieder alte Bilder von euch zeigen, wenn er ja so ein verwerflicher Mensch ist? Stimmt, vor allem eben hast du ihn zensiert, da wird er aber wieder gezeigt, so. Aber freshe Frisur, Timo. Und jetzt denkt mal daran, selbst euer Kumpel da random in diesem Video einfach mit dabei. Digga, er ist nicht dein Kumpel. Ihr hattet ein Jahr keinen Kontakt mehr, nachdem ihr im Streit auseinandergegangen seid. Und du selber sagst doch, dass im Battle Rap alles erlaubt ist und dass du so deine Sachen verarbeitest. Warum darf Timo das dann nicht, indem wir in der Props- oder Hops-Folge dich reinnehmen? Wo ist da der Unterschied? Er hat doch nicht mal gerappt. Das geht auch noch, er saß da einfach und er fand es halt lustig. So, wo ist das Problem, Digga? Und lacht über eine Line, die Trizzy auf ehrenloser Basis gegen meine Oma. Ja, das ist ehrenlos, Digga, dass mein 7 Wochen alter Sohn, dass du ihn abschießt mit Blei, das ist wieder in Ordnung. Digga, da sieht man halt mal deine Doppelmoral. Wo Timo mir letztes Jahr noch sein herzliches Beileid ausgesprochen hat und jetzt lacht er über diese Line mit. Vor allem, was auch immer er da mitmacht. Also dazu hat er übrigens geschrieben, ja, ich habe Blazin mein Beileid zum Tod seiner Oma ausgesprochen. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Blazin sagt doch immer selbst, dass er mit seinem Battle-Rap Kunstfreiheit ausübt. Er rappt teilweise Zeilen, in denen er sagt, dass er die Freundinnen von irgendwelchen ehemaligen Freunden auf dem Lattenrost bumst. Wenn er dann aber eine Zeile abbekommt, ist plötzlich alles zu viel, wie die Line halt über die Oma. Digga, ich kann verstehen, dass du dich über die Line aufregst. Die ist krass, die ist auch gut, die trifft, weil im Battle Rap muss man denjenigen treffen. Und ich merke, ich habe dich mit einer Line komplett kaputt gemacht. Ja. Aber du musst überlegen, ich sage doch hier selber, ey, ich wünsche deiner Oma, dass da, wo sie ist, dass es ihr gut geht, etc. Das habe ich auch da gesagt. Aber du musst es doch mal nachvollziehen. Ich sage doch, sie, deine Oma, beleidigt dich für deine Aktion. Ich beleidige dich, denn ich will dich dissen und nicht deine Oma. Ja. Mann. Und zieht sich dabei auch die Cappy ganz weit nach unten, weil er genau weiß, dass die Line krass war. Absolut verwerflich, ja. Was da gerade gesagt wurde. Ja, das mit der Cap runtergezogen habe, ist doch eine normale Reaktion. Was soll ich denn sonst im Video machen? Einfach nur langweilig rumsitzen. Die Line war halt krass, aber auch saulustig. Das wurde doch auch nie bestritten. Ja. Das hat Timo dazu gesagt. Also, ja, er dreht sich halt wieder alles so, wie er es braucht. Es ist halt wirklich. Okay, noch einen kleinen Real Talk hier am Ende. Die letzten Worte deiner Oma am Krankenhausbett. Du Hurensohn, leg die Kamera weg. Die sitzt halt, die Line. Aber ich mach meinen Job halt gut. So, was willst du von mir? Soll ich machen, Bruder? Ich bin Battle Rapper, ich bin Musiker. Was willst du von mir? Jo, zensier mal meine privaten Nachrichten an dich, die ich öffentlich. Vor allem das Ding ist halt auch, zum Beispiel hier, also jeder weiß, dass es halt Timo ist.
Weil es jetzt auch um Timo geht, glaube ich. Also Timo hat mir dazu auf jeden Fall was geschrieben. Ich meine, du brauchst sie nicht zensieren, wenn du da Nachrichten zeigst, so. So, nachdem die Strikes zurückgenommen wurden, hat der Timo mich angeschrieben, ja. Ja, guck mal, Digga, du veröffentlichst schon, Digga, er sagt da in der Nachricht, zensier bitte meine privaten Nachrichten an dich, öffentlich gepostete Sachen sind kein Ding, aber WhatsApp-Chat zu zeigen, wo er noch mal ein Profilbild sieht, zensier das mal bitte. Er sagt dir da quasi schon, dass es kacke ist, dass du private Nachrichten von ihm veröffentlichst. Und was machst du ein Video später wieder Nachrichten veröffentlichen? Digga, ich habe ihm das am Telefon auch gesagt. Ich habe gesagt, mach, was du willst, aber lass Telefonate raus und leak keine Chats. Und er hat geschrieben, yo, bitte zensier mal meine privaten Nachrichten an dich. Öffentlich gepostete Sachen sind kein Ding, aber WhatsApp-Chats zu zeigen, wo man auch mein Profilbild sieht, zensier das mal. Timo soll dagegen vorgehen, sagt er da auch, Alter. Diese unfassbaren Timo soll dagegen. Timo ist gar kein Battle-Rapper, Digga. So. Timo, was hat er damit zu tun? Ja. Timo ist der loyalste, liebste Mensch. Timo ist wirklich so einer, wo ich immer noch sage, Timo, du bist zu gut für die Welt. Ja. Du bist zu nett. Er ist wirklich einfach zu nett. So, der gehässige, gemeine Twizzy, so, da ist das okay. So, gegen den kannst du sowas von meinetwegen noch sagen, aber nicht gegen Timo, Mann. Ja. Nachrichten waren übrigens sehr nicer Real Talk und am Ende die Reimkette. Digga, das macht an sich doch keinen Unterschied, Digga. Guck mal, da kommen wir übrigens auch noch dazu. Da hat mir Timo nämlich auch was geschrieben so. Ich habe Blazen gesagt, er soll die privaten Nachrichten zensieren. Das macht man einfach nicht. Gerade wenn er sie aus dem Kontext reißt. Ich kann Blazen doch Props geben, wenn er mir 15 Sekunden Ausschnitte seiner Songs zusendet. Warum blendet er dann keine Screens ein, wo ich ihm Kritik zu seinen Songs gebe? Irgendwann hab ich Blazen auch gesagt, dass er mir nichts mehr zusenden soll, wenn er in jedem Song dieselben wacken Fehler macht und auf meine Kritik nicht eingeht. Ab da hat dann schon ein leichter Beef angefangen. Blende mal diese Nachricht ein. Achso, ja, also Blazen, du sollst die Nachricht einblenden, wo er dich gedingst hat, auf jeden Fall. Also, wo er dir Kritik gegeben hat. Wäre komisch, denn da stellt er so gar nicht dar. Er tut so, als ob er ihn nur abgefeiert hätte. Das ist halt auch das, was ich meine. Warum reißt du Dinge aus dem Zusammenhang? Warum zeigst du nur die eine Seite? Warum zeigst du nicht die Kritik, die er dir gegeben hat? Feuer-Emoji! Denn Flow ist. Und dazu noch, nur weil ich mein Bild auch bei Instagram habe, gibt es dir nicht das Recht, das so zu veröffentlichen. Man darf ja auch nicht vergessen, niemand weiß, ob er das Bild bei WhatsApp hat oder whatever. So, wenn er gehackt wird oder so, dann ist das schon ein Punkt, wo man herausfinden kann, ob er das ist oder nicht. Richtig gut, Bro. Gefällt uns sehr nice. Coole Atmosphäre und sehr stark. Für ihn interessiert sich keiner, ja, für einen von uns. Ja, ich meine, guck mal, das ist wieder genau das Gleiche. Du bringst dann nur positive Sachen. Warum bringst du nicht die Kritik, die er veröffentlicht hat? Warum zeigst du nicht mal das? Weil der Blazy Boy dann ja schlecht dastehen würde. Text, Bro, feier ich. Video ist auch äußerst nice. Ja. Das sind Nachrichten, die sind sehr privat. Ich sag, Digga, du hast das Profilbild auch auf deinem Profil gepostet, öffentlich. Verstehe ich nicht, aber okay. So, danach hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, die werde ich euch jetzt einfach vorlesen, weil sonst wird der Timo anfangen. Junge, dann leak sie doch gleich. Ja, Mann. Es ist genau das Gleiche. Du sagst jetzt ja quasi, dass du es vorliest. Das ist auch nicht erlaubt, Bro. Ey, Timo, Reader, wenn du das siehst, lass dagegen vorgehen. Ich bezahle dir den Anwalt, ist mir egal. Aber das ist halt, wirklich... Ich beteilige mich. Weinen. Ja, safe, aber es weiß ja niemand, dass ich das bei WhatsApp hab, so. Und wenn jetzt irgendwer meine Nummer kriegt, dann ja, es ist ja so. Es ist so. Was? Du kannst dir langsam nicht mehr geben, aber musst schauen, wie es ausgeht. Bruder, wir müssen da heute alle zusammen durch. Ja. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, ja? Weiter geht's. Junge, der Typ zieht sich das einfach nur aus dem Arsch, weil es ihm peinlich ist, dass er mir Props gegeben hat. Und ja, dazu hat er auch was geschrieben. Mir ist es nicht peinlich, dir Props gegeben zu haben, sondern vielmehr triggert es, wenn du nur die privaten Nachrichten liegst, die deine Argumentation untermauern. Wie gesagt, dann zeig doch alles so. Dann zeig doch mal die Nachrichten, wo er dich kritisiert hat, wo er dir gesagt hat, dass du immer die gleichen wacken Fehler machst. Warum wird das nicht gezeigt? Warum zeigst du nur eine Seite? Und dann sag noch mal, dass du nicht in deiner eigenen Welt lebst. Was jetzt offensichtlich zu sehen ist, was ja auch genau mein Ziel war, das zu zeigen. Aber diese Ausrede, ja, nee, wenn jetzt jemand meine Nummer rauskriegt, die zwar überhaupt nicht aus dem Video ersichtlich ist, und dann mein Profilbild sieht und weiß, dass ich das bin. Ich komm Digga, da langsam nicht mehr drauf klar. Wenn die Nummer veröffentlicht wird und Leute speichern ihn ein und sehen genau dieses Profilbild dann wissen sie, dass das Timo ist, weil du das Profilbild gezeigt hast. Dann rip, Alter, dann rip. Ich habe auch Timo gesagt, er soll da rechtlich gegen vorgehen. Auch da wieder, er blendet halt einfach irgendwelche Privatsachen. Hat er jetzt im Nachhinein übrigens dann erst so, wo ich mir auch so denke, Digga, muss das sein? So, also das sind halt so Dinge, die ich halt nicht verstehe. Der hat auch safe das Gespräch mit mir aufgenommen, der hat safe das Gespräch mit... Ich habe übrigens tatsächlich mit meinem Anwalt heute darüber geredet, also einfach halt so, weil... ja, wir haben halt getalkt, ich meine, so, wie ist das? Und der hat dann überlegt und meinte auch, da kann man halt easy gegen vorgehen,
Man würde jetzt aber halt kein Geld da rausholen, so, ne? Sondern das ist ja, müsste halt die Abmahnung halt zahlen. Ne? Also so Anwaltskosten, wie viel ist das? So 800 Euro oder was? Könnte man halt easy durchbringen. Weil das Ding ist halt, die Sachen, die öffentlich, also er hat ja auch einen Kommentar öffentlich gepostet und das ist ja quasi sowas ähnliches wie das, was er da gepostet hat. Deswegen ist es kein schlimmer Vergehen. Wobei er die Nachricht eben, die wusste er gar nicht, das wusste ich bis eben auch nicht, dass sie da drin ist. Und er meinte, da kann man halt ohne Probleme gegen vorgehen und da müsste er halt einfach eine Unterlassungsklage unterzeichnen. Und müsste halt den Anwalt zahlen, ne? Also so 800, 900 Euro auf jeden Fall. Twizy aufgenommen. Und das sind Dinge, kann ich nicht nachvollziehen. Ah, okay, du hast ihm geraten, gegen mich vorzugehen. Weil das wäre aber nur deine Sache, die du einleiten würdest. Guck mal, der benutzt Sprachmemos von mir bei Spotify, womit er Geld generiert. Bei Spotify, von meinen Künstlern, von Cassius Clay etc. benutzt der Aufnahmen etc. Digga, also ich könnte ihn in so viele Zivilprozesse verwickeln, aber ich habe auch gar keinen Nerv darauf. Also. Wenn man sehen kann, dass er mir Props gegeben hat, in den äußerst privaten Nachrichten, wo er schreibt, dass es ein nicer Real Talk ist. Ja, man, da sollte man echt gegen vorgehen. Wie sieht's denn bei dir eigentlich aus, Tim, mit Datenschutz? Das scheint dir ja heilig zu sein. Deswegen soll ich auch unser Telefonat nicht veröffentlichen, ne? Ja, natürlich nicht. Grund. Dann schauen wir doch mal, wie der Tim mit Privat. Oh ja, ich poste auch Nachrichten, wo ich beleidigt werde oder so, ja. Die er zugesteckt bekommt. Eine Geschichte möchte ich auch noch sagen, Digga, weil die halt einfach, die ist heftig. Ach so, er will das zeigen. Blazin Daniel hatte letztes mit der Jahr, Polizei. Hat der sich, wollte der eine Ausbildung machen. Das ist aber geil, weil ich bei der Polizei, ne? Und du musst da ja so einen Sporttest machen und so einen Eignungstest. Und er hat dann irgendwie, ich glaube, 2 Monate für den Sporttest geübt. Also ist laufen gegangen, bisschen Krafttraining und so. Ist ja auch korrekt, Digga. Sport ist auf jeden Fall gut. Und, Digga, das ist so geil. Die Einblendung kam nicht von mir. Woher hast du so eine Videos? Dann hat er halt diesen Test gehabt. Achso, das ist seins. Er hat 2 Monate sich auf den sportlichen Teil vorbereitet. Und als erstes machst du diesen, diesen schriftlichen Teil. Und er fällt durch. Er hat es halt nicht mal bis zum Sporttest geschafft. Wofür ja, du musst dir überlegen, du trainierst 3 Monate für einen Sporttest und kommst nicht mal bis dahin. 2 Monate lang trainiert hat. Die Infos, die ich meinem guten Bruder Timo zu der Zeit gab, dass ich mich gerade auf einen Polizeitest vorbereite und dafür 2 Monate am Üben bin, das ist keine private Information, oder? Nein, ist es nicht. Die Sache mit dem Polizeitest hast du jedem erzählt. Du hast es sogar auf Instagram gepostet. Warum gehst du davon aus, dass ich es weitererzählt habe? Hat mir Timo geschrieben. Also du hast einfach gelogen, Digga. Du hast bei Instagram öffentlich gepostet. Ich wusste es tatsächlich auch daher. Ich habe dann mit Timo drüber geredet, nachdem ich das gesehen habe, by the way. Und selbst wenn dich diese Information so triggert, du verbreitest sie doch gerade auch noch mal weiter. So, dann lass, oder? Es doch komplett, Mann. Mit der Beweise ist, wenn du hier gerade hausieren gehst. Das ist halt der Tim. Immer wieder von Doppelmoral umgeben, ja, während er das gleiche an anderen anprangert und kritisiert. Gut, er nimmt das halt als Punkt. Du bist jetzt, halt so ein Mensch, der in Widersprüchen geboren ist. Aber ey, wie war das? Nur Blazin Daniel lebt in seiner eigenen Welt. Ja, lebst du. Er checkt's einfach. Keine Ahnung, was ist. Leute, also, der Geduldsfaden wird dünner, aber wir sind noch da. Wenn du immer noch nicht mitbekommen hast, dass Timo dich von vorne bis hinten verarscht hat, so. Okay, mit dieser Aussage sagst du, entweder bin ich ein extrem dummer Mensch, weil ich das nicht gecheckt habe, dass man 1,5 Jahre zusammen chillt und immer wieder was macht und dies und das. Oder Timo ist ein unglaublich falscher Mensch. Okay. Also, dazu hat er geschrieben, ich habe Blazin nicht 1,5 Jahre verarscht. Sicherlich wurde es mir am Ende irgendwann zu viel, aber nichtsdestotrotz habe ich ihm sogar teilweise verteidigt. Siehe American Pie, das Reaction von Tim. Also, verarscht ist auch zu hoch gegriffen. Was ich halt meine, ist jetzt zum Beispiel, ach, Blazin wollte unbedingt von ihm so einen Text für seine Seite haben. Und dann hat er, da habe ich ihn ja auch getrollt. Ich habe da ja auch so einen Trolltext einfach abgegeben, so übertriebenes Lob, wo Timo auch reingeschrieben hat, so, ja, Blazin ist ein unfassbar kreativer Mensch und er sieht die Sachen immer aus anderen Blickwinkeln. Es macht mega Spaß, mit ihm zu arbeiten. Es ist halt solche Sachen übertrieben. So, und das meinte ich halt mit, der hat dich halt verarscht. Also solche Sachen einfach. Okay. Ja. Ist der mittlerweile eigentlich drin? Blazin Daniel, hoffentlich. Wenn sich jetzt jemand damit brüsten möchte, dass, haha, ich bin ein unglaublich falscher Mensch und ich habe den 1,5 Jahre verarscht. Ich meine, wie oft hat dieser Typ Privatinformationen von mir an dich weitergeleitet, während wir befreundet waren? Und als gar nicht. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt von ihm weiß, was ich nicht von dir gehört habe. Dass er mit uns auseinanderging, hat er dir einfach alles gesagt. Digga, du regst dich über private Informationen auf, die du selber im Internet verbreitest, aber filmst deine Oma beim Sterben. Und machst 1000 Diss-Tracks gegen Privatpersonen, wo du Dinge raushaust, die halt nicht, also die Öffentlichkeit ja nicht mal jucken. Das ist nicht für mich zur Post gegangen. Oh. Das ist echt kein Freund, den ich vermissen werde, Tim. Wenn man sich damit brüsten möchte, dann tut das gerne. Ich habe aus meinen Fehlern in diesem Freundeskreis definitiv gelernt und für mich seid ihr einfach nur Abschaum. Ja, wir sind Abschauen, Bro. Also jetzt mal Real Talk. Jeder von uns kommt in jeder Gruppe klar.
Ne, also Timo kommt klar, Twizy kommt klar, Woli kommt klar, Manuel kommt klar, wir haben nirgendwo Beef, wir ecken nirgendwo an, wenn wir neue Leute kennenlernen oder sonst irgendwas. Nur du bist derjenige, der mit jedem Beef hat, der jeden Freund nach ein paar Monaten wieder verliert. Ja, du hast recht, Digga, wir sind die Bösen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe Manuel und Woli und so zum Beispiel nur, wenn ich mit dir bin, so, weil das ist halt eher deine Freundesklicke. So, und ich komme so gut mit dem klar, ich wurde immer herzlich empfangen, etc. Es war nicht mal eine Basis da, dass man wegen irgendwas streitet, weil die Menschen einfach straight und herzlich sind, so, und der eine hat recht und die ganze Gruppe hat Unrecht. Ja. Richtig. So, am 28. März 2020 trete ich in der Knossi Talentshow auf. 3 Tage, nachdem ich mich mit KuchenTV ausgesprochen hatte, nachweislich im Stream. Ist genauso wie KuchenTV ist ja so ein verwerflicher Mensch, aber auch in meinem gesamten Freundeskreis hat kein Mensch etwas gegen ihn. Ja. So, kein Mensch. So, weil normale Menschen, wenn man irgendwann, also so, ne, in einem gewissen Alter, streitet man sich auch nicht mehr wegen solchen kleinen Kram. True. Einfach so. Ich meine, der Typ ist über 30, so, was ist los? Ja. Bin ich bei Knossi in der Talentshow und mache überraschenderweise den 2. Platz. Traurig. Ich bekomme den Host von Knossi, bin völlig überfordert. Ich lese nur irgendwas im Chat von KuchenTV und Gina Maria sind am Flame. Und ich denke mir so, what? Hätte ich gesagt, hast du der tot nochmal gepostet, das Safety gehostet. What the fuck, ja, okay. Wir haben uns doch vor 3 Tagen unterhalten, Mann. Okay, ich rufe KuchenTV also live im Stream an. Das zeige ich euch jetzt mal hier, wie das klang. Aber das wusste ich, also. Was geht, Bruder? Was ist fit? Ja. Weil ja, wisst ihr, wer mich angerufen hat, mitten im Bett um irgendwie 0 Uhr oder 1 Uhr oder so, wo ich schon geschlafen habe. Ich check jetzt nicht, was Leute mit dir im Chat schreiben. Hast du irgendwie geflamed oder was? Nee, ich habe einfach nur gefragt, ob du Kritik blockst, mehr nicht. Hä, hey, ich habe gar nichts geblockt. Und da hatte ich eine Stunde Zeit, mich vorzubereiten. Habe ihm sogar geholfen. Das Vorstellungsvideo zu machen und... Krass, dass du ja, rangegangen bist. Du bist doch eigentlich nicht so, du hast telefoniert. Okay, das ist cool. Ne? Alles klar, ich muss jetzt leider Schluss machen wegen Noah. Aber ich wünsche noch einen wunderbaren Stream. Ich guck noch ein bisschen und dann wünsche ich dir was, Bruder. Ja, alles klar, danke fürs Helfen, ne? Jo, gerne. Ciao. Wie nett ich bin, wenn ich so halb verschlafen bin, oder? Krank, Alter. Ich sollte noch so meine Videos aufnehmen. Ja, aber er zeigt dich doch noch als positiven Menschen. Ja, ne? Danke für die Props. Also, wie ihr hört, es wirkte ja eigentlich so, als sei alles cool, ne? Jo, Bruder, dies und das, ich weiß, auf ironischer Basis, Tim, ich weiß, alles cool. Es wirkte aber so, als sei alles cool zwischen uns, soweit es natürlich mit einem KuchenTV überhaupt cool sein kann. Nach dem Stream sehe ich überraschenderweise jeder ist cool mit ihm. Also von den normalen Menschen, die jetzt mit ihm rumhängen, etc. Warum versuchst du nach außen zu suggerieren, als wenn er der Stressmaker hoch 10 ist? So? Hier in seiner Story. Was er also schon gepostet hatte, bevor wir gerade gesprochen hatten. Und jetzt denken wir mal nach. Was hat dieser Typ für ein Problem? Digga, ich habe einfach den 2. Platz gemacht. Ja, Digga, ich habe einfach Knossi dazu geguckt. Dein Auftritt war richtig scheiße. So. Und Knossi macht halt wieder so seine Art, dass er halt einfach alles feiert. So, ja. Leute haben mich gefeiert und fanden es gut und etc. Wir brüsten uns mit Geld. Autos oder Grundbesitz, doch unterm Strich kannst du alles haben und bist unglücklich. Es kommt nur auf die Seele an, wie viel du von der Welt verstehst und ob du damit leben kannst. Kannst! So wack, Digga, es ist so wack. Der hat den 2. Platz gemacht. Wie kann man Talente. In einem, wie kann man, das ist unfassbar. Dieser Junge hat einfach ein riesen Problem damit, wenn jemand irgendetwas Gutes zu mir sagt, darauf kommt. Ja, weil's wack ist, Digga. Weil er einfach seine Show abzieht und dann so einen peinlichen Keck der Reichweite gibt, ja. So, wie kann man das gut finden, Digga? Kommt er nicht klar. Es zerreißt ihn innerlich. Als ob Knossi diesen wacken Auftritt gefeiert hat. Ja, er ist wack. Digga, hat er, hast du doch gehört. Das ist unfassbar. Das war ein Ritterschlag für dich, ne? Das hast du ja Manfred gemacht. Er und Manni Mark haben es gefeiert. Und ja, da habe ich mich halt natürlich ein bisschen gefreut, was du natürlich in deiner Reaction dann so dargestellt hast. Ey, krass. Also, ey, allein, dass ihr... Hä? Ja. Ich war früher ein bisschen wie Blaze, hab ich hier mit meiner Freundin gestritten wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, mich irgendwann auf bis auf einen vergrault hab, war immer der Meinung, dass ich im Recht bin, was nicht der Fall war. Letzten Endes habe ich innerhalb von, glaub, 4 Wochen mich mit 8 oder 9 meiner damaligen Freunde gestritten, bis zum Kontaktabbruch kam. Vielleicht muss es bei ihm auch so weit kommen. Digga, der hat keine Freunde. Also Real Talk, der hat keine Freunde, Mann. Schön, dass du die Kurve bekommen hast, auf jeden Fall. Ja. Peace an sich, aber... Ehre, Digga, jetzt gib mir einen Sub. Ihr beide, das sagst du. Prime Subs kostenlos. Immer belächelt und so, und ich freue mich einfach, dass ich von euch so Zuspruch bekomme. Freut mich. Weißt du, er sagt zu anderen so, ja, alle hier sind am Saugen das bei Knossi, Digga, du saugst doch selber, Digga, du hast so
So hast du gemacht, Digga, als du da warst, ey. Also du verstehst, wenn ich mich einfach normal bedanke, nach dem ganzen Hate und Shitstorm, den ich von dir und deiner Community hatte. Ja, selber so, dass du da kleinlaut gelutscht hast, ist doch einfach so. Dass ich mal sage, ey, Digga, Das bedeutet mir viel, wenn du das sagst. Warum denn? Was hast du denn mit Knossi zu tun, oder was? So, du lutscht ja bei ihm. Die Meinung von ihm hat Gewicht aufgrund seiner Reichweite. Knossi, ist du da? Und bei anderen, also im Rap, im Text da, was es ging bei den schlechtesten Blazen, Daniel Lines war irgendwie so, ja, jeder lutscht jetzt irgendwie bei Knossi wegen dem Angelcamp. Einfach gut, mal was Gutes zu hören, nachdem man immer nur irgendeine Scheiße von irgendwelchen anderen Leuten hört, bei denen natürlich du gemeint warst. Der wird öfter verlinkt als ich, ne? Negative Kritik ist natürlich immer scheiße. Du hast ja. Dann einfach nur mal gut. Scheiße, Leute reden über mich, verdammt, wie dumm. Nichts mit Lutschen zu tun, Junge. Denn nachdem ich deiner toxischen Energie von dir und deiner Community ausgesetzt war, da freut man sich nun mal, wenn ein Knossi oder ein Money mag gute Worte dir gegenüber finden und du denkst, okay, du bist ja doch nicht so scheiße. Alter Monster, ey, du hast mich gefesselt mit diesen ganzen Geschichten, die du hast. Und wie bildlich du das beschreibst, Namen in den Storylines mit drin. Er ist... Das kann mir Knossi echt nicht einer, erzählen, der macht durchgehend Diss-Tracks gegen andere, gegen Privatpersonen. Du bist ein Stein auf der Straße und ihr rollt mich aus dem Weg. Ich hab Lines von dir im Kopf jetzt, ne? So. Ich bin Stein auf der Straße, dir rollt mich aus dem Weg. Das ist deep, Digga. Ein 14er, das ist deep. Eine Message, so eine Botschaft. Dem haben dich die Leute im Mund so wie Gabel. Du bist so bei den Leuten in aller Munde wie Gabel. Er ist einfach interessant wie ein Blumenstrauß, Mann. Muss man einfach so. Brutal! Ist wirklich gut. Krass, krass, krasse Nummer. Blazing Daniel, ja, Alter, mega guter Typ. Blazing Daniel. Jetzt mal ganz ehrlich, Marc, Alter. Der ist auch so mega sympathisch, ne? Du hast bei ihm einfach gewusst. Ich hab ihm in die Augen geguckt und gewusst, der fühlt das. Digga, ich weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt ernst meint, Real Talk, Digga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er. Aber ich glaube, dass Blazing das wirklich fühlt. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, halt nicht ja, ich kann mir vorstellen, dass Knossi aber das nicht ernst gemeint hat. Irgendwie weiß ich nicht. Digga, Knossi ist ein intelligenter Mensch, als ob. Ich weiß, dass ich nicht scheiße bin und das weißt du auch. Denn sonst würden sich die Leute wie du, Sate, Scream Out oder wem auch immer, wie auch immer ich schon gedisst habe, so darüber aufregen, Digga. Die regen sich nicht auf, weil ich ein Spasti bin. Doch. Doch, genau darüber regen wir uns auf. Er checkt das doch nicht, Mann. Spastpist. Wenn die regen sich auf, weil der Diss-Track nun mal gut ist. Und das weißt du, Digga. Ja, aber ich lebe in meiner Welt, Digga. Das hörst du nicht, Digga. Ganz ehrlich, hör nicht auf KuchenTV. So, du hörst jetzt auf mich. Du hörst auf jemanden, der in seinem Katalog wirklich über 500 Songs hat. Der Platz 1 Alben, der Top 10 Alben, der Gold, alles. Hör auf. Nein, Digga. Nein, es ist nicht gut. Punkt. So, selbst nimm alles weg, was ich geschrieben habe. Auch mein Album ist gechartet. Ich kann es. Mir fehlen die Worte, Digga. Nein, du kannst es nicht. Du bist Offbeat, du hast schlechte Texte und du. Du bist halt du, Digga. Mach was anderes. Nach 10 Sekunden, obwohl du den Track nicht hörst, nach 12 Takten den Track melden. Also er ist jetzt also der Meinung, dass die ersten 12 Takte so heftig waren, dass ich ihn gestrikt habe. Das ist wirklich seine Meinung, der denkt das, ne? Hashtag Alias. Da kam nicht mal was. Also ich glaube, er hat die ersten 12 Sekunden nicht mal was gerappt. Das war schon so krass, habe ich mir gedacht, Bro, das muss gelöscht werden. Vor allem deine ganzen Argumente sind doch dahin, so, weil du doch siehst, dein Song ist doch jetzt online. Ja, ist sogar online. Ich habe doch sogar drauf reagiert, ich reagiere hier drauf. Die Leute, man muss es halt immer wieder sagen, weil man Angst hat, dass es irgendwer nicht mitbekommen hat. Aber ich hoffe, die meisten Leute haben es gecheckt, dass er sich wieder... Wir hängen in einer Zeitschleife fest. Das ist unfassbar. Stimmt, er kommt wieder da. Das Track an sich ist mir scheißegal. Der ist halt ja genau so. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Zum Beispiel mal was für... das wird jetzt geil, Digga. Für Timo, glaube ich, gedreht und Blazing Daniel, ohne das überhaupt abzusprechen, ist auch einfach davon ausgegangen, dass sie auch noch was für ihn drehen. Da war nämlich, Kev ist da gerade, ist irgendwie nach Hannover gekommen, wollte Timo einsammeln. Dann musste Kev halt nochmal in die Innenstadt fahren, oder nicht in die Innenstadt, auf jeden Fall irgendwo halt, so einen Parkplatz, wo man auf jeden Fall zahlen muss. Und sie haben nur für Blazing gedreht und Timo meinte auch, Kev meinte dann, glaube ich, auch so, ja, bezahlst du das oder so? So, nö. Hab ich mir auch so denke, Digga, wir sind doch nur wegen dir dahin gefahren, die stehen nur wegen dir da, so, dann bezahl doch dieses Ticket, Digga. Ach, ich weiß nicht mehr die ganze Story, Mann. Ich versuche das alles nochmal rauszufinden. Und hier haben wir schon wieder eine ganz, ganz dreiste Lüge. Du musst da gar nicht weiter forschen. Ich werde das einfach mal direkt klarstellen. Und, also das ist echt der Hammer. Ja, das Video, von dem er spricht, ist das Matrix-Video, was nicht für mich alleine gedreht wurde, sondern von Timo und mir, wo wir uns für getroffen haben und das... Oh, Bruder, da müssen wir den Parkschein aber 50-50. Nicht. Er wollte nur die Hälfte von mir, so ist es. Um das Video zu drehen. Kevstar ist einfach gekommen und hat ein paar Szenen gedreht und Timo hat mich allen Ernstes, das habe ich ihm auch gesagt, so, Digga, willst du mich verarschen?
mich gefragt, zahlst du ihm das Parkticket? Und erstmal davon auszugehen, dass ich das ihm alleine zahlen Gina, sollte. Mama, Schüssel. So, obwohl es ja unser Video ist, obwohl wir ja gerade zusammen unterwegs sind für unser Musikvideo, was ich für den eitlen Team oder eine Extra-Version machen musste, wo er Part 1 in der Version ist, obwohl er mein Feature auf meinem Album war. Das ist schon mal dahingestellt, dreist es. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Lüge, Mr. Blazen Danielino. Ich hoffe, dass Timo richtig rechtlich einfach, dass er wirklich so, Digga, so wirklich einfach reingeht. Darf ich dir das noch mal geben? Möchtest du noch was essen? Nach dem Stream. Okay. Blazen sagte, er hätte für mich eine Version schneiden müssen, in welcher ich den ersten Part im Song hatte. Das hatte aber nicht den Grund, dass ich egoistisch bin oder so, sondern dass ich bereits nach dem Recording gemerkt habe, dass Blazens Part einfach nicht so geil ist. So hätte man den Song nach meinem Part skippen können. Gerade auch, weil der Beat, das Thema und der erste Part des Songs auch von mir geschrieben wurden und somit zuerst fertig waren. Er hat auf meinem halbfertigen Song seinen Part geschrieben und war... Und es war von Anfang an geplant, dass das Video auf meinem Kanal kommt. Darüber hinaus habe ich ihn mittlerweile gebeten, das Liedvideo zu löschen, weil es mir Real Talk peinlich ist, Songs mit ihm zu haben und ich musikalisch halt nicht mehr so eine Amateurscheiße mache. So, das auf jeden Fall schon mal dazu. Das heißt, es stimmt gar nicht, dass er das aus irgendwelchen komischen Gründen oder so gemacht hat, sondern weil er seinen Part halt einfach besser fand und das auch eigentlich geplant war, dass das Video aus seinem Kanal kommt. Das kommt halt auf jeden Fall schon mal dazu. So, und Timo hat, Kevin hat übrigens dazu geschrieben noch, und als ich Timo nur aus Hannover abholen wollte, das heißt, es war eigentlich schon geklärt so, stand er da auf einmal mit der Kamera in der Hand, obwohl wir halt Termine hatten. Wir wollten dann nämlich abends wegen Needed oder sowas da besprechen und dann sind die irgendwie viel später gekommen, weil er halt, Kevin einfach die Kamera in die Hand gedrückt hat, gesagt hat, ja, wenn du schon hier bist, so, dann film doch auch mal. Also, sehr geiler Typ auf jeden Fall. Fuck. Und ich war letztes Wochenende mit euch allen, mit euch dreien, unterwegs, 3 Stunden lang und hab Musik. Hm? Ganz kurz, was irgendwie nicht zum Thema passt. Obwohl schon, es geht nämlich um Scheiße. Noah hat einen kleinen Stinky gemacht im Schlaf. Ja, ich kann jetzt aber bitte nicht, kann okay. Ich jetzt bitte... Video für euch alle zusammengedreht. Wir müssen uns ja auch um einen kleinen Stinky... Du willst jetzt von mir, dass ich alleine ein Parkticket bezahle? Digga, what the fuck? Halt deinen Rand, oder was? 3 Stunden... Regt er sich über ein Parkticket? Passiert das gerade wirklich? Ja, aber warte, wir gucken erst mal... Ich war letztes Wochenende mit euch allen, mit euch dreien, unterwegs... 3 Stunden lang und hab ein Musikvideo für euch alle zusammengedreht. Und du willst jetzt von mir, dass ich alleine ein Parkticket bezahle? Ja, komm mal, das ist übrigens auch wieder komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Und es ist auch einfach falsch so. Das kann ich auch selber sagen, aber ich sag's jetzt in den Worten von Timo. Ja, du hast Kevin das Musikvideo gedreht, aber halt doch deine Fresse, Mann. Er hat dir dafür ein Albumcover gemacht und noch andere Bilder. So, das Ding ist nämlich, ich zeig euch hier das gerne einfach mal. Das Bild hier zum Beispiel. Ja, Kamera. Ja, das Bild zum Beispiel hat Kevin gemacht. Das Bild hier hat Kevin gemacht. Und das Bild hier zum Beispiel hat Kevin gemacht. Und das Logo, das ist auch eine geile Geschichte, das habe ich, glaube ich, in meinem Video gehabt. Blazen Daniel hat sich ein Logo vorzeichnen lassen und wollte dann keine 30€ oder 50€ dafür bezahlen, sondern hat Kevin angeschrieben, ob er ihm das nachmachen kann, genauso, damit er dafür nicht zahlen muss, by the way. Also Kevin hat sich stundenlang hingesetzt und hat für dich die ganze Zeit Fotos und was weiß ich nicht alles bearbeitet und der Deal war, dass er dir ein Albumcover macht, dass er dir irgendwie da die ein, zwei anderen Bilder macht und du dafür dieses Video drehst. Das war die Abmachung. Du kannst doch nicht jetzt kommen und sagen, ja und dann auf einmal wollt ihr das Parkticket zahlen oder sonst irgendwas. Digga, die Abmachung war was ganz, ganz anderes und wenn er dann für dich dreht, dann hat er, dann, das geht über die Abmachung hinaus einfach. Ja, aber es kommt im Freundeskreis natürlich oft vor, dass man sich wegen einem Parkticket streitet. Nicht. Digga, what the fuck? Halt dein Maul! Digga, willst du mich ficken oder was? Zahl dein Parkticket alleine, Mann! Und das habe ich Kev dann auch später gesagt. Kev sagt, ja komm, weil Timo so einen Druck gemacht hat. Ey, weißt du was, ist mir zu dumm hier, ich zahl dir dein scheiß Ticket. Nee, Bruder, lass gut sein, der hat das auch... Wer war die Blonde? Da gecheckt. Also ich glaube nicht, dass das so in dem Kontext ist, wie Tim das da gerade erzählt. Einfach nur absolut lächerlich. Haben die ganze Hand von mir genommen und nicht einen Cent zurückgegeben. Fuck you. Digga, es ist so eine Scheiße, die er da labert, wirklich. Das triggert mich so hart, wie du dich einfach so falsch hinstellst. Timo sagt dazu, ja, du hast uns viel gedreht, das stimmt. Ich habe aber genauso viel für dich gedreht. Schau dir doch mal die Videos aus der vergangenen Zeit an und check bitte selbst, wie oft Kamera bei Timothy DC in deinem Intro steht. So, das ist halt,
Und dann als letzter Punkt er noch geschrieben, du blendest halt nur die Dinge ein, die dir passen. Sag entweder alles oder halt deine Fresse. Und das sehe ich halt genauso. Ich meine, ihr seht ja, also der Kanal von Dings ist ja da. Wir können ja einfach mal gucken. Jetzt, ich weiß es nicht, wir gehen jetzt random einfach mal 2, 3 Lieder durch. Das müsste ja so vor einem Jahr ungefähr gewesen sein, schätze ich. Steht das da? Ja, 2020 auf jeden Fall. Anfang 2020 hatten die was zu tun. Ich weiß nicht, wo könnte es gewesen sein? Hier vielleicht oder so. Ob er das gedreht hat, das weiß ich nicht. Warum ist da kein Daumen runter? Ich weiß halt nicht, was da von ihm ist. Ne? Auf jeden Fall halt einige Songs auf jeden Fall. Weil Timo schreibt vielleicht auch gerade, vielleicht schreibt er gerade was dazu. Es wäre natürlich dicker, wenn er jetzt einfach die Songs reinschreiben könnte. Ja, aber Kritik an Timo auf jeden Nadine Fall. Nadine zum Beispiel, nett. Nadine ist der Song noch online. Ich glaube, Nadine hat er gelöscht, oder? Wurde er dafür nicht angezeigt oder so? Doch, da, Nadine. So, hier Nadine zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das da jetzt steht. Oh, tut mir leid, Digga. Digga, ich komm, was ist hier los? Steht das irgendwo? Das ist auch wieder die Stelle, ne? Da, filmt bei Timothy DC zum Beispiel. Und ja, es gibt bestimmt noch andere Songs. Also er stellt es halt wieder so hin, als würde er halt einfach, als würde Blazen halt einfach die ganze Zeit nur geben, aber überhaupt nichts nehmen, sage ich einfach mal. Obwohl das halt, wie gesagt, überhaupt nicht stimmt. Timo hat so viele Videos für ihn geschnitten und gemacht. Also ich habe das ja selber damals mitbekommen. Die haben jetzt ja sich nicht jetzt irgendwie jede Woche getroffen oder so. Aber wenn die halt was gemacht haben, dann haben die halt jedes Mal gedreht. Und das halt hinterher so hinzustellen, als ob nur du für die irgendwas gemacht hast, ist halt einfach mega dreist. Vor allem zeigt er hier auch seine Chronik und diesen mit Keymax zum Beispiel. Das war dieser Typ, der dafür bezahlt hat, by the way. Also es ist kein Video für Timo gewesen, sondern Blazen wurde von diesem K-Max bezahlt, um das Video zu drehen. Ja, nur mal so nebenbei. Ja, auch nur aus meiner Sicht. Timo hat für mich auch schon ein paar Videos gedreht, auf jeden Fall. Und hey, liebster Mensch, zuverlässig, ohne Witz. So, schieß gegen Leute wie Kuchen oder gegen Leute wie mich, aber nicht gegen Leute wie Timo, Manuel oder sonst wen. Die Leute sind einfach zu korrekt. Das klappt nicht. Ja, und wie gesagt, du stellst es halt einfach komplett falsch dar. Und reißt Dinge aus dem Zusammenhang und versuchst dich als Ehremann hinstellen, was halt überhaupt nicht stimmt. Und das finde ich halt einfach mega lächerlich, Mann. Das ist auch hier diese typische Undankbarkeit von dieser ganzen Clique. Was? Ich habe den so viel gedreht, ja. Und Tim tut so, als wären die Musikvideos alle scheiße. Vor allem das Geile ist übrigens auch. Ah ja, okay, jetzt geändert. Am Anfang stand da nur Videografie, diesen Unterdings hier gab es einfach gar nicht. Alles 1A Musikvideos und jeder von deinen Kollegen gibt es auch zu. Digga, das regt mich auf, das regt mich richtig auf. Langer Feier auch krank Effekte mit Slow-Mo, mal schnell die Aufnahmen. Digga, du hast doch gar, guck mal, das sind die Videos, die er geschnitten hat, waren Flügel aus Eis, Dreisatz und Wenn wir uns wiedersehen, das sind 3 Songs. Er hat zum Beispiel noch nie einen Song geschnitten, den ich rausgebracht habe. Er stellt es aber so hin, als wenn er jeden Song geschnitten hat, das stimmt gar nicht. Ja, du hast viel gefilmt, geschnitten hattest du es aber nicht. Vor allem wisst ihr, was halt mega lustig ist? Das ist wirklich die Härte gewesen. Meteor zum Beispiel ist noch so ein anderer Song, ne? Er kennt jetzt auch nicht alle auswendig, aber wenn ihr nochmal nachgucken wollt, das wäre auf jeden Fall der zweite. Timo und Woli sind mal gemeinsam nach Hannover gefahren zum Videodreh mit Blazen Daniel. Dann haben die halt das Video gedreht und die wussten das gar nicht. Blazen wollte dann auch nochmal ein Video haben. Ohne dass es irgendwie abgesprochen war, hat er gesagt, so jetzt filmen wir mein Video. Was schon mal mega dreist ist, weil frag doch einfach mal vorher, du weißt gar nicht, ob die Zeit haben oder sonst irgendwas. Dann haben die auf jeden Fall extra noch sein Musikvideo gedreht. Und das Geile ist, dass die Speicherkarte irgendwann voll war. Und Blazen Daniel hat dann einfach Aufnahmen von Timo und Woli gelöscht, weil da halt kein Platz mehr auf der Karte war und er halt Aufnahmen für sich wollte. Obwohl die extra aus Braunschweig dahin gefahren sind, damit sie ein Musikvideo bekommen. Ehrenmann. Nicht andersrum. Blazen Daniel verteidigt sich die ganze Zeit damit, dass er ja nur Videos gelöscht hat, die halt unscharf gewesen sind oder schlechte Takes, was aber gar nicht stimmt. Er hat auch, das haben wir beide auch bestätigt, da waren noch Takes dabei, die halt gut gewesen sind, die halt gefehlt haben am Ende. So, das ist halt, also, Digga, dann stell dich doch nicht als Ehremann hin. Und das ist genau das, was ich meine. Solche Aktionen, die kriegt man nicht mit, wenn man einen Tag mit ihm chillt oder mal eine Woche oder so. Das sind Dinge, wenn du mehrere Monate mit ihm zu tun hast, passiert sowas halt immer wieder. Und deswegen war Timo auch am Anfang cool mit ihm und dann irgendwann halt nicht mehr. So wie das jeder. bei jedem deiner Freunde ist. Digga, das ist alles 1 am Musikvideos und jeder von deinen Kollegen gibt es auch zu, außer du. Du dummer Spacko. Also, geil. Halt dein Maul, okay?
Er sagt auch indirekt, dass es peinlich ist, dass du dich so viel mit ihm beschäftigst und ihm das ja voll am Arsch vorbeigeht. Hat aber von allem Screenshots und Stories-Aufnahmen, stimmt. Ja, und ruft mich an, telefoniert, oder mit Twizzy schon geredet und sich auseinandergesetzt. So, ja, es geht dir ja toll am Arsch vorbei auf jeden Fall. Digga, was erzählst du da für dumme Lügen, Digga? Twizzy hat mich angeschrieben und hat mir immer... Digga, das, wir haben auf jeden Fall miteinander telefoniert. Das sind auch wieder Privatnachrichten. Und das Ende von unserem Telefonat war, dass ich ihm gesagt habe, mach, was du willst, mach 5 Alben gegen mich, aber leak keine Chatverläufe von mir, zeichne keine Telefonate auf und stell die online. So, Digga. Ich würde da wirklich richtig gegen vorgehen, wenn ich ihr seid. Ich kann es aus der YouTube-Perspektive halt nicht machen, aber ihr, was will ich schon feiern? Also auch nochmal nicht, dass es vorhin irgendwie falsch rübergekommen ist, weil er es auch gesagt hat, wie gesagt, selbst wenn der jetzt vor mir stehen würde, ich würde den nicht hauen oder sonst was so. Sondern einfach, ich würde ihn fragen, warum? Junge, ich würde dich gern schütteln und einfach dir sagen, warum, Digga? So geh doch normal. Aber wir leben in unserer eigenen Welt, nicht eher, alles gut. Ja, wir. Bisschen mehr zum Mikrofon, glaube ich, musst du reden. Sorry, wir. Wieder geschrieben, weil er die Sache, weil er Strike angeblich nicht cool findet und das schlichten wollte, Digga. Ich war da überhaupt nicht proaktiv am... Danke, Niklas, für die 15 Euro Ehre. Sorry. Ich hab doch auch geschlichtet, Digga. Ich hab dafür gesorgt, dass du den Strike wegnimmst von dem Lukas, ne? Ja. So, und dann hat Tim dein Video wieder online gestellt und dein erbärmlicher Diss, der Offbeat und textlich schlecht ist, ist wieder online, Digga. Vor allem, ich meine, er versteht's auch gar nicht. Du tust was Gutes für ihn. Bei mir kann's egal sein. Er kann mir nichts tun, aber ich hab seinen Kanal halt, hab ihm 2 Strikes gegeben. Jungs, wenn euch irgendwann mal ein Messer an den Rücken gestochen wird dann, dann ist es nur Blazen, Alter. Ja, ihr müsst mir überlegen, Twizzy setzt sich eigentlich für Blazen ein, dass der Track wieder frei wird. Nur für ihn. Er macht das ja nicht für mich. So, weil das Comedy ist für mich. Cringe. So, ich hab keinen Vorteil dadurch gehabt, dass Twizzy ihm da geschrieben hat. Ich wusste das auch gar nicht oder so. Und er stellt es halt jetzt negativ hin. Sei doch froh, dass es Menschen gibt, die sich mit dir befassen und die vermitteln, die versuchen, dir zu helfen und klarzumachen, wie du deinen Kanal, sag ich mal, so wiederbekommst. Er checkt es halt einfach nicht. Start! Digga, Twizzy wollte mit mir telefonieren. Halt doch einfach mal die Fresse, Mann! Leute, seht ihr nicht, dass alles, was dieser Typ labert, absoluter Bullshit ist? Alles, du hast mich doch trotzdem mega oft angerufen. Das ist doch keine Lüge. Vor allem siehst du... Das habe ich mit Twizzy zu tun in dem Sinne. Das auch, aber du siehst doch auch, dass ich völlig vernünftig schreibe, noch mit Smiley etc. Und der einfach nur frech ist, weil... Ja. Der, unfassbar. Ist erlogen. Nee, es ist nicht mal erlogen, es ist verdreht. Klar, Kuchensicht von Moral wird verbogen bis zum geht nicht mehr. Und ja, Freunde, ich war der Typ, der gegen Strikes war. Ich war der Typ, ich habe schon etliche Diskussionen gemacht gegen Strikes. Ja, du warst der Erste, der gestrikt hat. Zaid oder Set im April 2019. Districts, die Timothy übrigens gefeiert hat. Props, Bruder, Grüße an der Stelle. Ja, die haben genau den gleichen Move gemacht, denn es ist immer die gleiche Story. The same old story. Blazen Daniel, du bist lächerlich, du kannst nicht, du bist ein mieser Rapper. Jetzt sind wir wieder bei Strikes übrigens angekommen. Stimmt ja? Gar nicht, ich zeig euch mal, was ich kann. Ich mache jetzt mal einen Rap-Song. Also die Basis, auf der wir uns eigentlich alle unterhalten. Aber macht ja nichts, weil der ist ja eh lächerlich, wenn er rauskommt, oder? Digga, das muss doch nicht immer irgendwas damit zu tun haben, dass es Leute lächerlich finden, wenn sie dich striken. Und ich glaube, er versteht einfach diesen... Der einzige Grund, den er kennt, ist, ja, der war ja mega krass, deswegen musste der entfernt werden. Ja, da war das Video auch nach einer Stunde weg. Also, ja, meine Diss-Tracks scheinen keinem was auszumachen. Du bist top drin. Tun sie ja auch nicht, deswegen sind sie ja wieder online. Das musst du doch begreifen. So, und du kannst auch nicht sagen, da in dem Screenshot vorher, du wirfst mir vor, ich nenne dich Huren, das H-Wort, was man hier nicht sagen darf, und ich erkläre dir noch, dass ich dieses H-Wort nicht zu dir gesagt habe, aber du willst es dann öffentlich wieder so darstellen, als ob ich es zu dir gesagt hätte. Es ist einfach, es ist so stillos, ey. Drüber hinweggekommen, Kuchen, ja, Mann. Also, ich meine, also der Diss-Track interessiert. Hä? Mit dem H-Wort, ne? Wenn du das jetzt so aus Zitatgründen sagst und nicht zu jemandem. Nicht. Why the fuck you lying? Das kam auch schon, Digga. Das ist genau das Gleiche. Warum blendet er es nochmal ein? Ja, wenn er die Argumente Wenn dir das also nach 5 Minuten jemand schickt, scheint es ja doch ein Interesse an mir zu geben, oder? Deiner Seite. Ja, weil du cringe bist. Ja, weil wir uns über dich lustig. Er checkt das halt nicht, ne? Ja, ich habe Interesse an dir, Bruder. Wenn es Blazen Daniel im TV gibt, ich würde das 24/7 hören, weil es einfach lustig ist. Ich bin Fanboy von der Cringe-Figur. Und ich meine, ich verfolge nicht mal viele. Ich habe jetzt so die schlechtesten Blazen Daniel Lines gehört und das war's eigentlich. Und das, was halt, wenn Timo oder irgendeiner aus der Gruppe da mal was reinschickt, was aber auch nicht oft passiert. So, dann guckt man sich das mal das an. Das war's. Das Ding ist. Wenn man mit ihm redet, wie oft er auch sagt, so, ja, dann mach doch einfach auch einen Song. Nein, du wirst niemals einen Song von einem Cassius Clay oder einem Twizzy bekommen. So niemals, Digga. Rieseninteresse. Ein Rieseninteresse. Ein Rieseninteresse, du. Was ist deine erste Reaktion darauf?
zwei Stories, ja, in denen kann. Er sofort fordert, das Video offline zu nehmen und die Digga, das hatten wir doch schon. Das hast du doch die ersten 30 Minuten schon gehabt. Die von Lukas Manfred wieder frei Copy-Paste gemacht? Einzugeben, weil nee. Die haben nichts damit. Guter Schnitt übrigens. Zu tun, aber gib die frei, Bruder! Und ich benutze meine Videos auch von allen anderen, aber geht um Lukas Manfred! Nimm die Videos runter, obwohl das überhaupt nicht im Kontext steht zu dem lächerlichsten Keck-Video, was ja sein Move gegen mir gegenüber war. Und das ist erst meine Reaktion darauf. Digga, Junge, wie krank sind denn seine Hände hier im Hintergrund aus? Guck mal, so spitz, Digga, heftig. Könnte genauso aus dem Disney-Film irgendwie sein. Also 12 Monate später kommt meine Reaktion darauf und die geht nicht. Die geht nicht. Ja, wie gesagt, ich hab's jetzt schon 8-mal gesagt, ich lass das jetzt durchlaufen. Also so, weil, was soll ich dazu noch sagen? Steht überhaupt nicht im Kontext. Ich meine, du musst mir überlegen, wie krass er davon getriggert ist. Ich meine, er versteht's ja wirklich gar nicht und ist so krass getriggert. Und er hat das jetzt, also Real Talk für die Leute, die jetzt nicht 3 Stunden dabei waren, krank 3 Stunden. Digga, ist auch anstrengend, Alter. Aber ich bin noch da. Müssen wir überlegen, er hat das wirklich die ersten 20 Minuten gemacht, dann irgendwie bei 25 Minuten, dann bei 30, bei 40 und jetzt nochmal. Er hat den Punkt halt 8-mal drin. So, also, weiß nicht, du kannst ja so ein Video machen, so alles cool, aber dann halt dich doch kurz. So, du musst doch, man muss doch selber checken, also ein langes Video ist nicht direkt gut. Zu dem Beef, den wir beide miteinander haben. Sein Move war der lächerlichste Keck, mein Move war No Name, 11 Monate später. Vor der lächerlichste Keck kam noch American Pie, ne? Ja, stimmt, das Liner war ja der aber erste. Aber das ist ja nicht wichtig, weil der hat ja dann so. Ja, das war egal, so ja, das mit so. Denn ich hätte auch weiterhin nichts gemacht, aber er hat wieder angefangen zu hetzen. Das ist der Kontext, nicht Lukas Manfred. Konzentriert euch einfach nur. Lächerlichster Keck, No Name. Ist doch klar, das sind die beiden gegenüberliegenden Punkte. Nein, sind sie nicht. Fassen wir nochmal zusammen. KuchenTV macht ein 30-minütiges Video, in dem er mich verleumdet, unter anderem Steuerhinterziehung vorwirft, auf der Grundlage. Jetzt kommt's. Auf der Grundlage von einem Sachverhalt von 2020. Hast du da Daten genannt? Oder ging es dir allgemein darum? Ich habe nur den Screenshot gezeigt, dass er keine Rechnung geschrieben hat von dem Typen, dem er das Video gemacht hat. Er wollte das in bar einfach so haben, ohne Rechnung und alles. Ja gut, wie gesagt, ich kann ja nachher nächste Woche da mal meine Kollegen fragen, da hat er die Beats von dem benutzt, ob das denn so geplant war, weil das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ja. Da muss er sich ja drum gekümmert haben. Das kann man sich nicht ausdenken, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal versteuert werden konnte, weil die Steuererklärung erst dieses Jahr bis Juli 2021 erfolgen muss. Und er verleugnet mich als Steuerhinterzieher und wisst ihr, wie viele Leute mich schon mit dieser Scheiße konfrontiert haben? Muss man es vorher, ja gut, kommt drauf an, ob du alle 3 Monate einreichen musst. Und jetzt ratet mal, wer letztes Jahr schon eine reibungslose Steuerprüfung hat. Aber ich meine, es ging ja einfach darum, dass du ihm keine Rechnung geschrieben hast und das in bar genommen hast. Also egal, ob du es steuerlich angegeben hast, hattest oder nicht, du hast keine Rechnung geschrieben, gar nichts. Der Typ hat keinen Nachweis dafür, dass du ihm das Geld gegeben hast. Dass er dir das Geld hinter sich hat, trotz dessen, dass KuchenTV beim Finanzamt angerufen hat, um mich anzu... Ich habe einfach nur eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob das so stimmt. Wie, stopp, also ganz kurz, ich habe das nicht mitbekommen. Also Blazen hat Geld von einem genommen in bar, ja, ohne eine Rechnung zu schreiben. Ja. Das heißt, derjenige, der ihm das Geld in bar gegeben hat, hat auch keine Chance, das abzusetzen, weil er ihm keine ordentliche Rechnung mit Steuernummer gegeben hat. Digga, wovon reden wir hier eigentlich? So, ich will nicht den Allmann spielen. Danke, mein Freak, für die 1000 Bits, Ehrenmann. Du Schwärze. Er wollte mich privat zerstören. Und das ist einfach nur geisteskrank. Ich meine, welcher Typ ruft beim Finanzamt an, um jemanden privat... Niemand. Ich habe einfach nur für die Recherche meines Videos eine E-Mail geschrieben, wo ich nachgefragt habe, ob der Sachverhalt stimmt und ob du deine Steuern richtig machst. Wirklich schaden zu wollen außerhalb des Internets? Wer zu diesem Zeitpunkt nicht erkannt hat, dass dieser Typ einfach kranker von mir besessen ist, bei dem stimmt... Digga, so wie du guckst, der kranker von mir besessen ist, Digga, das kannst du so nicht bringen. Einfach etwas nicht. So, nach all dieser ganzen Scheiße, was bleibt uns davon hängen? Fazit. Ich bin ein Rapper, der gerne arrogante Texte schreibt und... Du bist kein Rapper. Und auch gerne mal austeilt. So. Aber ich habe genauso gut alles eingesteckt. Alles eingesteckt, aber bis zu einem gewissen Maß. Ihr könnt das ja gar nicht verstehen. Ihr seid Leute, die konsumieren und götzen sich an Beefs, aber... Leute, irgendwann ist genug so. Man hat mal Streitigkeiten, klar, und dann beeft man sich hin und her, ist in Ordnung, habe ich gemacht, habe ich alles hin... Ja, und da macht man mal kurz eine Stunde und ein ganzes Album gegen seine Leute. Aber dieser Typ ist einfach... Ja, vor allem, ich bin besessen, Digga. Du speicherst alles ab, was ich irgendwie über dich gemacht habe. Du hast eine ganze Auflistung über Dinge, die passiert sind. Sowas habe ich nicht von dir, by the way. Also gar nicht, wirklich nicht mal ansatzweise. Als Beispiel diese Chatverläufe, ich müsste die raussuchen, weil das sind Sachen, die ich halt zugeschickt bekommen habe. Ich habe mir die nie gespeichert. Ich speichere die mir dann, wenn ich die brauche. So, also... Kaum halt, ne? Einfach nur von mir besessen. Der hört nicht auf. Der fängt immer wieder an. Ja, also viele Sachen, die Timo gefilmt hat, sind auf jeden Fall auch nicht mehr online. Er hat gerade nochmal nachgeguckt gehabt, weil ja, entweder Strikes oder Angst oder was. Er feiert Memes, er steht nicht für Ernsthaftigkeit. Er kann. Ich meine, vor allem Blazen macht ein ganzes Album, wo er monatelang, oder gut, bei ihm, die Texte sind ja scheiße, halt eine Woche oder sowas dran arbeitet, Woche, ja. Macht so ein.
Video, was eine Stunde sechs geht und sagt mir, dass ich besessen bin, weil ich halt mal auf ein Format reagiert habe. Wenn es diese schlechtesten Blazen Daniel Lines nicht gegeben hätte, was ja wirklich auf Unterhaltung getrimmt ist, da hätte ich ja gar nicht auf dich reagiert gehabt, so. Also das ist, der Typ lebt in seiner eigenen Welt, ich kann es nur nochmal wiederholen. Danke für die 400 Bits, Ehrenmann. Das besteht aus Ironie. Ich bin ein Rapper, der gerne arrogante Texte schreibt, weil es ihm Spaß macht, weil es sein Hobby ist. Das hat er doch gesagt. Kuchen-TV's Hobby ist Mensch. Ich schreibe dir gerade, wir sollen in einem Live-Battle klären. Ja, da kann er den Takt nicht. Während er mich dafür kritisiert. Aber von dieser Doppelmoral spricht keiner. Ist das schlecht, Digga. Ist das schlecht. Meine Güte, ey, fuck. Das muss ich erstmal verarbeiten. Leute, Props an euch. Wir haben es vollbracht. Ja,